Ey, Kaspar, da steht ja, dass du gar nicht gelb anfassen darfst. Und bei dir rot, ich liebe aber die Farbe Und ich gelb. liebe auch die Farbe rot. Mann, was Okay, machen wir denn guck jetzt? mal, was ich jetzt mache? Was denn? Ich will jetzt erstmal schon auf den Kran draufklettern, wo du gar nicht Nein, komm drauf doch gehen kannst. runter! Guck Geh, mal. nein, ich will da auch mitspielen, hör mal! Ist das nicht toll, wenn man gelb Aufhören! berühren darf? Das Leben ist so schön, wenn man Aber gelb guck berühren mal, darf, was ich ne? machen kann. Guck mal, hier auf der Mauer, das darfst nämlich du nicht berühren. Okay, so ein Ding ist Hier. also. Ich komme aber auch gar nicht ganz rauf irgendwie. Ich würde gerade gerne ganz Ja, rauf gehen. Mann, ich würde auch gerne. Meinst du, ich. Komm, ich komm da jetzt. Meinst du, ich kann. Ich berühre den jetzt, komm. Nein, Wir ich machen. würde. Gut, okay, trau dich, ne? Okay, dann berühre Ich ich ihn kletter gleichzeitig hoch! rot. Okay, Ich kletter hoch, alles gut. Drei, ja, ich zwei, drück die Mauer eins. jetzt. Okay. Oh! Au! Hä? Was? Wir sind Hä? draufgegangen? Ja, du hast recht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also Und jetzt stimmt wurde das meine, guck mal, meine wirklich? Farbe wird neu gerollt. In 3, 2, 1, Oh, grün jetzt. grün. Lol. Nein, du Aua. bist direkt draufgegangen. Ey, Hör nein. auf. Hör auf. Hör auf, hör auf. Ey, hör auf. Grün ist ja ich der mach auch ganze mal, ich mach auch Boden. neu. Und rot habe ich jetzt. Ah, okay, warte mal. Ich habe jetzt grün. Ich darf grün nicht berühren. Ich dachte gerade schon. Aber wir können sogar Aufgaben erledigen, ne? Ich habe schwarz. Ich habe jetzt schwarz. Okay, Mitte. warte mal. Hä, hey, du hast gerade doch rot bekommen, oder nicht? Ja, ich habe aber nochmal noch umgeändert gerade. Ah, Rot okay. hast du Aber ja hier gerade schon. Okay, warte mal. Ist da hier. grün dabei? Da ist grün dabei. Den darf ich gar oh, keinen Fall pass bloß berühren. auf. Ich darf hier alles berühren, glaube ich. Zack. Guck mal, guck siehst mal, du das? Hier, ist das hier easy. Da Abzeichen mittlere Obby jetzt hier geschafft, ne? Sehr gut. Wir müssen natürlich alles schaffen. Das ist natürlich die Herausforderung. Genau. Aber die aber ich darf, schweren wie Farben gesagt, sind hier. Alter, grün ist richtig schwer, ne? Komm mal her, hier. Komm mal hier. Hör auf Blumen. damit. Das ist echt unfair Oh, die von riechen dir. so gut, die Blumen. Ehrlich? Du fällst ja auf den Mann. kleinen Trick drauf. Kann ich rein. auf die Blumen auch raufspringen? Ja, anscheinend nicht. Doch, anscheinend schon. Okay, guck mal, man kann da raufspringen auf die Blumen. Ey! Ich sehe gerade, ich habe ja Farbe schwarz. Au. Welche, was soll hier denn schwarz sein? Hier ist doch gar nichts schwarz. Stimmt. Hä? Wie willst du jetzt bitte schon drauf? Doch, warte mal. Komm mal mit jetzt hier. Was ist Und da? Zwar bei den, bei der Schaukel sind das so schwarze Seile. Ah, lol. Solltest du doch eigentlich die berühren können. Okay, guck mal, ich kann ja Schaukel damit spannen. Ah, ja. Du ich nämlich nicht, ne? ich roll neu. Und? Ja, und du nämlich dich. Ah! Oh. Yeah, oh Gott. Alter! Ich hab grad gelb zwei, bekommen. 1, gelb. Oh, okay. Aber okay, ist der okay, Sand okay. auch gelb? Zählt der Sand auch als gelb? Ja, ich hab das eben schon ausprobiert. Du kannst ja auch mal ausprobieren. Der Sand Ey, zählt da nein, auch. Nein, Alter. Jetzt Komm, krieg wir ich eine rollen neue Farbe gerade gerollt, ne? Jetzt habe ich. Ja, schwarz. Sehr gut. Oh, nein. warte mal. Ey, wieso muss ich das nochmal kaufen? Warte mal. Guck mal, da ich ja jetzt das Schwarz habe, ne? Kann ich hier ganz entspannt oben auf diese. Auf diese krasse Obby hier hoch. Ey, das sehe ich gar nicht. Das habe ich jetzt erst. Ey, ja. cool. Hast du welche Aber warte Farbe mal, hast du? Ich habe Farbe Gelb. Warte mal, jetzt muss ich mal schon aufpassen. Da musst du wohl jedes Mal über den Gelben rüberspringen, ne? Oh, das wird mein Gott, ich hoffe, dass. Boah, wir verschwinden auch hinter dir, ne? Ich hoffe, ich schaff das. Ja. Oh mein Gott! Das wirst du niemals schaffen. Doch, das schaffe ich. Ich werde hier bis ganz oben kommen. Oh, ich springe hier Oh mein Gott, ich kann noch Regenbogenregen machen, ne? Zack. Jawohl. Dir ist klar, was Regenbogenregen ist, ne? Au, oh, nein! Du hast gelb berührt. Ich war so damit könnte ich, glaube ich, jeden holen, ne? Weil halt alle Farben dann regnen. Hast du schon was bekommen? Wie, du hast grau bekommen. Der Weg ist... Alter! Ich komme nicht mal einen Meter weit. Rot. Ich habe wieder rot. Ey, nein, das kann nicht sein. Aber warte mal, jetzt habe ich das richtig gefährlich. Und zwar kann ich jetzt hier starten bei dem Hürdenlauf, aber die Dinger sind rot. Warte mal kurz, warte noch auf mich, ich komme auch dahin. Okay. Dann geht's Kannst du hier hin? Hier ist überall grau dazwischen, ne? Und du darfst, die Teile nicht berühren. Genau, ich darf die Teile nicht berühren und du darfst hier die Dings nicht berühren. Okay, ready? Okay, 3, 2, 1, go! Wer ist hier zuerst am Ende? Wow. Oh mein Gott! Ganz ruhig. Oh, jetzt mehr in die Mitte ziehen. Gut aus. Komm in die Mitte, Weiter. Und zack. Ja. Guck mal hier, muss ich hier ranspringen, musst du hier an dem Teil. Musst du hier einfach ran? Ja, ranspringen. Oh, ey, du Veräppler. Yeah. Gar nicht. Was soll Kannst das mal denn? Sehen. Oh, ich geh auch eine neue Farbe in 3, 2, 1. Ja, Blau. Was? Blau? Was? Oh mein Gott. Ich auch. Ja, dann dürfen wir. Das heißt, wenn Lass jetzt mal die Regenbogentreppe nochmal hochgehen. Hier. Wenn ich jetzt hier diese Blume berühre, bin ich draufgegangen. Nein. Oh mein Gott. Und hier ich kriege eine neue Farbe. Da sind 10 Blautöne. Au! Braun. Ich darf braun nicht berühren. Ey, komm, lass mal da rechts hin über die rote Brücke rüber. Siehst du? Ja, ja, okay. Ich darf dann aber nicht das Haus berühren, ne? Na, ich habe blau. Meinst du, Weil der Schnee gilt als blau? Nee, ne? Der Schnee? Als der blau? Ist ja geschmolzen, ist das ja Wasser, blaumäßig. Weißt du, ja, aber Wasser ist ja nicht blau, Wasser ist doch durchsichtig. Das heißt doch blau. Wasser ist durchsichtig. Blau ist das mehr durchsichtig oder was? Das ist ja wohl blau, das sieht ja wohl jeder. Drücke Patch auf der Seite, das wird schon mein Haustier. Wir können ein Haustier kaufen.
gemacht? Was gibt's da für welche? Ich will so einen kleinen Drachen haben. Eine Katze. Hier, guck mal, ich könnte mir so eine Katze holen. Warte ja, mal. Der Pinguin hat ja was Blaues dran. Okay. Aber also. ich darf gar nicht das Holz hier berühren, sonst werde ich draufgehen, ne? Na, dann würde ich mir da lieber nichts kaufen. Also hier ist auf jeden Fall alles safe. Wenn ich du wäre, würde ich... Ja. Hier ist nur sowas Blaues, ne? Ein kleiner Glückspilz. Lass uns mal die Obby da machen mit diesen Regenbogenfarben. Welche Farbe hast du? Mit welchen Regenbogenfarben? Hier direkt rechts von uns. Close. Ah, stimmt. Oh mein Gott. Aber ich glaube, ich kann einfach rüberrennen, weil da ist nicht braun drin. Im Regenbogen ist ja kein braun. Meinst du? So, das soll die ganz, ganz... Ah! Junge, wie kann man so schlecht sein? Du hast mich da weggeschoben. Wie kann man so schlecht sein? Du hast mich weg, aber ich habe noch keine neue Farbe gerade bekommen. Oh mein Gott! Was ist denn? Okay. Ey, die haben mich schon wieder blockiert. Ich bin auch runtergefallen. Ich kriege eine neue Farbe. Das kann nicht sein. Ich kriege auch eine neue Farbe dadurch. Gott sei Dank, jetzt kann ich... Rot, ey, ich habe genau die Farbe bekommen, als sie in den Blumen war. Ich habe gerade rot bekommen und bin direkt draufgegangen. Okay. Du sagst, ich bin eine Maschine, die ich jetzt schaffe. Ja? Okay. Geh mal aus. Zack, zack, zack. Was? Zack, zack, zack. Was? Zack, 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 zack. Wie machst zack, du das? Zack, bam. Wie hast du das denn gemacht? Schwere Obby-Abzeichen. Okay, jetzt bin ich gerade aber aufgegangen. Und ich krieg gerade die neue Farbe, ne? Grün. Ja. Oh nein, das ist schwierig. Warte mal, jetzt muss ich hier gucken. Kann ich vielleicht, wenn ich jetzt hier hochgehe... Und dann... Okay, warte mal, das schaffe ich doch auch. Überspringen! Nein, das kann nicht sein. Nein, Aua. Da war Graube drin im Regenbogen. Nein! Aua. Warte, ich kriege eine neue Farbe. 3, 2, 1, schwarz. Okay, ich geh jetzt zu der Pyramide hin. Oh Gott, nein, der Kaktus hat schwarze Schwere Punkte, Obby, ne? Zack, erreicht. Ist auch schwarz das hier? Nein, ist ganz schwarz. Sehr gut. Bist du schon bei der Pyramide? Ich bin da, aber hier ist kein Abzeichen. So, ich was auch ist, wenn ich jetzt den Farbe Kaktus berühre? Wow! Was? Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir aus den Schornstein rausgekommen? Sehr gut, ich darf jetzt Blau nicht berühren. Ich darf jetzt Rot nicht berühren. Hä? Was ist das für eine geheime Welt, in der wir jetzt hier auf einmal sind? Guck mal, was ich hier machen kann, Kaspar. Ey, ich will das auch. Warte mal, ich kann das... Oh, Mann. Oh Gott, ich kann das Lied ändern. Oh, ich kriege eine neue Farbe, Und Dunkelrot. Ey, ich will hier Top verdrehen. Dunkelrot hast du jetzt gerade bekommen. Was hast du? Ich habe auch gerade gesehen, man konnte auswählen, ob man die Farbe sehen möchte oder nicht. Stell dir mal, man wählt aus, dass man die nicht sehen kann. Warte mal, ich gehe jetzt mal. Ja, oh mein Gott. Du hast recht. Ich habe 102 Sekunden überlebt und das kann ich hier. Was steht da? Hast du gesagt nicht gemacht? Ja, ich hab gemacht. Ich habe dunkelrot jetzt. Aber ich kann nämlich einmal hier. Warte mal, ich gehe mal auf dunkelrot. Au, drauf. Ich bin direkt draufgegangen. Ich Sekunden. Auch. Komm, jetzt machen wir mal auf nicht erkennbar, okay? Okay. Also, dass wir die nicht wissen. Okay, sag es mir nicht. Ich habe jetzt keine Ahnung. Okay, ich hab mich auch nicht. Okay, wo bist du? Au, ich bin direkt draufgegangen. Ah. Grün. Grün war meine Farbe anscheinend. Okay, Mann. Lass uns mal treffen. Weil ich habe jetzt hier anscheinend braun schon mal nicht. Okay, meine ist auch schon mal nicht. Ich weiß auch nicht, oh Gott. Ich würde hier nicht so viel rumexperimentieren. Ja, okay. Okay, ich probiere grün. Grün, alles gut. Okay. Okay, ich habe auch grün berührt. Ich probiere hier. Orange, was mit Orange? Wollen wir mal Orange. Probieren? Orange. Ich war auch safe. Ist hier. Gelb. Okay, hier. Gelb ist wirklich für gelb. Oh, wollen wir wirklich? Ja. Oh, ja. Alles gut. Okay. Okay, blau. Oh nein, blau ist es bestimmt bei mir. Ich weiß nicht, ob ich hier runterspringen soll. Oh. Nein! Ja, guck mal, ich bin länger überlebt als du. Ich habe meine Farbe aber immer noch nicht herausgefunden, ne? Ey, ich weiß meine Farbe aber immer noch nicht, ne? Ja, ich weiß meine auch nicht mehr. Also, ich habe jetzt eigentlich. Locker braun! Probiert. Oh, auch nicht. Oh, warte mal, ich probiere. Oh, hey, dann ist meine Farbe ja locker rot. Okay, lass mal vorne zum roten Haus hingehen. Irgendwas Rotes. Hier, da hinten ist so ein rotes Haus. Locker ist es rot jetzt. Oder meinst du, es gibt auch verschiedene Alter, Roten, was? Ich habe bis jetzt jede Farbe gelebt. Oh, alles gut. Bisher alles hä? In Ordnung. Aber was könnte meine Farbe? Orange vielleicht vorne? Orange hatten wir schon bei der Lava da, oder nicht? Weiß ich nicht, hier sind ein paar Blumen, die sind orange, gelb, ja. Blau, Lügen, rot, gelb. Hä, lila? Guck mal, ich laufe durch jede Blume durch, vorne. Ich bin einfach unsterblich. Also, ich weiß auch nicht genau was, warte mal, hier vorne beim Vulkan oder nicht, das leuchtet nur orange. Ah, auch nicht. Oh, von dem war das die Farbe, Alter. Ah. Oh mein Gott, wie schlecht, okay, rot hier. Grau vielleicht hier bei dem? Rot, nee. Rot. Ja, meine rot heißt ja schon. Rot. Wir sind alle, rot. Welche Farbe können wir jetzt hier umbringen? Lila? Grün, oder? Ich laufe ja auf grün. Ich habe braun. Berühre mal dunkelrot hier. Dunkelrot? Da, wo du jetzt. Da ist dunkelrot hier. Nee, ist auch nicht. Au, es war das normale Rot. Bei mir war es dunkelrot. Bei mir war es rot. Lol. Okay, nochmal. Ich sag's nicht. Okay, wo bist du? Ja, unbekannt. Ich bin hier vorne bei so einem Typen, der sagt Käse. Käse? Ich bin auf der Pyramide. Braun ist es, okay, warte, Pyramide. Braun ist es bei mir auf jeden da, Fall. Da, ich seh dich. Okay, ich komme. Grün ist es auch nicht, blau ist es auch nicht. Okay, bisher. Oh mein Gott, bei mir ist es bestimmt blau. Guck mal. Weiß. Oh. Blau.
Oh mein Gott. Okay, hier lila, hier hinten, hier lila. Okay, lila. Wer hat lila von uns? Nein! Was? Ey, was? Okay, ich komm zu dir. Ich komm zu dir rüber. Ja, wo bist du? Ich guck mal jetzt hier vorne beim Winnie Pooh Haus. Soll ich mal gelb gucken? Oh, gelb. Locker so gelb. Oh nein, Alter. Wenn das auch nicht gelb ist, was ist denn meine Farbe dann? Hä, ist halt echt, was denn deine Farbe? Ich hab jetzt schon alles durch. Warte mal, du hast jetzt... Nein, dir fehlt doch noch orange. Hier. Ich hab orange schon. Ich hab schon orange schon mehrmals, oder nicht? Weiß ich nicht. Nee, hab ich schon. Hä? Okay, warte mal. Das war... Hab ich locker eine geheime, mysteriöse Farbe bekommen? Eine, die man erst finden muss oder so? Ja, so eine seltene oder sowas? Oder hast du vielleicht einfach lila? Wollen wir mit zu dem... Nee, lila hab ich doch auch schon probiert. Hier, gehen wir über die rüber. Pilz. Warte mal, hinten ist so ein Pilz, so ein großer Liana. Lass den mal. Ja, genau, das meine ich ja. Gehen wir zum Pilz. Okay, okay. Zum Schulterkumpel. Gut. Schulterkumpel, ja. Locker der Pilz. Aua! Bei mir war es lila. Hä, bei dir? Oh Mann, was machst du? Oh, was war's bei mir? Dunkelrot schon wieder! Ehrlich, der ist ja rübergegangen. Ey, bei mir war es direkt weiß. Ich bin nach 3 Sekunden draufgegangen. Oh mein Gott. Warte, ich kaufe mir mal ganz kurz was. Na, nicht orange. Nicht orange. Was kaufst du dir da? Was kaufst du dir da schon wieder? So, wo bist du? Hier hinter dir. Welche Farbe? Was hast du gemacht? Test mir noch mal ein paar Farben bei dir aus. Was hast du gemacht? Oh mein Gott! Braun. Warte mal! War nicht so schnell, war nicht so schnell! Ein bisschen braun, ein bisschen okay. Gelb. Braun ist es nicht. Okay, ich geh auf den gelben drauf, warte. Mein Bügel ist leer. Ich geh auf den gelben rauf. Oh, gelb war es auch nicht. Hä? Ich dachte, der Farbe einmal hält unendlich, aber hält er gar nicht. Ich glaube, ich bin gelb. Ich glaub, du bist ich bin gelb? Nein. Warte mal, ich probier. Hellblau? Und? Nee, alles. Hier die Blumen. Hey, welche Farbe oh mein soll Gott, ich denn geh sein? Mal durchs Blumenbeet. Beet. Oh. Yeah. Au! Lila! Oh mein Gott. Ich überlebe das einfach. Das Blumenbeet. Was? Ja. Was? Hä, hey, da ist gefühlt jede Farbe drin, die es gibt. Lol, ich hab's einfach überlebt. Welche aber welche Farbe hast du denn hab ich dann? Denn? Dunkelrot safe. Bro, safe ist rot. Dunkelrot, sagst du? Ja, garantiert. Ich sage. Warte, war doch eine Pflanze mit dunkelrot. Vielleicht ist es auch weiß. Ich geh mal gerade ganz ja, kurz weiß Schnee. Oder hast du orange und pink und so schon berührt? Orange und pink? Ja, es gibt auch pink nee, und es gibt auch nicht lila, ne? Das sind 2 verschiedene Pink und Lila. Ich gehe mal ganz kurz zum Pinkhaus, hast recht. Ja, hier hinten, genau. Oh, es ist sogar gerade dunkel, ne? Es ist echt dunkel. Ja, du musst jetzt mal die Farbe rausfinden. Ja, ich gehe jetzt hier zu Pink, da habe ich auch gewonnen. Ja, weil das ist Pink. Lila. Und? Was? Denke ich jetzt da vorne zu Purple. Ey, es ist so dunkel jetzt gerade. Ich erkenne gar nichts mehr jetzt. Ich auch nicht, Alter. So war hier vorne. Jetzt aber Purple. Hä? Oh mein Gott. Es war was? Es war hautfarben. Hautfarben? Der Boden war es. Ach so. Was? Ey, ich bin direkt wieder drauf gekommen, ich war braun. Ja gut, okay. Nicht schlecht, ich hab verloren. Baby Brox, was machst du denn hier draußen? Sag ich mal, wurde ausgesetzt. Du wolltest doch hier in den Gulli reingehen, sag Nein, mal. Nein, ich wurde ausgesetzt. Hilfe. Ist klar. Zeig erstmal her, geht's dir denn ziemlich gut gerade? Ja, ich sehe, dir geht's eigentlich... Nein. Eigentlich geht's dir, bist du doch zufrieden. Wieso, was los? Nein. Baby? Nein, mir geht's nicht gut. Wieso, was ist denn los, sag mal? Ich will nicht. Ich wurde ausgesetzt auf der Straße. Nein, alles... Du bist ein Storchenbaby. Wir können von mir aus, kannst du hier auch ein bisschen spielen, wenn du willst. Darf ich im Sand spielen? So. Ja, buddel ruhig ein bisschen rum, aber ich passe hier ein bisschen auf. Du siehst, das ist schon Nacht, ne? Also, ja, ich sehe das gerade. Und nachts laufen hier auf jeden Fall ein paar komische Gestalten rum. Okay, dann baue ich jetzt ein bisschen was. Guck mal hier. Wow. Eine Sandburg. Sag noch mal, eine Sandburg. Gar nicht schlecht, du. Das ist gut, ne? Cool. Cool. Guck mal, wie cool. Ja. Und ich kann sogar hier reingehen. Okay. Da gehst du nicht rein. Nein, auch im Anno. Oh, komm mal lieber mit. Du darfst von, mit, von mir aus darfst du noch ein bisschen schaukeln. Ja. Aber dann reicht es das. Dann reicht es auch, okay? Okay. Sag mal, ist die Schaukel kaputt oder was? Die Schaukel ist kaputt. Gut, dann kommen wir hier rein. Wir sind jetzt so unsafe hier draußen. Ich möchte mal rutschen draußen auf der Holzrutsche. Also, das können wir gerne morgen machen. Oh. Aber von mir aus. Kannst du jetzt hier mit dem Flugzeug spielen? Siehst du das? Wenn du willst, darfst du damit ein bisschen rumspielen. Guck mal. Oh, das sieht aber schön. Yeah. Guck mal, gar nicht verkehrt, du. Doofes Spielzeug. Und kannst du auch hier ins Haus rein? Ich guck mal. Nee, ich kann leider nicht ins Haus rein, aber... Okay. Hä? Geht's dir denn noch gut, Proxo? Proxo, wo bist du? Hallo, ich sehe dich da nicht hinter dem Teddybär. Nein, oh Mann. So, ich check mal durch hier, dir geht's immer noch ziemlich gut. Das ist doch gut. Hast du eigentlich Durst? Ich hab Durst. Kauf mal da irgendwas beim Shop oder so. Ich hab Durst. Mhm, okay, ich stehe mal hier hin. Gibt's hier irgendwas Leckeres hier? Pass auf. Ja, also, genau, du kannst es hier beim Shop. So, okay. Und was willst du denn haben? Ich könnte
Hättest du Bock auf Schokolade oder ein Eis? Willst du ein Eis haben? Hm? Na komm, ich kauf dir ein Eis. Broxo! Baby Broxo! Baby Broxo! Wo bist du? Wo bist du hingelaufen? Freiheit! Oh. Freiheit! Juhu! Ey, nein! Freiheit. Hey! Ja. Ey, so Manu! Ist so ist brav! Danke, dass du mir geholfen hast. Manu! So, du kommst her jetzt, sag mal. Ich hab da extra ein Eis für dich besorgt und du willst hier abhauen, oder ja, was? Ja gut, dann will ich jetzt ein Eis haben, okay? Hm, dann setz dich mal hier hin. So, hier, komm. Ja. So, ja. Hier, darfst du das von dem Eis haben. Hier, schmeckt das gut? Okay. Ja. Schmeckt in Ordnung, ich kann muss ich sagen. Wir können von mir aus hier, komm, ich hol dir auch noch eine Freundin hier. So, alles klar. Broxo? Ja? Du setzt dich hier, guck mal, die sind hier am Heulen, sag mal. So, jetzt, hallo, jetzt kommt doch mal mit hier, Mann. Warte mal, ich möchte hier mit dem Nudelholz spielen. Oder mit, ja, na, ich möchte hier Milch haben. Setz dich zu den beiden Mädels. Ich mag den nicht. Du willst, kannst du dich zu den beiden Mädels setzen. Ich mag keine Mädchen. Wieso das denn nicht? Weiß ich nicht. Hier ist ein Gameboy, damit darfst du zu und auch spielen. Aber da, nee, dafür darfst du auch nicht spielen. Damit ey, nein, ich wollte mit dem Spielzeug dafür. Da gerade spielen. Nein. Das gibt's hier nicht. Das gibt's hier nicht. Bitte lass mich runter. Willst, ja, ich setz dich hier hin. Ich muss ganz kurz einmal mit deinen Eltern telefonieren. Du kannst gerne mal... Hey! Du hast Durst, ich gerade. Spielen. Du willst nicht spielen, du hast einfach nur Durst. Ich will so, spielen. Baby, Brock, so. Komm mal mit, wir holen dir einfach mal was zu trinken. Hier ich runter. Will spielen. Ja, du kannst ja gleich spielen. Dir geht's gleich schon wieder viel besser. Nein. Mir. Doch, hier. So. Was ist das? Okay, ich setz dich hier mal hin. Du bleibst bitte da drin. So, setz dich da mal rein. Baby, mach so. Hey. Einfach mal. Setz dich bitte mal auf den Stuhl da. Okay. Also, setz dich da bitte hin. Ja. Oh. Ja. Oh. Wieso kann ich den nicht hinsetzen? Sag mal! Lass mich doch so, los. So, jetzt aber, jetzt bleibst du bitte kurz da. Hier, die Milch wird hier schon vorbereitet, ich sehe es gerade. Ich muss auf dem Boden sitzen. Ja, Hilfe, ich werde entführt! Nein, der gibt dir Milch. Das ist ein Kollege von mir, der ist gut. Keine Na, Sorge. Gut, okay. Eigentlich sollte es dir doch jetzt schon wieder besser gehen, oder nicht? Nee, ich bin erschöpft. Okay, warte mal, dann nehme ich dich mal. Okay, zeig mal her da. Ich brauch Milch. Du bist Milch. Ja immer noch durstig. Ich brauch Milch. Du hast ja noch gar nichts bekommen. Nein. Na gut, komm. Herr Broxo, komm mal her. Ich hol mir hier die Milch. So, mache ich hier fertig. Okay, hier noch so ein bisschen da rein. Alles klar. So, aber irgendwie willst du die Milch gar nicht trinken, oder was? Magst du die nicht Doch, vielleicht? Du musst mich damit füttern. Ja, aber die scheint kaputt zu sein oder sowas. Wie kann eine Milch kaputt sein? Ich hab Durst. Ja, die kommt ja jetzt. Die kommt gleich. Hörst du das? Der besorgt dir da gerade die Milch. Der macht dir fertig. Ich mag ihn nicht. Ich geh jetzt weg von dir. Ah, jetzt hier. Broxo, komm her. Ich hab die jetzt. Nein, hier. Jetzt will ich nicht mehr. Doch, komm mal her. Hier, komm. Hast du jetzt Milch? Da. Oh. Nimm. Alles gut. Alles ja. gut. Ja. Ja, dir geht's doch schon wieder ein bisschen besser, ja? Schon viel besser. Oh, sag mal, aber ist doch was anderes mit dir los, oder was? Nein, alles gut. So, lass mich mal durchchecken. Okay, jetzt geht's ja auch schon. Jetzt können wir, auch draußen spielen, rutschen. Ja, okay. Ist jetzt ja auch schon wieder Tag. Von mir aus können wir draußen rutschen. Wir können auch in den Park gehen, wenn du willst. Das ist jetzt hier auch Kindergarten cool. hier. So, ich bring dich mal hier hoch. So. Ja. Okay. Dann zeig mal, wie toll du rutschen Links kannst. Oder rechts? Da, hier vorne. Hier. Ich fang dich auf hier unten. Pass okay. auf. Okay. Ah. Sag mal. Hey, Babyentführung. Was macht der denn? Ah, er hat mich runtergeworfen. Au. Nein, geht's dir noch gut? Ja. Ach, Baby Broxo. Komm, wir gehen in den Park. Der ist hier zu blöd. Der ist mir ja, zu blöd. Der verfolgt uns hier die ganze Zeit. Aber der soll abhauen jetzt einfach. So, komm mal mit hier. Genau, lass mal in den Park mal, reingehen. Wir können hier, guck mal, da rechts siehst du den Park, wir können hier auch noch ein paar Sachen angucken. Ne? Wir Kannst können du dir ein Haus kaufen? Wollen wir uns mal eins angucken, einfach so? Da, guck mal, hier? 200 Coins, da kannst du das... Oh, guck mal hier, das wäre unser eigenes Haus. Cool, das wäre richtig cool, sag mal. Für 200 Warte, Coins kann kannst ich, du das mieten. Ich guck mal, ob ich das... Ja, okay, dann pass auf, ich würde sagen, ja, ich hab's gemietet. So. Ich will auf dieses Schweinchen-Dings rauf. Warte mal, hier ist noch ein Baby. Sag mal, wo kommt die? Ey, die hat hier eine Babytür, da komme ich nicht durch. Was? Ey, die ist durchgezogen. Oh, ich höre hier irgendwas. Hast du in die Windeln gerade gemacht? Nein. Sicher Nein. nicht? So, Nein. Doch, du hast in die Windeln Nein. gemacht, du Ferkel. Nein. Du bist da so eine Sau, du. Hab ich gar so, okay, nicht. Okay, dann brauchst du jetzt mal erstmal eine neue Windel. Das kam nur von der Milch. Ja, ja, so, pass ich auf. Ich kann hier. Nicht dafür. Ah, mein Kleiner, alles gut. Also, pass auf. Ich pack dich da hin. So, ich nehme hier mal eine Windel von hier oben. So, hab ich. Und jetzt komm mal her. Ich muss wieder auf den Wickeltisch legen. Komm mal her, mein kleiner Baby Broxo. So. Ja, ja, ist ja gut. Okay. Und so.
Beine hoch. Und jetzt kriegst du eine neue Windel. Beine hoch. Was ist denn das für ein Gestank? Das ist ja mega räudig. So, ich sollte es ja wieder besser. Sag mal, wieso bist du denn immer noch am Heulen? Ich Weil du gesagt, ich bin räudig. So, komm. Du musst doch mal auf Klo, oder? Mhm. Nee, dir geht's gut. Ich hab Hunger. Du bist hungrig? Jetzt will ich ganz viel. Ich bin ein nerviges Baby. Oh mein Gott, du bist ja einfach nur... Also, das glaube ich nicht. So, komm hier. Und mir geht's nicht so gut. Hier, ich hab was zu essen dabei. Komm her. Dann kriegst du... Kommst du wohl her? Baby Broxo? Ich hab den Stuhl am Mund. Du kommst her jetzt. So. Also. Ja, ich weiß. Ich muss nur kurz gucken, wo ich dir was zu essen gebe. Ich glaube, du musst dich dafür da hinsetzen. Mir geht's nicht so gut. Wie, dir geht's nicht so gut? Mir geht's nicht so gut. Okay, wie du willst. Ja, ist doch kein Problem. Ich kann auch hier einfach gerne mal. Kommst du jetzt mal her? So, pass auf, wir gehen rein und dann werde ich dich in so einen Stuhl setzen und dann kriegst du auch was zu essen, Brox. Dann geht's dir auch wieder besser, ja? Aber ich brauche irgendwie, weiß nicht, mir geht's nicht so gut. Wie, dir geht's nicht so gut? Ich glaube, ich bin krank. Ja, okay, warte mal, dann bringe ich dich hier einfach am besten mal zum Arzneiraum. Da bringe ich dich gleich hin. Ja. Oder bringe ich jetzt dahin hier, komm. Also, Medical Center, setz dich mal dahin hier. Ich setz mich rein. Okay, so, und... Ja, also, ich hole kurz mal ein bisschen Medizin hier. So, alles klar. Also, komm mal her, Broxo. Du kriegst hier ein bisschen Medizin und... Ja. Warte mal, ich habe doch jetzt die Medizin schon aufgesammelt, sag mal. Wieso aus kann dem ich dir Schrank das nicht da mehr raus? Geben? Aus dem Schrank. Aha, jetzt hier. Okay, behandeln. Ist ja gut, mein Kleiner. Ja, ist doch gut. Ist ja gut. Mano. Dir geht's doch jetzt schon wieder viel besser, oder was? Nein. Brauchst du noch mehr Medizin? Mir geht's immer noch schlecht. Du brauchst eine Spritze, glaube ich. Nein, ich will keine Spritze. Du brauchst eine Spritze. Nein. So, hey. Komm mal her hier. So, Nein. und... Rein mit der Spritze! So! Hilfe! Okay. Nein, bitte nicht! Alles klar! Okay, ich möchte doch keine Spritze haben! Jetzt bin ich auch noch dreckig! So, da ist die Medizin für dich, ist ja gut! Das ist nur ein bisschen Hustensaft, alles gut! Na gut! So! Das sollte doch wieder klar gehen, oder nicht? Ja, ist ja gut, mein Kleiner! Ich bin hungrig! Ich bin durstig! Ich bin dreckig! Oh mein Gott, was bist du denn alles? Oh mein Gott! Ich bin alles! Ist ja gut! Ich hol dir. Du kümmerst dich gar nicht mit um dir, mich. Mann! Ich bin mit dir einfach überfordert! Du kümmerst dich hier, komm, ich bade dich ein bisschen! Ich dachte, ich wäre ein guter Babysitter! Nein. Aber mit so einem Höllenbaby! Nein, du bist so einfach. So einem Höllenbaby kann man doch einfach nicht verzweifeln! Okay, komm mal her. Was hast du denn jetzt noch für Probleme? Du bist doch hungrig und durstig. Das ist doch kein Problem! Ich hab ist Hunger! Ist doch alles gut! Ja, ist doch gut. Also, kriegst erstmal was zu essen hier für dich. Sehr schön. Schmeckt dir doch, oder? Schmeckt das gut? Das schmeckt gut. So soll es auch sein. Das so ist echt auch gut. Sein. Das ist lecker. Okay. Und hier, ich habe immer noch Durst. Das glaube ich nicht. Oh. Okay, dann mache ich hier mal kurz eine... Ja, ist ja gut. Du kommst ja gleich dran. Du. Ich mache hier kurz mal eine Milch fertig. So, und... Hey. Los. Hey! Ja, ich hab sie. So, komm mal her. Und jetzt kriegst du hier noch die Milch. Hier, Brox, ist ja gut. Ist ja gut, sag mal, ne? Oh. Geht doch gar nichts, wieso du weinen musst. Oh. Ist doch alles entspannt. So, musst du jetzt nochmal gewaschen Kannst werden? Kannst du mir aus dem Automaten eine Cola holen? Wenn du willst, kann ich dir auch eine Schokoladentafel holen. Was willst du lieber? Eine Cola oder Schokolade? Okay, eine Cola, das ist doch kein Problem. So, setz dich mal dahin. Und eine Cola. Okay, hier kaufe ich. Habe ich gekauft. Sag mal, hast du dir eine eigene gekauft? Oh, lecker. So, dann würde ich doch mal fast sagen. Hier, du kriegst jetzt erstmal einen Schnuller rein. Nein. Oh Gott, ich trinke hier selber die Cola. Ja, die habe ich selber gebraucht, Broxo. Die habe ich selber gebraucht. Dann kaufe ich noch mal hier eine Schokolade, so. Lollipop. Ja, einen Lolli darfst du auch. Ja. Er bringt dich ins Bett. Nein, ich will noch nicht schlafen. Du bist doch müde, sag mal. Du bist doch müde, Broxo. Ach, Baby Broxo, schlaf schön. Wir sind endlich bei dem riesen aufblasbaren Park angekommen. Ja, Leute. Unsere heutige Mission ist es nämlich, alle 14 Sterne zu finden, die hier versteckt sind auf diesem Park, Leute. Und ob wir es schaffen... Ist natürlich die Frage, ihr könnt mir natürlich dabei helfen, indem ihr jetzt einmal ganz kurz ein Like und dann ein Abo da lässt, Freunde. Dreht auf jeden Fall noch einmal ganz kurz euer Handy und drückt auf die Glocke. Dann werdet ihr nämlich kein Video mehr verpassen hier. Hier kommen nämlich täglich Roblox-Folgen extra für dich. Und hier ist sogar noch so eine Donation-Wand, aber guck mal. Da steht ja einfach abonnieren drauf, Leute. Wie cool ist das denn? Einfach ein Abonnierzeichen. Das ist ja echt cool. Deswegen drückt auf jeden Fall mal da drauf, Leute. Wir können jetzt hier auf jeden Fall einmal ganz kurz ein bisschen so die Map erkunden. Wir hören ja auch im Hintergrund die Musik. Als wäre eine richtige Party am Start, Leute.
Dann geht es auf jeden Fall erstmal für uns hier schön in den Park hinein. Und wir haben jetzt hier so ein paar verschiedene Sachen, die wir uns holen können. Einmal so eine Wolke. Ach so, das kostet alles Geld. Das können wir uns ja vielleicht noch später kaufen, Leute. Hier noch so ein Motorrad einfach. Das kostet, wie viel kostet das hier? Wie viel kostet das? Oder dieses Hoverboard? 65 Robux. Das geht sogar eigentlich noch. Das ist eigentlich noch voll in Ordnung. So, mal gucken. Wer bist du denn jetzt hier? Können wir überhaupt hier in den Park rein, ist gerade die Frage. Was steht denn da drauf? Lass jeden rein. Oh, das bedeutet, wir können, glaube ich, jetzt hier in den Park reingehen. Gefällt mir schon mal. Und hier ist direkt der erste Stern am Start, Leute. Hier, zack. So funktioniert das Ganze. Jetzt haben wir schon mal 1 von 14. Und ich sehe gerade, hier vorne ist sogar noch ein Stern. Das heißt, wir können da schon mal direkt noch einen Stern holen. Was schon mal sehr, sehr gut ist. Schon mal außerhalb des Parks. Und Alter, da sehe ich auch noch einen Stern. Leute, das sieht richtig, richtig cool aus hier vorne, ne? Können wir hier auch nochmal auf diese lilanen Teile rauf? Können wir da irgendwie Boote oder so beschwören? Ja, ein Jetski. Guck mal hier. Kann ich auch fahren? Ah, ich kann auch fahren. Ja, ich bin auf dem Jetski, Leute. Und kann ich jetzt hier auch noch auf das Teil raufgehen? Springen wir irgendwie hoch oder so? Nee, ne? Kann ich schwimmen? Ja, ich kann sogar schwimmen und bin durch die Map gefallen. Das ist aber natürlich alles kein Problem. Lass uns mal hier ganz kurz durch den offiziellen Eingang gehen, Leute. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel noch ein paar andere. Hier, Cardalis. Hallo, Cardalis. Oder hier sind noch so Skateboards und so. Und was ist das denn hier? So eine Hüpfburg. Leute, hier ist einfach eine Hüpfburg. Können wir hier drin auch hüpfen? Ja, anscheinend. Anscheinend sogar schon. Aber ich habe gerade eben was ganz, ganz Cooles gesehen. Und zwar hier dieses Drehteil, ja. Das sieht ja mal richtig, richtig cool aus. Ich habe sogar schon mal sowas in echt gemacht. Und das kann auf Dauer richtig, richtig anstrengend sein. Wenn man zum Beispiel zwei hat, wo eins nach unten geht und eins nach oben. Das bedeutet, dass man über eins rüberspringen muss und über das andere muss man sich so ducken. Aber was passiert, wenn es das berührt? Oh, ey, dann werden wir umgehauen. Na gut, okay. Kann ich das Ding auch sogar betätigen hier? Ich glaube nicht, ne? Da habe ich leider keine Rechte. Aber echt cool zu sehen. Und Leute, ihr glaubt nicht, was ich da gerade gesehen habe. Aber das müssen wir auf jeden Fall einmal ganz kurz durchziehen. Pass auf, dann gehen wir jetzt hier mal schön hier rein. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hier sind so coole Sachen. Komm, wir nehmen die SpongeBob-Rutsche. Ja, wir nehmen die SpongeBob-Rutsche, Leute. Deswegen gehen wir jetzt mal ganz kurz hier hoch. Und rutschen jetzt mal hier runter. Warum geht denn die Rutsche gerade nicht so gut? Doch jetzt, ja, okay. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz auf die großen Rutschen rauf, weil wir müssen ja auch noch irgendwie diese 14 Sterne finden, beziehungsweise jetzt noch 12. Mal ganz kurz gucken, ja, haben wir jetzt hier noch eine Rutsche? Ja, komm, dann rutschen wir mal hier, yeah, runter. Okay. Kann ich auch hochrennen? Ja, gut, ich kann zum Glück auch hier wieder hochrennen, weil das ist jetzt quasi, boah, wie viele gibt es hier denn, bitteschön, Leute? Hier sind ja so viele, nein. Okay, an der Seite. Oh, ich bin fast runtergefallen. Also hier geht es auf jeden Fall noch ein bisschen höher. Wir können auch theoretisch diese Rutsche runtergehen, aber hier ist auch wieder kein Stern. Oh, wo bin ich denn jetzt hier gerade? Komm, wir gehen jetzt nochmal ganz kurz die Treppe hoch. Gehen noch weiter hoch sogar. Bis ganz nach oben, Leute. Alles klar, wo sind wir denn wir hier gerade gelandet? Und jetzt können wir, glaube ich, hier ist ein Stern. Hier ist so eine Aussichtsplattform, wo wir jetzt hier quasi auch chillen können, so mit unseren Freunden. Einfach entspannt den Park genießen. Dann sind hier noch allgemein so Sitze und Tische, wo man noch zum Beispiel essen kann und so. Echt mega cool gemacht. Oder könnte ich natürlich auch hier hingehen und nochmal ein bisschen weiter reingehen, um dann noch eine höhere Rutsche zu finden. Guck mal, wie hoch wir gerade einfach schon sind. Hier, direkt schon der nächste Stern, Freunde. 4 von 14. Und hier ist noch ein Stern. Was? Leute, wie viele... Oh, noch ein Stern. Was? Wir finden ja richtig viele Sterne hier gerade. Wie cool ist das denn? Ich weiß gar nicht. Ich möchte am liebsten hier alles rutschen, aber es geht, glaube ich, gar nicht, ne? Oh, yo, und direkt in den nächsten Stern rein. 7 von 14. Nein, muss jetzt wieder ganz nach oben gehen. Oh nein, Leute, ich glaube, ich kaufe mir jetzt mal ganz kurz irgendwie so ein Hoverboard oder sowas, damit wir ein bisschen rumfliegen können. So, komm, fliegende Wolke. Dich kaufe ich jetzt für 200 Robux. Ist auf jeden Fall noch in Ordnung, Leute. Ich habe schon mal teurere Sachen erlebt und jetzt können wir hier... Kann ich jetzt auch fliegen? Habe ich mir die jetzt gerade einfach so gekauft, ohne fliegen zu können? Warte, dann will ich mir mal den Enterhaken kaufen, weil der Enterhaken, der muss ja, für 100 Robux, der muss ja eigentlich was machen, ne? So, Enterhaken, Enterhaken? Hallo? Ja, also anscheinend ist gerade was passiert, was ich euch nicht empfehlen kann. Ich habe mich gerade einfach respawnen lassen und jetzt sind einfach meine ganzen Sachen weg, obwohl ich gerade für Geld ausgegeben habe. Also hier am besten keine Robux ausgeben, wenn ihr das ausspielen wollt. Dann würde ich mal sagen, gehen wir nochmal wieder nach oben. Das wird jetzt ein bisschen dauern, aber kein Problem. Und dann schnappen wir uns nochmal die nächsten Sterne hier und rutschen mal ein paar Rutschen runter. Habe ich jetzt hier vielleicht noch irgendwelche Sterne oder so verpasst, Leute? Ich glaube nicht, oder? Können wir jetzt hier noch irgendwas machen? Hier noch irgendwie runterrutschen oder so? Ich glaube, hier ist noch eine Rutsche, ja. Und da unten sehe ich einen Stern. Das heißt, komm, wir... er rutscht irgendwie nicht, Leute. Ich weiß auch nicht, warum wir... Jetzt können wir hier vielleicht rutschen. Ey, er rutscht auch nicht. Warum rutscht er denn nicht? Dann laufen wir halt hier runter. Auch kein Problem, Freunde. Dann können wir auch einfach hier runterlaufen und schauen wir uns hier mal ganz kurz den Stern. Und ich habe gerade sogar noch rechts hier einen Stern gesehen. Und zwar hier bei der Rutsche. Und da ist ja noch ein Stern. Leute, hier,
9 von 14 jetzt schon. Und jetzt haben wir hier vorne sogar auch noch einen Stern. Und dann noch einer daneben. Oha. 10 von 14. Und jetzt haben wir schon 11 von 14. Was? 12 von 14 Sterne? Hey, wie cool ist das denn? Wir haben schon, uns fehlen gerade nur noch 2 Sterne. Dann haben wir quasi den ganzen Park, glaube ich, durchgespielt oder so, ne? Na gut, dann halten wir so irgendwie noch mal ein bisschen Ausschau nach 2 Sternen, die noch übrig geblieben sind. Dass wir die vielleicht noch irgendwie finden. Weil hier haben wir jetzt gerade schon welche genommen. Wir können gleich nochmal hier ein paar Rutschen runterrutschen. So, haben wir hier vorne noch irgendwas? Irgendeine coole Rutsche oder so? Ich glaube, wir können hier... Wir können mal ganz kurz hochgehen. So... Und dann rutschen wir mal von einer richtig coolen Rutsche runter. Ne, es ist, glaube ich, nur eine Aussichtsplattform, ne? Komm, dann gehen wir mal nach unten zu der einen Rutsche, wo wir hier rutschen konnten. Ich glaube, es war noch ein weiter runter, oder? Hier? Ja, die, komm. Wir rutschen jetzt mal hier runter, Leute. Und zack, in der Röhrenrutsche. Yeah! Ey, was geht hier ab? Was geht hier ab? Ja, ab ins Bällebad. Ab ins Bällebad, Leute. Ist hier vielleicht noch irgendwo... Ah, was, hier ist echt ein Motorrad? Können wir das benutzen? Geht das? Ja, wir können hier mit dem Motorrad rumfahren. So, aber irgendwie funktioniert das nicht. Ich weiß auch nicht warum. Das will irgendwie nicht funktionieren. Nee, schade, Leute. Na gut, dann halten wir auf jeden Fall nochmal Ausschau nach vielleicht den letzten beiden Sternen, dass wir die dann finden. Weil dann können wir, glaube ich, irgendwie etwas Besonderes bekommen. Oder kriegen wir irgendwas Besonderes? Ich guck mal ganz kurz, ob wir hier noch irgendwas haben. Ja, hier sind noch auf jeden Fall ein paar Hüftbogen und so. Können wir hier noch hochklettern? Ich weiß gar nicht. Können wir hier hochklettern? Nee, ne? Auch nicht, leider. Na gut, dann gehen wir jetzt hier mal ganz kurz nochmal um die Ecke. So, lauf, 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 lauf. Und dann haben wir hier auch nochmal so einen kleinen Parcours über Sachen, die wir so rüber müssen. Ich hatte auf jeden Fall noch Ausschau hier nach 2 Sternen. Ich habe das jetzt auch nicht gesehen. Hier auch so diese Nudeln sind hier alle am Start. Okay, mega cool. Und zack, auch schon wieder den Parcours geschafft. Sterne, wo seid ihr? Ich suche euch. Kann doch nicht angehen, dass wir jetzt hier die letzten 2 Sterne nicht finden, Leute. Die müssen doch hier irgendwo versteckt sein, oder nicht? Vielleicht müssten wir am besten einfach mal auf eine ganz, ganz hohe Aussichtsplattform. Und dann können wir von... Ah, wahrscheinlich auch im Labyrinth drin, ne? Locker, ey, locker sind auch Sterne im Labyrinth drin. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, indem wir jetzt hier hochgehen. So, aufgeführt den höchsten Turm dann. Alles klar. Und dann können wir, glaube ich, hier mal weitergehen. Ist hier vielleicht... Genau, hier war der hohe Turm. Ich gucke mal schon mal von hier oben. Ist hier vielleicht im Labyrinth ein Stern oder so drin? Ja, oder? Ist da einer drin? Ja, es ist ein Stern. Ja, okay, also wir haben schon mal einen Stern im Labyrinth. Gehen wir doch am besten jetzt mal hier ins Labyrinth, um diesen einen Stern zu bekommen. Und ich glaube, ich weiß sogar schon noch, wo der letzte Stern sein kann, Leute. Hier, wir gehen mal ganz kurz hier so ein bisschen gucken. Sterni, bist du hier irgendwo? Wo hast du dich versteckt? Sterni, bist du... Ja, wir haben den Stern bekommen, Leute. Sehr, sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir eigentlich nur hier aus dem Labyrinth rausgehen. Genau, ich glaube, hier war der Eingang, oder? War hier der... Ja, hier war der Eingang. Perfekt, genau. Und ich glaube, der letzte Stern war nicht mal am Anfang, habe ich, glaube ich, einen gesehen in der Ecke irgendwo. Weil wir brauchen jetzt nur einen, Leute. 13 von 14 haben wir jetzt hier. Und ja, da vorne seht ihr auch den Stern. Ich sehe ihn auch. Da suchen sich die anderen auch schon welche den Stern aus. Guck mal jetzt hier, schnell laufen, Leute. Ja, hier wird sogar schon Party gemacht, weil ich schon fast den letzten Stern habe. Und jetzt komm. 3, 2, 1 und ja. Wir haben alle Sterne und ein neues Abzeichen bekommen, Leute. Stars von Play. Das ist das heftigste Malbattle, was ihr jemals in Roblox gesehen habt. Wir werden 3 verschiedene Sachen malen. Let's go. Ich werde hier wie heute schlagen, Kaspar. Nicht lange Malduell. Guck mal, was ich hier hinmal. Lol. Und auch so ein Smiley. Zack. Ey, wie cool ist das denn? Okay. Also wir wollen Malduell machen, ja? Also, Ja, also das Ding ist, ich würde sagen... Wer kann den besseren Hagiwagi malen? Und 5 Minuten hat man Zeit. 5 Minuten Zeit. Okay, ich mal, glaube ich, an welcher Wand willst du malen? Also ich gehe um die Ecke und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Und mach den 5-Minuten-Timer. Ja, bis gleich. Bis gleich. Also, alles klar, Freunde. Mein 5-Minuten-Timer ist gestartet. Das ist jetzt hier meine Wand, um Hagiwagi zu malen. Wir können zum Beispiel auch hier erstmal anfangen, ein bisschen so diese Farbe zu ändern. Das heißt, wir müssen jetzt einfach hier schön so blau nehmen. Was Kaspar nicht weiß, ich habe hier Hagiwagi jetzt gerade links neben mir offen. Und gucke jetzt, dass ich den vielleicht so perfekt so nachmalen kann. Das heißt, wir machen jetzt erstmal hier ganz kurz so den Kopf, Freunde. So diesen Hagiwagi-Kopf. Haben wir jetzt schon mal gemacht. Dann können wir hier, glaube ich, schon mal die Arme machen, Freunde. So, das heißt, hier schon mal... So ein bisschen so diese Arme von Hagiwagi. Okay, okay, joa. Die gehen hier so ein bisschen in seinen Kopf rein. Und dann müssen wir nochmal hier den anderen Arm, Leute. Ja, so. Okay, auch jetzt hier wieder. Und dann wieder zack. Okay, sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Schon mal so ein bisschen Grundriss Hagiwagi. Und dann nochmal ganz kurz hier die Hose hinmalen, Leute. Das heißt hier, das wird dann jetzt hier so ein bisschen die Hose. Und... Die geht dann jetzt nochmal hier nach unten. So, dann zack, 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 zack.
Und dann hier wieder ganz kurz zu. So, schon mal jetzt die Hagiwagi-Hose. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir so ein bisschen hautfarben nehmen. Weil, oder, beziehungsweise, ja, nicht so ganz hautfarben. Ich habe, mein Hagiwagi ist halt so ein bisschen hautfarbenmäßig. Das heißt, hier machen wir jetzt erstmal schon mal auch ein bisschen so diese Größe hier ein bisschen größer. Das heißt, das haben wir schon mal auf 0,8 gestellt. Jetzt können wir hier schon mal anfangen, ein bisschen den Körper auszumalen. Das heißt, hier ganz vorsichtig, Leute, müssen wir jetzt hier diesen Körper ausmalen. So, okay. Erstmal ganz kurz den Rand. Danach können wir auf jeden Fall das schnell ausmalen, Freunde. Okay, okay, okay. Dann haben wir hier, zack, wir müssen auch irgendwie gucken, dass wir den irgendwie so ein bisschen fusselig machen können. Okay, jetzt können wir hier entspannt, ja, alles hier einmal ausmalen. So, okay. Zack, 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 zack. Ich hoffe, der Hagiwagi wird gut aussehen. Also sieht ein bisschen besser aus in meiner Vorstellung. Aber, ja. Also pass auf, wir machen jetzt hier schon mal ein bisschen blau weiter, Freunde. Das heißt, hier machen wir jetzt erstmal das Blaue ein bisschen ausfüllen. Und dann müssen wir gucken, dass wir den so ein bisschen gleich haariger machen außen. Das sollten wir auch ganz easy hinbekommen mit so leichteren Linien. So, jetzt mal ganz kurz hier so ein bisschen. Und ich habe jetzt gerade gesehen, wir haben jetzt nicht genau dieselbe Farbe. Was auch vielleicht gar nicht mal so schlecht aussehen wird. So, hier nochmal ganz kurz ein bisschen. So, und hier die Hose jetzt mal ausmalen. Ich glaube, wenn wir das schon das Grundgerüst haben und gleich auch das Gesicht, dann ist es schon mal gar nicht mal so schlecht. Jetzt hier schon mal zack, bisschen ordentlich malen, Freunde. So, ich sage, ich werde unbedingt Kaspar schlagen. Wir werden heute auf jeden Fall noch ein paar andere Malbattle haben. Das heißt, ich werde ihn unbedingt schlagen müssen, Freunde. Ihr schreibt auf jeden Fall dann in die Kommentare, was ihr denn besser findet. Das heißt, dann wird so der Gewinner entschieden werden. Durch euch dann quasi. So, jetzt hier einmal ordentlich malen. Okay. Und jetzt nochmal ganz kurz hier oben bei sein. Das können wir auch nochmal ganz kurz ausfüllen. Das heißt, hier nochmal ganz kurz die Ecken hier machen. Und dann hier nochmal ganz gut schön ausmalen, Freunde. Auch wieder ganz, ganz wichtig. So, zack, 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 zack. Und ausgemalt. Und jetzt können wir das auf jeden Fall so machen, dass wir jetzt die Größe wieder ganz klein machen. Das heißt, wir haben jetzt hier 0,2er Größe. Und dann gucke ich jetzt mal, dass ich jetzt hier wieder weiß nehme für seine Augen. Das heißt, ich erstmal ganz kurz hier weiß nehmen. Und dann machen wir die Augen mal ganz kurz. Die machen wir jetzt mal hier so hin, Freunde. Das heißt, hier. Und wir müssen auf jeden Fall, oh Gott, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr, dass die durchschimmern. Das heißt, wir machen jetzt hier mal ein paar mehr Layers. Ich würde sagen, 6 Layers. Und die schimmern dann natürlich hier direkt durch, Freunde. So, zack, mal ganz kurz hier das Auge gleich gemalt bekommen. So, ich glaube, ich hätte es auch einfacher machen können, indem ich einfach nur so einen Punkt gemacht hätte. So, und dann nochmal ganz kurz das andere Auge. Und zwar zack. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Timer aussieht, Leute. Aber es könnte wahrscheinlich schon ein bisschen eng werden. So, jetzt mal hier schön das andere Auge gemalt. Okay, anderes Auge ist auch gemalt. Jetzt müssen wir schon mal den Mund wieder machen. Mund ist auch ganz wichtig. Das heißt, hier einmal ganz kurz den Mund malen. So, zack. Und dann nochmal ganz kurz hier einmal drehen. Okay, wir dürfen den halt nicht so eckig haben. Das heißt, wir müssen einmal ganz kurz hier nochmal weitermalen. Und danach kommt gleich noch die Zunge, Leute. So, zack, zack, zack. Ganz wichtig jetzt hier wieder. Okay, okay, okay. So, und siehst du, wir dürfen uns auf jeden Fall auch nicht vermalen, ne? Also das müssen wir ein bisschen dunkleres Rot nehmen. Ich würde sagen, wir machen das Rot dann hier so zack, ein bisschen dunkler. Für dann diese Lippe. Das heißt, hier machen wir die Layers ein bisschen hoch auf so 10. Und dann kommt jetzt hier schön, Leute, seht ihr das, diese Lippe rein. Und zack, okay. So, die Augen auf jeden Fall wieder ganz wichtig. Das heißt, die Augen machen wir jetzt hier schwarz. Und da kommen natürlich jetzt erstmal so ein paar Layer wieder durch. Das heißt, wir machen jetzt hier 7 Layers. Und dann kommen jetzt hier schön die schwarzen Augen rein, Leute. Jetzt einmal ganz kurz hier. Zack, 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 zack. So, das Auge ist schon mal fertig. Dann das nächste Auge, Freunde. Und oh Gott, der Timer ist um. Uiuiui, der Timer ist um, Leute. Ihr hört es auf jeden Fall gerade. Der Timer ist um, Kaspar. Ich weiß ja nicht, wie dein Hagiwagi aussieht. Ja, meiner sieht ganz cool aus. Ich würde sagen, zeig mir erst mal deinen. Wo bist denn du angelaufen? Ich habe mich hier versteckt. Ich habe mich versteckt. Aber ich bin da, hier bin ich. Ah, ja, hier. Okay. Dann lass uns mal zu deinem Hagi gehen. Und ich bin mal, okay? Okay, der ist halt um die Ecke. Ich bin noch nicht ganz fertig geworden, leider. Aber er sieht so aus. Was ist das denn? Das ist Hagi ein bisschen dicker halt. Was denn, der hat einen gelben Bauch? Hä, ja, und das ist halt ein wuschiger Hagiwagi. Ja, ja, ich habe noch seine Beine vergessen, warte, ich habe seine Beine vergessen. Alter, ich wollte gerade sagen, die Arme sind ja länger als die Beine. Was ist denn das für ein blöder Hagiwagi? Hä, wieso denn? Der sieht voll cool aus. Der sieht ja so öde aus. Hä, dann zeig mir doch mal deinen Hagiwagi, wenn der so. Beine an, das sind ja Loserbeine, das siehst du ja wohl. Ja, das war ja noch nicht. Also, dann will ich jetzt deinen Hagiwagi sehen. Ja. Alter, meiner sieht 10-mal so krass aus. Ich habe halt nicht nur den ganzen gemacht. Vor allem war dein Hagi auch voll fett gefressen. Was? Dafür hast du 10 Minuten gebraucht?
Ach, 10 Minuten, 5 Minuten habe ich gebraucht. 5 Minuten, was? Hä, das ist ja voll, ist ja viel krasser als deiner. Das hat dafür so 5 Minuten gebraucht, nur für so einen riesen Kopf? Hä, das sieht doch krass aus. Hä? Mit den Zähnen und so, und die Augen und die Lippen na und ja, so. Naja, okay. Deiner hatte gefühlt 10 Whopper gegessen, Alter. Hallo, ja und? Da habe ich jetzt den ganzen Körper gemalt. Finale. Ja gut, dann, okay, dann machen wir jetzt was Neues. Ich würde sagen, unentschieden diese Runde, okay? Ja, okay, unentschieden. Aber was machen wir als Neues jetzt? Dann lass uns als nächstes mal, wer das bessere Haus am See malt? Ja, Haus am See, Haus am See klingt gut. Gut, los geht's. Bis gleich, Kaspar, bis gleich. Ich sag dir, ich werde so das beste Haus bauen. Alter, gar keine Chance hast du. 5 Minuten Timer ist wieder aktiviert, Freunde. Wir müssen jetzt gucken, dass wir jetzt hier das beste Haus bauen. Und zwar müssen wir jetzt hier vielleicht ein bisschen Abstand... Oder warte mal, ich mache das, glaube ich, hier dran, oder? Okay, pass auf, ich muss da ganz kurz überlegen. Wir haben jetzt hier so eine kleine Größe genommen. Ich würde sagen, unser Haus muss natürlich auch erstmal einen See haben. Aber ich mache auch schon mal vielleicht so ein bisschen so eine Grünfläche hin. Das heißt, hier, Leute, ich gehe mal ein bisschen raus hier, zoome ein bisschen raus. Jetzt mache ich hier erstmal hier schön so eine kleine Grünfläche. Das heißt, hier haben jetzt hier schön 10 Layers, alles rein da, Freunde. Das heißt, hier wird auf jeden Fall nichts ordentlich drauf gemalt. So, hier schönes Haus, beziehungsweise schöne Grünfläche. Dann kommt hier, Leute, hier kommt dann so ein bisschen der See hin. Bedeutet, hier haben wir jetzt erstmal hier einen schönen See. Ich werde auch in den See, Leute, werde ich jetzt gleich mal schön so ein kleines Boot bauen. Bedeutet jetzt hier, ich mache das Ganze jetzt mal so ein bisschen braun. Und dann wird jetzt hier erstmal ein schönes Boot drauf gemacht. Das heißt, hier, zack, Freunde, ihr seht es hier. So, und Boot ist am Start. Das werden wir jetzt auch ganz kurz wieder ausfüllen. Ey, der wird so verlieren, Freunde. Ich sage es euch, Kasper wird so verlieren. So, jetzt machen wir erstmal die Zeit ein bisschen kleiner. Bedeutet jetzt hier einmal hoch machen, so einen kleinen Stab. Und dann kommt hier schön in weiß, Leute. So wie sich das halt auch gehört. So ein schönes, kleines, dieses Dreieck, ne? Was man halt auch immer so bei den ganzen Booten sieht. So, zack. Und dann wird es erstmal jetzt schön ausgemalt, Leute. Das muss ich ein bisschen größer jetzt machen hier, die Size. So, auf ungefähr 0,5. Und dann, jupp, einmal hier rein, so vorsichtig. Und dann hier schön fertig gemalt, Leute. So, wie es sein muss. Okay, und dann jetzt hier ein bisschen rübermalen. So, so oft, wie es geht. Schimmer jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen durch. Okay, ich habe vielleicht die Layers ein bisschen hochgemacht. Aber guck mal hier, schon mal das Boot am Start. Jetzt fehlt natürlich noch das Haus. Und das Haus müssen wir natürlich auch ein bisschen braun machen. Bedeutet, ich mache das Braun jetzt hier so ein bisschen in diesem dunklen Braun. Und dann machen wir das Haus so ein bisschen anders. Ne, wir machen das Haus schon so ein bisschen dunkel, ne? So, das heißt, wir müssen hier ein bisschen Layers wieder machen, reingehen. Und dann, Leute, wird jetzt auf jeden Fall wild. Das Haus wird jetzt nämlich wahrscheinlich erstmal so ein... Guck mal, das ist jetzt hier so ein kleines Nebenhaus. So, das ist so ein kleines Nebenhaus. Dann wird hier noch das größere Haus entstehen. Das ist dann nochmal so ein bisschen höher, Freunde. So, okay. Und dann ist hier noch so ein kleiner Schuppen. So, kleiner Schuppen ist ja noch am Start. Okay, Freunde, so. Hier die Dächer natürlich auch jetzt wieder gleich ganz wichtig. Erstmal muss ich jetzt hier das Ding ausfüllen. Bedeutet jetzt hier, ich muss erstmal das komplette Ding braun anmalen. So, das heißt hier ganz kurz mal, zack, Freunde, erstmal ganz kurz hier die Seiten. Hier mal schön die Seiten, dass wir gleich richtig groß reingehen können. Hier jetzt auch nochmal ganz kurz hier die Seiten malen. So, ich darf auch nicht unterschätzen, wie wenig nachher nur 5 Minuten sind, ne? So, zack. Und dann hier nochmal ganz kurz an der Seite. Und auch nochmal hier. So, Freunde, zack, zack, zack. Und so, okay, ich sage euch, ich werde auf jeden Fall Kaspar schlagen. So, jetzt muss ich die Size ein bisschen erhöhen auf 1,2, dann werden wir auf jeden Fall das Ganze nochmal schneller ausmalen können. So sparen wir uns auf jeden Fall ordentlich Zeit. So, zack, 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 Freunde, ganz wichtig. Okay, okay. So, okay, zack, 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 zack. So, man könnte jetzt erstmal denken, sieht vielleicht gar nicht so gut aus gerade, aber ich habe so einen kleinen Trick, das ist nämlich umranden. Und zwar werde ich das jetzt so machen, dass ich jetzt meine Layer hochstelle auf 10 und dann meine Size ganz klein mache auf 0,2 und dann werde ich das jetzt erstmal hier schön schwarz machen und dann werde ich hier schön ganz sanft lang gehen, Leute, ganz außen hier schön sanft dran, um das dann außen perfekt dran zu malen. Gut, perfekt ist es gerade noch nicht, aber das wird es auf jeden Fall gleich. So, jetzt hier ganz kurz mal so, dann hier runter gehen und dann hier ran und dann hier ran. Das gleiche gilt natürlich auch jetzt hier für die Extrahäuser. Das bedeutet hier einmal ganz kurz, dann hier kommt eine schöne Tür ran, Freunde. Hier eine kleine schöne Tür mit so einem Griff. Dann hier nochmal ganz kurz, so, okay. Und dann kommen hier schon noch die Fenster rein. Das bedeutet jetzt hier einmal ganz kurz, die Fenster werden jetzt hier auch entstehen. Einmal hier, Leute, einmal hier zwei Fenster. So, und dann kommen hier nochmal ganz kurz ein paar Fenster ran. So, zack, zack, zack. Und ich glaube, die 5 Minuten sind auch gleich schon um, Leute.
Deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. Dann müssen wir auf jeden Fall noch das Dach malen. Das Dach wird auf jeden Fall jetzt hier schön, so ein weißes Dach, Freunde. Und das kommt jetzt hier erstmal schön mit einer ordentlichen Größe rein. Und ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier 0,5. Gehen jetzt erstmal schön ran an das Dach. Dann hier, Leute, das Dach wird nochmal ein bisschen höher gemacht. So bedeutet, das ist so ein kleines Scheunendach. Und hier kommt das Dach halt so ran. Und zwar zack. Okay, und dann wird das alles erstmal schön hier aufgemalt, Freunde. So, alles hier schon rangemalt und so. Jetzt können wir auch hier ein bisschen ranmalen. Zack. Ja, also sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, ne? Ich bin jetzt nicht so der beste Künstler. Man kann mich jetzt nicht unbedingt Picasso nennen, aber der Huggy Wuggy, den er eben gemalt hat, da hat man schon gesehen, da ist auf jeden Fall Potenzial drin. Und die 5 Minuten, wie ihr gerade hört, Leute, sind um. Das ist jetzt mein kleines Haus. Ich muss nochmal schnell vielleicht die Fenster irgendwie wie blau malen oder sowas. So, hier ganz kurz blau rein. So, blau rein. Und blau rein. Okay. Es geht weiter. So, ja. Also, Proxo, zeig mir her hier, was du am Start hast für dein Ding da. Ich sag dir, ich habe das Beste gemalt, was du dir vorstellen kannst. Und du wirst mich nicht schlagen. Okay, ich also bin nämlich sagen, hier oben bin ich. Siehst du mich? Wo bist denn du? Hier oben. Du musst hier hochklettern und dann musst du es angucken. Oh! Ja. Unstabil geworden. Das ist mein Haus am See. Siehst du das Boot da, ja? Hat schon detailreich und so, auch mit den Menschen. Das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Ne? Ja, Größenverhältnis also, und so ein bisschen anders, aber. Okay, komm, wir gucken mal Mainz an. Mainz ist nämlich ein Leuchtturm geworden. Ich weiß nicht, ob das ist. Was sind denn meine Bilder die ganze Zeit, Digga? Leuchtturm. Also, das ist ein Leuchtturm. Also, es ist so, als würde da irgendwie so ein Kindergartenkind mit Wachsmalstiften irgendwie an diese Wand wirklich? Anmalen. Was willst du, Alter? Das ist so krass bei deinem Bild jetzt auch also, nicht. Also, echt, ey. Was ist das für ein Rasen? Ich würde sagen, wir lassen die Leute abstimmen in den Kommentaren, wer ja, gewonnen hat. Ja, auf jeden Fall werden die abstimmen in den Kommentaren. Ey, was hast du denn du okay, denn gerade da gemalt? Ey, ich finde mein Bild super. Okay, also pass auf. Jetzt machen wir noch das Heftigste. Und zwar werden wir jetzt hier ein heftiges Auto malen in 5 Minuten. Und das entscheidet jetzt alles. Das heißt, wir sehen uns bis gleich, Kaspar. Okay, bis gleich. Alles klar, Freunde. Wir haben jetzt 5 Minuten Zeit, um ein Auto zu malen. Und ich würde sagen, wir werden das Auto jetzt mal schön hier auf Oldschool so richtig hier reinpainten, Freunde. Das heißt, hier werde ich jetzt mal anfangen, schwarze Reifen zu machen, so als die ersten Layer. Und da muss man natürlich auch aufpassen, dass man hier so ordentlich was macht. Ne? Das heißt, hier einmal kurz einen Reifen und dann hier hinten den nächsten Reifen, Freunde. Dann als nächstes müssen wir jetzt hier nochmal schön diese Karosserie machen. Und ich habe schon gesehen, oh Gott, wenn man natürlich anfängt, Leute, das Ganze so ein bisschen feiner zu malen, sieht das automatisch auch besser aus. Ne? Das heißt, hier haben wir jetzt schon mal so ein bisschen die Reifen gemalt. So hier vorne. Dann machen wir hier nochmal so einen kleinen Spoiler. Dann ist hier, zack, kommen jetzt hier gleich diese Windschutzscheibe rauf. Hier geht es dann oben weiter. Dann werden wir das Ganze nochmal hier ein bisschen weiter malen. Und hier hinten fällt das Ganze dann natürlich ab, um dann quasi auch nochmal hier die Karosserie zu nehmen. Und dann, so, Grundriss von dem Auto haben wir schon mal geschafft, Freunde. Das heißt, hier ist das Auto gar nicht mal so schlecht. Ich würde sagen, wir machen hier schon mal so ein paar Felgen rein, auf jeden Fall auch. Bedeutet, wir machen jetzt hier so einen kleinen Punkt in der Mitte. Hier auch einen Punkt in der Mitte. Und wir machen jetzt richtig schicke Felgen rein, Leute. Und zwar so eine richtig coolen Felgen. So, zack, zack und zack. Okay. Dann fangen wir jetzt auch an, hier so ein bisschen mal die Scheiben anzumalen. Bedeutet, hier kommt so eine schöne, oh Gott, kommt so eine schöne kleine Scheibe ran. Und zwar hier müssen wir mal ganz kurz auch noch rüber malen. So, Scheibe ist hier am Start. Die geht dann natürlich weiter bis hierhin. So, dann haben wir hier natürlich nochmal so eine kleine Limousine. Hier kommt auch nochmal ganz kurz eine Scheibe rein. Und hier kommt auch noch mal ganz kurz eine Scheibe rein. Okay. So, dann haben wir das schon mal auch gemalt, damit wir schon mal wissen, wie es ungefähr alles aussieht. Dann ist natürlich hier so eine kleine Tür, Freunde. Beziehungsweise hier wird so eine kleine Tür dann sein. Oh Gott. Okay, ich muss dann mal gerade überlegen, wie wir es am besten jetzt machen. Es sieht jetzt noch nicht so perfekt aus. Ich male jetzt erst noch mal vielleicht so eine kleine Straße dahin, damit man schon mal so ein bisschen Pluspunkte sich ergattert. Das heißt, hier kommt so eine kleine Straße ran. Okay, mit vielleicht noch so diesen weißen Pöllern, die man so kennt. Das ist hier ganz kurz den mit diesen schwarzen Teilen. So, und dann nochmal ganz kurz hier. Zack, und dann hier oben vielleicht nochmal so ein bisschen gelb. Okay, und dann haben wir schon mal das gemalt. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen so diese Fensterscheiben besser. Bedeutet, wir machen jetzt hier, oh Gott, ist natürlich jetzt eine andere Farbe leider geworden. Egal, Freunde, das sieht man im Endeffekt nicht. So, hier schön. Zack, 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 zack. Ich glaube, wenn wir das Auto schon mal anfangen, rot zu malen,
sollte das, glaube ich, auch allgemein ein bisschen besser aussehen. Das heißt, hier machen wir schönes Rot rein, Freunde. Und das wird jetzt hier erstmal ordentlich reingemalt hier, damit das ganze Auto danach ordentlich besser aussieht. Das heißt, hier schon mal alles reinfüllen, so wie es muss, Leute. So, zack, erstmal außen. So, da muss man ein bisschen feiner gleich reingehen. Denn hier malen wir auch nochmal ganz kurz rüber. Das sah jetzt nicht so optimal aus. So, hier erstmal zack, zack, zack. Ordentlich rein. Und dann können wir es nämlich so machen. So, hier. Jupp, auch hier rüber gehen. Hier nochmal ganz kurz rein. Okay. So, es sieht schon mal, guck mal, es nimmt schon ein bisschen mehr Gestalt an, ne? Noch ein bisschen First Person jetzt hier, damit wir ein bisschen feiner reingehen können. So, ausmalen. Hier, zack, ausgemalt. Dann den Türgriff dürfen wir vielleicht nicht vergessen. So, hier so ein bisschen reingehen, weil das ist auch nicht so wild jetzt gerade. Hier vorne können wir nochmal ganz kurz ordentlich was malen. So, an den Reifen vorbei. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Okay, Leute, ich glaube, unser Auto wird viel besser aussehen als das von Kaspar. So, zack und zack. Und hier und jetzt mal oben so ein bisschen die Kleinigkeiten. Machen jetzt nur nochmal so eine kleine Antenne ran. Und zwar haben wir jetzt hier so eine kleine Antenne. So, kleine Antenne ist am Start. Und dann müssen wir hier nochmal ganz kurz hier das Rote nochmal ganz kurz ausmalen. Und zwar hier so kleine Feinigkeiten hier. So, Feinheiten. So, zack, machen wir ein bisschen die Größe nochmal ein bisschen größer. Und dann sind auch, glaube ich, gleich schon die 5 Minuten um. So, okay, hier nochmal ganz kurz ein bisschen rübermalen, wenn das geht. Können wir jetzt hier noch irgendwas machen? Wir machen jetzt hier nochmal richtig coole Neonbeleuchtung. Das war in so lila, Freunde. Die kommen jetzt nochmal ganz kurz hier runter. So, kurz eine coole Neonbeleuchtung. Die ist dann jetzt hier noch am Start. Zack, 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 eine Neonbeleuchtung, Leute. So, okay. Und hier auch nochmal, zack, okay. So, dann machen wir hier vorne mal ganz kurz ein paar Scheinwerfer ran. Die werden dann weiß aussehen. Und zwar so ungefähr. Kleiner Scheinwerfer. Okay. Dann nochmal überlegen. Wir müssen die Reifen, glaube ich, nochmal ausmalen, ne? Ich würde sagen, wir machen die Reifen. Komm, pass auf, ich mache jetzt hier schön weiß. Und mal das Ganze so ein bisschen über, Freunde. Damit das vielleicht nochmal ein bisschen besser aussieht. So, jetzt hier, zack, weiße Reifen. Hier auch nochmal ganz kurz im Kreis mitnehmen. So. Hat eigentlich ganz schön viel Stil und die 5 Minuten sind auch sogar schon oben jetzt gerade. Mal gucken, was Kasper denn da gemalt haben wird. Ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr, sehr stolz auf das Ganze jetzt hier, was man gerade sehen kann. Okay, ich bin fertig. Wie sieht's bei dir aus, Broxo? Ich bin auch fertig. Wo bist du denn jetzt gerade? Lass mal deins zuerst angucken. Ich bin hier vorne beim Skatepark. Siehst du mich? Ja, hier hinten. Aber mit dir. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich ziemlich, ziemlich zufrieden. Ne, also das ist jetzt nicht dein Auto, was ich gerade sehe, oder? Ja, wieso? Das ist es. Oh, Kaspo. Nein, hier an der Wand. Okay, ich muss sagen, sieht echt gut aus, ne? Mit so einem Spoiler auch noch dazu. Vielen Dank. Ich habe mich für so ein bisschen längeres Auto entschieden. Ich kann jetzt mal ganz kurz zeigen. So limousinemäßig oder was? Ja, schon so ein bisschen limousinemäßig. Du wirst auf jeden Fall sehen, was ich meine. Ja, gucken wir mal. Also, sieht auch nicht schlecht aus, ne? Ja, das war das Kaspo-Mobil, ne? Das gefällt mir gut, muss ich sagen. Ja, hat auf jeden Fall echt was drauf. So, ich habe mir jetzt hier so ein bisschen oldschool, so ein bisschen hier. Zack. Ja. Ah! So, hier, das sind diese... Hey! Was ist das denn? Das ist mein Auto! Ist das ein ferngesteuertes Auto, oder wie gesagt, das oben so ein komischer Antenne? Das ist die Antenne, damit kannst du das Satelliten empfangen, hast du damit. Ja, nicht in der Mitte des Autos! Klar, du kannst damit Satellitenfernsehen gucken. Ist das Strom, oder was? Nein, das ist Satelliten... Aber guck mal hier, siehst du, was ich hier gemalt habe? Was ich hier gemalt habe? Ja, das ist das Einzige, was cool ist, dass du an so einen Poller gedacht hast. Ja, genau, die Felgen sind... Guck dir mal die Spitze an! Siehst du diese... Vor allem, was soll das... Du wolltest ein Ferrari malen oder sowas? Gar nicht, ich wollte eine Limousine malen. Das sieht voll blöd aus. Gar nicht. Okay, also, ich würde sagen, die Zuschauer können das Ganze entscheiden. Die Zuschauer dürfen abstimmen, Broxo. Okay, würde ich auch sagen. Wir werden heute der längste Wurm auf der ganzen Welt. Was am Ende dieses Videos passiert, macht mich sprachlos. Los geht's. Alter! Hast du einen Sonnenbrand oder was ist los, Kaspar? Und du bist so ein Flamingo-Wurm oder was? Hä, gar nicht. Ich bin so eine kleine Süßstange, so zu Weihnachten. Du bist ein kleiner Regenwurm, glaube ich. Bin ich gar nicht. Pass auf, wir machen, lass mal eine kleine Challenge machen, okay? Ich werde heute der längste Wurm der Welt und ich werde auch einfach versuchen, länger als du zu werden. Niemals, das wirst du niemals schaffen. Garantiert. Nein, schaffst du niemals, sag doch mal Apfel. Okay, also es geht darum, heute der längste Wurm der Welt zu werden und wir müssen auf jeden Fall diese ganzen Sachen, die hier so rumliegen, immer aufessen. Ne? Ja, ich würde sagen, wir sollten am besten jetzt mal hier in die PvP-Arena gehen. Und Alter, dann will direkt einen Kampf. Ich will direkt einen Kampf und dich heute besiegen, ne? Aha. Der Gewinner, also, der dreimal heute gegeneinander gewinnt, ne? Ja. Der kriegt einfach von dem anderen 100 Euro. Alter, was ist das denn, ey? Ja. Okay, ich weiß. Das heißt, der gewinnt 100 Euro.
Ja, ich überlege gerade, kann man irgendwie auch Speed machen, dass man schneller wird oder sowas? Nee, ne? Ja, doch. Oh. Ab und zu, glaube ich. Oh. Muss ich das holen. Oh. Okay, also wie genau funktioniert das jetzt? Oh, Alter, mein Gott, da kannst du viel Sachen essen. Ja! Yeah. Hey. Nein! Yeah. Oh mein Gott, wie ist der, wieso ist der nicht gestorben? Ich frage mich auch, warum er nicht gestorben ist, hä? Liegt aber auf jeden Fall echt ordentlich noch viel rum. Die ist nicht ohne, ne? Ich werde jetzt auf dich gehen und werde dich killen, Bro. Nein, ich würde lieber nicht, wenn ich du wäre, auf mich gehen, ne? Ich würde es lieber vermeiden. Ich bin hier der kleine Wurmprofi, ne? Ich wollte ja. Ja! Der kleine Wurmprofi, genau. Ich habe mich so gefreut, ey. Na gut, genau, ich komm wieder. Der kleine Wurmprofi. Wir machen uns erstmal warm. Wir machen uns erstmal ein bisschen warm. Ja, okay. Ja, gut, okay, dann machen wir uns erstmal ein bisschen warm. Aber ich sag dir, ich werde dich trotzdem besiegen. Ich bin jetzt schon fast in den Top 10 von den Größten. Ich werde hier auf Platz 1 werden heute. Gar nichts wirst du. Wo sieht man denn, welche Größe man überhaupt hat? Oben rechts. Ich bin halt Größe 31. Ja, Größe 31. Okay, ich bin Platz 35. Ja, ist doch voll schlecht. Schon Platz 11. Ich bin Platz 11. Ja, ich weiß, weil ich auch die ganze Zeit... Oh mein Gott, da vorne. Da liegt so viel. Oh mein Gott. Nein, die schnappt sich das. Die schnappt sich das alle. Es holt sich Kasper. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, Alter. Ich habe gerade richtig viel eingesammelt. Oh mein Gott. Ja, ey. Hä? Als wenn du nicht gestorben bist. Als wärst du nicht gestorben. Alter, ich hab dich so berührt. Ich hab dich so berührt. Oh, ich bin jetzt auf Platz 5. Guck mal, ich bin auf Platz 4. Ich bin jetzt gerade Platz 24. Ich bin mega lange. Ich kann vielleicht gleich die Krone mir aufsetzen, ne? Gar nichts kannst du. Ich werde jetzt hier auch nochmal richten. Oh mein Gott, noch einer gestorben hier vorne. Zack, zack. Oh mein Gott, ehrlich? Opa! Komm her, mein Kleiner! Mich will die ganze Zeit jemand holen. Das ist voll nervig. Oh! Noch einer tot hier. Noch einer? Was? Ah! Hey, wieso stirbt die nicht? Ich muss mehr ins Geschehen gehen. Ich muss mehr ins Geschehen gehen. Was? Was ist denn? Die fährt gegen meinen Kopf und die stirbt gar nicht. Hä? Was? Wie kann man jemanden killen? Du musst die besser irgendwie holen, glaube ich, ne? Weiß ich auch nicht. Wie kann man denn jemanden killen? Einfach nur oben einschlägeln? Oh, ich will nicht drauf gehen jetzt hier. Ich bin gerade echt gut am Start. Oh. Hier, auch der hier. Guck mal, hast du es gesehen? Was denn? Der pisst einfach durch mich durch, ich hab den einfach komplett eingekesselt. Du schielst, glaube ich, einfach. Mehr ist das nicht. Ja, guck dich an jetzt! Ja! Du schielst! Jetzt hab ich ihn! Jetzt hab ich ihn! Mann, das hat voll lang gedauert hier. Okay. So. Platz 21, sag dir, ich werde hier heute. Haha! Ey! Warum stirbst du nicht? Du hast doch nicht Glück gehabt gerade. Ich hab deinen Kopf komplett eingekesselt. Ich hab deinen Kopf komplett eingekesselt gerade. Oh mein Gott, hier liegt so viel Essen jetzt gerade, ne? Liegt so viel Essen. Der hier, guck mal, der hängt da richtig. Ja! Wow. Nein! Nein! Ja, ich werde dich jetzt einkesseln. Das werde ich jetzt machen. Ich werde dich einkesseln. Hau mal ab hier. Alter, was ist das denn für ein Alien? Hä? Stimmt? Was ist das denn für ein Alien, Alter? Ey, wer ist denn jetzt hier bitte schon noch heftiger? Wer ist denn noch größer jetzt hier gerade? Der ist wahrscheinlich gar nicht in der Arena. Ich bin schon Platz 19. Doch, der ist hier in der Arena. Das ist nur die Arena, glaube ich, gerade, ne? Hier, diese Muffy oder so, die muss mir holen. Den hol dir jetzt, komm! Ey, ich hab die so eingekesselt, Digga. Ey, komm schon! Wo bist du? Oha! Alter! 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 Ey! Komm mal her hier, mein Freund! Wow! Oh mein Gott! Wow. Jawohl, ich hab einen geholt! Oh mein Gott, sie ist die Königin, siehst du das? Hier, die Königin! Lass zusammen drauf! Nee, ich werde dich holen, das ist das Ding. Oh. Hier, jetzt aber, komm schon, die Königin! Oh mein Gott. Nee, du hast nicht ihren ganzen Kopf gehabt, die ist ein bisschen rübergesprungen. Was passiert mit ihr? Sie hängt fest! Sie hängt fest, los! Ey, was? Was? Wie stimmt die nicht? Nee, guck sie an, wo ich hier hänge. Was, die springt rüber? Sie springt rüber. Die springt rüber. Hä, was hat die für eine Hecke oder so? Ey, was? Hä? Hä? Ich hab sie doch voll. Was? Oh mein Gott. Die hackt doch. Die springt über alle hier drüber. Oh Gott. Die hackt oder irgendwie? Ey, jetzt bin ich gestorben. Ich hab nicht mal einen berührt. Ey, jetzt bin ich nur auf Platz 6. Nicht gut, ich will ein höherer Platz werden. Also wirklich, das ist ja mal mega schwer. Ja, du musst die richtig voll. Oh, ich glaube, jetzt ist hier gerade ein Kampf. Voll einkreisen, meinst du? Komm schon, ich will abstauben. Das ist mein Ziel, ist einfach abzustauben. Ja, okay. Ich muss sehr viel essen. Oh mein Gott! Da vorne! Oh mein Gott! Nein! Oh. Und für mich hier gibt's die Bananen! Ja! Ich hab noch einen gekillt! Oh mein Gott, hier liegt richtig viel! Ja, zwei gekillt! Als ob, okay. Sehr gut. Ich probiere jetzt immer noch auf die Königin zu gehen, aber sie ist echt mega schwierig gerade zu holen. Ja, die habe ich eingekreist und wie kann die nicht sterben, Alter? Ja, die ist auch irgendwie klein. Ich probiere auf die Königin zu gehen da. Aber zack, alles essen jetzt hier. Oh yeah. Ne? Oh mein Gott, da hinten! Oh! Nein, die Königin! Hey! Hau ab!
Nein! Oh, ja, komm schon! Ey, was? 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 Doch! Ich schaff's nicht! Nein! Ja! Wo kommt die denn her? Ich bin auch gestorben! Ey, der kleine Wurm einfach! Der blöde kleine Wurm! Was hat die denn gerade? Egal, wir gehen wieder rein in die PvP-Arena. Rein in die Arena, Alter! Ey, da kam die aus dem Nichts, Alter! 2 Zentimeter und holt mich! Alter, das Ding ist, ich bin auch gestorben, instant! Ja, ey, wir müssen unbedingt jetzt diese Königin holen, ne? Ohne Spaß. Ich kann euch angehen. Ja. Du stirbst, wenn dein Kopf einen anderen Wurm trifft. Okay, gut zu wissen. Oh, ab. Ja. Du doch mal ab hier, was willst du? Komm nicht schneller als. Wollen die hier? Komm, die killen wir jetzt hier. Ey, was ist denn da oben? Hä? Dieser Flamingo, sicher jetzt erst. Guck jetzt! Ja, hol's ein. Wie ist die Hops nehmen? Hä? Oh, los! Sie bleibt stehen, sie ist geschützt. Los, nimm du die andere Seite! Geh du ran! Schnell! Bam! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, okay. Die Mega-Länge bekommen! Okay. Hier, guck mal, die guckt ruhig auf. Komm schon! Nein! Siehst du die? Die hat uns eben gekillt, das ist die! Ey, die ist voll schnell! Die hüpft die ganze Zeit! Ja, die sind auch voll am Laggen alle, ne? Irgendwie. Bei dir ich hab auch das Gefühl, man hüpft, ist man schneller. Okay, ich brauch mehr Tempo. Wo ist jetzt hier die Königin, ne? Was willst du hier, mein Freund? Den hol ich mir jetzt hier! Ja, schnapp sie dir jetzt alle, sehr gut! Ja, los! Nein, der ganz kleine nervige Wurm hier. Nein! Du hast mich gekillt! Jawohl, 1:0 für mich! 1:0 für mich, Kaspar! Nicht schlecht! Du Armer! Ich bin jetzt wieder Platz 18, Ja, ich bin Platz 7. Ich will unbedingt Platz 1 heute werden. Ich will jetzt mal Platz 10 werden wenigstens. Nein, da vorne ist jemand gestorben. Die sich gerade alle geholt. Wie lange jetzt auch schon ist gerade... Aber hier, Captain Blaubeer, was willst du? Der hat mich schon wieder gekillt. Als ob. Lol. Am Eingang hat er mich geholt. Jawohl, ganz viel Essen. Ganz viel Essen. Wow, der ist einfach auf mich reingefahren. Gerade das Essen. Und noch einer. Und noch einer. Oh mein Gott. Ey, ich bin jetzt Platz 5. Ich habe gerade so viel bekommen, ne? Als wenn du jetzt gerade schon so viel Cash gemacht hast. Ja, es sind gerade einfach 3 mich reingefahren. Ey, ich bin jetzt giftgrün, ne? Jetzt werde ich mir nicht mal holen. Was willst du? Als giftgrüner Wurm. Als giftgrüner Wurm niemals. Man darf mich nicht angucken, denn ich bin giftig. Mhm, okay. Ah, ich sehe dich, aha. Ich gucke jetzt, ob ich hier direkt eine... Kann ich hier direkt hier einsperren? Aber sicher, ey. Hier vorne, hier... Jawohl, komm schon, die fährt doch gegen mich. Ja, yeah, komm schon! Ist doch voll gegen mich gefahren. Hey, Kaspar! Voll gegen mich! Was? Da siehst du das auch? Du bist doch voll gegen sie gefahren. Ey, gar nicht! Los ab! Hau ab! Ich will das 2-0 haben! Dann lass ich mich nicht. Oh mein Gott, hier vorne gestorben, du hast es nicht gesehen! Wer? Nein, der hat's gesagt, hier gerade der Blaue. Als ob, das habe ich echt nicht gesehen. Oh, da ist jetzt gerade richtig Action. Rambazamba ist da vorne. Ich glaube, da geht jetzt gleich einer rauf. Ja, da muss einer drauf gehen. Der wird abgestaubt. Oh mein Gott. Oh. Wow, jetzt aber komm schon. Jetzt aber irgendwer. Na jetzt, los. Jetzt irgendwer jetzt hier. Komm schon. Was ist denn da mit dem? Ja. Oh mein Gott, hier. Ja. Nein, der steckt sich schon wieder alles weg. Oh mein Gott. Komm schon. Jetzt sich. Oh nein. Der hat sich einfach geholt. Der hat sich alles gesnackt von dir. Hast du mich auch gerecht? Nee, leider nicht. Der holt sich gerade wieder andere Würmer. Ich werde mich jetzt selber rächen und dann will ich da jetzt endlich mal jemanden killen, ey. Okay, dann mach das auf jeden Fall. Platz da! Haut mal ab hier! Mein Gott, ey. So, und jetzt rein da. Oh mein Gott, hier sind gerade so lange Würmer am Start. Guck mal, diesen Frigid, das ist Platz 2. Stimmt. Hey, die müssen jetzt draufgehen. Ja! Oh mein Gott, nein! Bist du draufgegangen? Nein, aber ich habe gesehen, wie du ihn gekillt hast. Ja, Platz 4 jetzt hier, ne? Oh, Alter. Dieser Frigid, der möchte Ärger haben. Hey! Ja, lol! Nein! Hey, du Assi! Ja! Ja! Du Assi, ja, 2:0! Oh, doch ab! 2:0! Digga! Ey, noch einmal und du musst mir 100 Euro geben, Kaspar. Nee, das finde ich richtig unkorrekt, ey. Oh, fährt die mich rein? Oh, der Blaue kommt wieder rein, der Blaue kommt wieder rein. Ja, die traut sich hier gerade nicht reinzukommen, weil ich hier vorm Eingang stehe. So, ja, ich habe noch eine gekillt. Ich bin Platz 3 jetzt, fast erster Platz. Du killst auch mich die ganze Zeit, dabei habe ich das viel bessere Internet als du. Hä, was für Internet? Du musst halt einfach Skill haben.
Ich hab voll die Lags die ganze Zeit, du nicht? Nee, nee. Oh, ab da jetzt, du Assi, Alter! Oh, so knapp! Oh, ab da. So mein knapp, Gott, dass ich das schon direkt gewonnen hätte jetzt, Alter. Was für so knapp? Was für nicht ansatzweise knapp? Oh. So, man kann so richtig sein, hinten seine... Oh mein Gott, wir müssen den Typen holen, ne? Ja, den langen hier vorne, die Frau hier vorne. Das pinke Ding hier. Das pinke Ding? Hier, die jetzt. Ja, komm, genau, aber die ist eingekreist die ganze Zeit. Kreis ein die jetzt, komm, du kannst einfach... Geht voll schwer, die ist selber voll lang, die ist ja länger als ich. Oh, ich bin Platz 3. Nein! Ah, hab ich dich geholt? Nein! Ja, ich hab dich geholt, Kasper, glaube ich. Können wir noch ein Leben? Ja, gut, ein Leben, okay. Ich dachte, du hast mich gar nicht gekillt. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, die Frau hat mich gekillt. Ich glaube auch. Diese andere Form. Oh, ein wow. Leben habe ich noch. Ja, ich habe noch einen geholt jetzt hier. Oh, ganz viel Essen. Na, wir gucken mal. Ganz viel Essen. Ey, ich bin gerade mal Platz 25. Mann. Oh mein Gott, ich habe noch einen geholt. Ey, oh. Mann, ich bin immer noch auf Platz 4. Ich will auf Platz 1 werden. Oh. Ey, muss ja... Oh mein Gott, ja, und Essen. Ey, was geht dir ab, Alter? Wie viele kommen jetzt gerade ins Stadion rein? Oh mein Gott, noch einen gekillt, ja. Sehr gut. Ja, den größten. Oh, oh mein Gott, ja, ja, ja. Das glaub ich nicht. Ja. 100 Euro weg. Jawohl, ey, 100 Euro weggesnackt. Alter. Oh, verdammt, ey. Aber wir können, pass auf, wir können so machen, wenn wir es schaffen, den Größten zu besiegen, dann musst du mir nichts schenken. Ja, okay. Wollen wir also zusammen... Also müssen jetzt, genau, wir gehen jetzt zusammen auf den Größten. Kostet es, was es wolle, Alter. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott, das schmeckt hier gut. Das schmeckt ja anders gut. Das schmeckt hier richtig, richtig gut. Okay, jetzt müssen wir auf den Größten gehen, Kaspar. Und zwar okay, ist es ja, jetzt hier gerade dieser Frigid. Das hier. Platz 14 bin ich schon. Schaffe ich es noch Top 10 hier? Okay, rauf hier, der oder? Der kreist sich die ganze Zeit ein. Aber guck mal, der eine probiert ihn aufzuholen. Platz 2 und Platz 3 jetzt hier. Oh Frigid, mein Gott. Hau ab! Hey! Hat er sich geholt? Nein, du hast ihm gerade das Futter gegeben. Ey, jetzt geh ran da, Broxo. Komm ich schon. Ich bin doch schon dran. Ich gebe mein Bestes. Mann. Ey, der hat mich gefuttert. Warte mal, ich habe hier eine Idee. Man kann hier für 10 Robux kann man sich einen Speedboost kaufen, sehe ich gerade. Stimmt. So, mal gucken, ey, er kreist mich ein, er will mich... Ich hab ihn geholt! Oh mein Gott, Maschine! Oh mein Gott, ich bin jetzt schon Platz 3! Ich meinst du schaffst doch Platz 1 jetzt gleich? Gute Frage, ich hole jetzt auch mal ganz kurz so einen Speedboost. So mal 2 Speedboosts hole ich mir jetzt hier. So... 100 Robux, okay. Alter, ich bin jetzt mega schnell! Ey, ich hab gar nicht jemanden berührt, wieso sterbe ich? Hey, was? Oh mein Gott, ich bin gerade mega schnell! Oh Gott, da liegt richtig viel! Oh mein Gott, ich kill sie alle! Oh mein Gott, du Maschine! Alter, ich kill sie alle, Kaspar! Ich kill noch einen! Machst du echt? Oh mein Gott, ich kill noch einen! Was ist mit dir? Oh mein Gott, ich bin fast Platz 1! Ey, da liegen so viele Sachen gerade! Was? Oh, ich hab noch einen geholt! Ich staub ab! Hier, lecker! Ey, lass mir ein bisschen was, hier oben! Ich hab einen fast jetzt... Alter, der mich fast weggeslappt! Sehr gut. Ey, ich bin so groß gerade. Ja, Länge. Ich habe eine größere Länge jetzt. So. Wow. Ey, das lohnt sich. Oh mein Gott. Ey, ich bin jetzt immer noch Platz 4. Ich bin so knapp davor, Platz 1. Ey, Mann, ey, Digga, das ist so am Längen. Ich berühre die halt nicht. Wow. Dann sterbe ich trotzdem. Oh, komm schon, ich muss diesen Typen jetzt hier holen. Ey, ich berühre die halt nicht mal. Ihr seht es. Ich bin noch nie draufgegangen. Ey, das ist einfach rausgegangen. Ey, da kommt jetzt ein richtig langer. Platz 1 ist drinne. Jetzt. Oh mein Gott, den müssen wir jetzt holen, Kaspar. Guck den müssen wir jetzt holen. Okay, den komm, König. Direkt ran. Was macht er denn? Der geht raus. Ey, die killen mich. Ich berühre die nicht mal. Bei mir berühre ich die nicht mal, Digga. Ich krieg das nicht. Ja, genau. Oh mein Gott, ich habe noch einen gekillt. Hui! Hier hab ich nicht berührt. Ey, der König kommt wieder. Hier ist der König gerade. Ja, ja. Kommt er jetzt gerade wieder? Er kommt nicht PvP, er sammelt hier langsam rum. Er hat Angst. Aber wir. Oh mein Gott, ist hier noch jemand? Du musst dich so richtig aufwirbeln, damit mit deinem Schwanz die ganze Zeit Leute klatschen. Safe, ich merke das schon. Hier. So. Und zack! Komm schon. Back up! Komm schon, wieso kill ich? Krieg die nicht gekillt? Ja, ich hab noch... das war leicht. Ich krieg sie alle gekillt. Ich hab die so weggehauen mit meinem Schwanz hier gerade, aber trotzdem... Ja, ich hab sie eingekreist. Oh mein Gott, aufgegessen. Hau ab jetzt hier, du blöder... Der König kommt! Der König da ist da. Der als ob. Der König ist da. Als ob. Oh, er ist wieder rausgegangen. Was ist denn da? Ich wurde gekillt. Boot versus Boot. Welche von den 4 Booten wird heute gewinnen? Wow, oh Kaspar, wo bist du, hä? Ich bin hier drüben, Farbe grün und du? Welche Farbe bist du? Ich bin Farbe gelb. Ich schieße erstmal hier auf dein Boot drauf mit... Alter!
Lässt du immer mein Boot in Ruhe? Bam! Auf gar keinen Fall jetzt hier. Ich kann mich sogar. Ey, lass uns zusammen auf den Roten gehen. Wow! Was schießt du da? Wieso schießt du so schnell damit rum? Wow! Wenn Alter. Du dich traust. Aua, du hast mich gekillt! Ja, genau sehr getroffen. Gut. Guck mal, ich schieße die ganze mit so Kanonen und so schieße ich weiter. Ey, das ist ja voll krass. Also anscheinend müssen wir jetzt hier gegen die anderen Boote kämpfen. Und der gewonnen hat, hat quasi das letzte Boot, ja, oder was? Das letzte Boot, das noch steht, wird hier heute gewinnen, ne? Oh. So, ich weiß gar nicht, wie ich alles schießen soll am besten gerade. Oh Gott, der greift mich. Ach, der ist in meinem Team, lol, der hilft mir. Oh mein Gott, ist gerade ein Boot zerfetzt worden. Ja, Mann, die gehen alle auf mich, hab ich das Gefühl. Keiner geht auf dich. Keiner, ja, ich sehe das. Keiner geht auf dich. Alter, ich schieße ein Boot übertrieben kaputt gerade. Warte, ich soll aufhören, okay. Ey, ja. Der hat meine Kanone kaputt gemacht. Ja, die nächste schieße ich jetzt auch noch kaputt. Bam! Wie jetzt? Nein, ey, die machen alle meine Kanonen kaputt jetzt. Ja, selbst schuld. Auf einmal gehen sie jetzt alle auf mich oder was? Was soll das denn? Ja, das hast du davon, Mann. Selbst schuld ist das. Hey, ich hab. Hast du auch irgendwie. Mir fehlt jetzt gerade eine Waffe oder so, ne? Oder kann man die nur alle. Mir nicht. Ich werde dein Boot hier jetzt erstmal komplett. Jeder geht auf. Du wirst angegriffen. Ey, ich werde voll angegriffen. Was soll denn das gerade? Ja, siehst du nicht, der ist an Bord schon bei dir. Der ist an Bord. Wie, der ist an Bord? Wo ist Meuterei der? Unten im Keller. Hä, ich hab meinen Arm verloren irgendwie. Meuterei, er kommt, er ist oben. Ich hab. Mir fehlt mein Arm oder sowas. Der Schatz geklaut. Der klaut. Ich kann nichts machen, mir fehlt ein Arm. Du musst das Schwert rausholen, dann kannst du ihn kaputt machen. Geht nicht, ich muss hier, glaube ich, erstmal ganz kurz ins Wasser springen. Mir wurde mein Arm abgeschossen, ne? Das war das Problem. Boom! Jetzt hab ich alle Waffen auch wieder. Ey, mein komplettes Boot wird zerstört von euch. Ja, und das wird auch gleich untergehen, hoffentlich. Ich schieße es auf deins weiter jetzt hier. Was soll das denn jetzt von euch? Das nimmst du sofort zurück da. So, also. Ey, da kommen wir mit dem Boot rüber. Guck ihn dir an mit dem Boot. Warte, ich schieße ihn da. Pass auf. Ich schieße auch auf ihn. Ich hab ihn auch geholt. Ey, was ist denn jetzt? Ey, hier ist eine. Die ist von Encanto oder sowas. Oh. Wie von Encanto, oder? Was macht die da? Zeig mal, die soll die echt vorne in die Kante, oder? Ey, ich krieg sie nicht zerstört. Ah, das ist diese in meinem Team, ach so. Oh, Alter, du Blindfisch, sag mal. Echt voll blind, gerade von mir. Deinen rechten. Pass auf, 3, 2, 1. Alter, bei dir wurde gerade voll was. Nein! Oh, bei dir aber auch, bei dir auch. Bei mir auch. Der ganze Mast ist hier eingeschlossen. Alter, okay, warte mal, ich muss jetzt überlegen, wie kriegt man am besten jetzt hier. Ey, was? Okay, mein Boot wird komplett zerstört. Wow! Nein! Da ist er auch, ja! Ey, ich hab einen Schutz! Ey, guck dir mal bitte schön in den. Keiner geht auf den blauen, ne? Der blaue geht durch, geht auf mich. Stimmt, weil man den blauen schießt. Lass ihn mal zusammen abschießen. Komm hier, auf den blauen. Ja, ich schieß gerade mal auf den blauen kaputt. So, jetzt hier ganz kurz die Kanone. Wir müssen seine Kanonen kaputt schießen. Der hat noch beide Kanonen. Ich weiß, ich schieße auch noch auf so eine Kiste von dem. Ja, ich hab ihn! Sehr gut. Okay, warte, hier unten. Was kann man hier unten noch alles holen? Nächste Kanone. Zack! Schau! Mein Ding ist schon so kaputt gegangen, aber was kann man mit der Kiste machen, ist halt die Frage. Jetzt kommt der Rote zu mir angefahren. Schieß auf ihn, schnell! Was kann man mit der Kiste machen? Aua! Der soll abhauen hier, weg mit dir! Der Blaue kommt gerade zu dir. Wow! Oh Gott, ich muss das ganz schnell hier im Boot nehmen. Ey! Der Blaue. Ich hat irgendwer gekillt. Hier ist der Blaue, Mann, hau ab da unten, Mensch! Meuterei hier, oder was? Oh, der Rote wurde gerade voll weggeballert. Ich krieg alles kaputt von meinen Sachen. Okay, ich mach jetzt auch ganz kurz mein Boot dahin. Und jetzt? Kann ich nicht lassen. Ey, jetzt gehen sie alle auf mich. Ich mach Meuterei jetzt beim Blauen, mach ich jetzt. Meuterei beim Blauen. Oh nein. Oh mein Gott. Nein. Ich muss jetzt in mein Boot. Ey, die gehen immer auf mich. Nee, die gehen voll auf mein Boot die ganze Zeit. Ich müsste mal auf den Blauen gehen. Bam, ich hab den Roten geholt jetzt gerade. Der Blaue hier unten noch. Bist du der Grüne? So, weg mit dem erstmal jetzt. Oh mein Gott, das Rote Boot ist gleich kaputt. Guck mal, das Rote Boot. Das rote Boot! Oh mein Gott, du hast recht! Nein, jetzt kommt er schon wieder angefahren, der Blaue! Jetzt kommt er zu meinem Boot! Der ist auf meinem Boot drauf, was macht der denn jetzt? Der Blaue! Der soll von meinem Boot runtergehen! Jetzt schieße ich den auch ab hier, jetzt schieße ich hier schön auf sein blaues Boot hier. Boom! Bam! Ich schieße auch gerade die ganze auf den. Schön Sport! So, komm schon! Hier drüben noch eine Rakete hin. Komm schon! Ja, die fliegt gut, er geht nicht kaputt! Boom! Der muss jetzt echt mal abhauen! Der soll mein Boot in Ruhe lassen! Der hat mein Boot geklaut, Mann! Mein grünes Boot! Nein! Was? Ah, der grünes Boot ist kaputt gegangen! Oh mein Gott! Ja, der hat mein Boot kaputt geschossen, der Blöde! Ja. Mann! Oh, ich kill mich doch mal! Aber mein Boot ist doch. Das Ding ist, der Blaue ist einfach auf. Warte mal. Der ist so gut, der geht auch nur auf mich, der Blaue! Ist voll unfair! Boom! Oh Gott! Ich bin da. Jetzt Boom! Siehst du das? Woo!
Ja! Was? Das grüne Team wurde eliminiert. Das bin ich! Was, du wurdest eliminiert? Wie ging das denn gerade? Ja, der hat Boot halt komplett. Mann, der soll mich in Ruhe lassen, der ist voll. Ja, ich bin tot. Ah, da ist einer, der. Oh, jetzt wird er, der kriegt so eine RPG ab. Bam! Oh mein Gott, der wollte mein Boot kaputt machen. Von hier oben. Hä, das ist ja voll blöd jetzt. Ich kann gar nichts mehr machen von. Aua! Ey, der hat mich auch geholt, ist gerade der blaue. Okay, jetzt muss ich irgendwie gucken. Wo ist der jetzt hin? Ja. Ich muss. Jawohl! Hab ich ihn? Jawohl, er ist im Wasserrad gelandet. Ich, guck mal auf das Boot von dem Blauen! Ja, wir müssen das blaue Boot zerstören am besten. Wir brauchen mal. Pass auf, guck drauf! Was? Drei. Du droppst eine Megabombe? Ich hab dir eine Megabombe gekauft! Das war's mit dir! Da ist sie oben. Oh mein Gott! Jo! Boom, Junge! Das rote Team wurde eliminiert sogar jetzt gerade. Rote auch, Alter. Sag mal, ich sag dir das. Ey, was war denn jetzt gerade da? Was hast du da für eine krasse Bombe auf ihn gedroppt? Ja, du kannst für 99 Robux, kannst du dir so eine Bombe kaufen. Das mache ich jetzt nochmal auf ihn, ne? Ey, der holt mich schon wieder, der blaue. Mach den blauen fertig, Kaspar. Und 3, 2, 1. Jawohl, komm schon. Boom. Was? Guck dir mal an, wie viele Teile da liegen. Nein, mein Boot. Nein. Alter, Kaspar, jetzt müssen wir 20 Deathmatch machen, ne? Bedeutet... Was? Oh mein Gott, hier ist... Die Boote gehen ja gar nicht kaputt, ne? Das Ding ist, wir müssen... Pass auf, wir müssen jetzt anscheinend... Genau, die Boote gehen, glaube ich, nicht kaputt. Wir müssen jetzt irgendwie uns anscheinend gegenseitig eliminieren. Aha, okay. So funktioniert das also. Ja, hier ist... Oh, komm schon. Oh, einer ist schon runtergefallen. Also, oben steht auf die ganzen Kills dann und wir müssen probieren, die meisten Kills gegen die Gegner zu machen. Auf den blauen jetzt. Auf den blauen. Schnell, schieß drauf! Schieß doch drauf! Jetzt, die kommt gut. Nein, ich habe mir eine Gatze geschossen. Ja, Deathmatch! Oh mein Gott, was? Nummer 1 haben wir schon mal gekillt. Stimmt, das ist echt ein Kill gerade, sehe ich gerade. Ja, jetzt die von... Wow, dein Mast! Alter, wie mein Mast. Ey, hört auf meinen Mast zu schießen. Boom, nächsten habe ich geholt. Sehr gut. So, jetzt wird es auf jeden Fall jetzt hier. Jetzt wird es Ärger geben. Guck mal, deinen Typen. Deinen Grünen jetzt. Pass auf, guck auf deinen Grünen. Nein, hau ab. Ich sag mal, das glaube ich nicht. Da unten fährst du rum mit Glatze. Mit Glatze einfach. Ja, du wurdest geholt. Ja, Rot hat schon 2 Kills. Aber das glaube ich nicht. Ganz wichtig. Ganz wichtig gerade. Komm jetzt noch auf einen. Zack, Alter. Rot hat 3 Kills jetzt sogar schon. Nein. Mega wichtig gerade. Ich komme! Jawohl! Ganz wichtig jetzt gerade. Oh, der fällt sogar ins Wasser. Also Ruder sogar jetzt schon 4 Kills. So. Nein, der ist gerade. Ich bin rot. Ja, du bist rot. Oh, wow. Okay, muss halt nur irgendwie gucken, dass er schnell genug schießt, glaube ich. Ja, ich habe auch das Gefühl, ich muss hier mal ein bisschen auf dich schießen, ne? Du nervst da vorne mit deiner... Wir sind gerade irgendwie alle im Wasser. Nee, du triffst mich. Du triffst mich auch nicht. Kein Problem, Kaspar. Wow! Alter, oh mein Gott, angeschossen, Boot angeschossen. Ja, traust du dich auch näher an mich ranzukommen, hä? Traust du dich näher ran, hä? Bam! Jetzt aber, komm schon! Moiterei! Ja! Boom, jetzt aber! Nein! Jawohl! Und zählt das als Kill? Mann, das zählt nicht als Kill, weil du ins Wasser gefallen bist. Ja, komm, Boot raus! Ey! Ja, selbst schon! Was? Okay, pass auf, jetzt muss ich muss besser machen. Und zwar, warte, das Ding jetzt hier, wo bist du jetzt gerade, Kaspar? Oh, der fliegt gut! Boom! Wo bist du jetzt gerade, hä? Ah, hier rum beim Blauen. Ach, da hinten? Was? Hier waren ganz kurz ein paar Bomben. Ja. Wieso? Ein paar Bomben! Hör auf! Ja, kannst mal sehen jetzt hier gerade. Oh. Ah, am nächsten geholt! Ich habe eine Bombe gedroppt. Oh, ich habe eine Bombe gedroppt. Ach, so funktioniert das, okay? Oh nein. Okay, wo ist die anscheinend? Guck mal, der Blaue hat auch noch 0 Kills, ne? Ja, der Blaue hat 0 Kills. Okay, ich muss aber jetzt, glaube ich, hier schon mein Boot jetzt, glaube ich, hier rausholen. Ja. Ich glaube, sonst anders macht man auch keine Kills hier. So. Ja. Oh, Junge! Und. Oh, ich hab sogar so den Blauen gerade weggeholt gerade. Boah, das war gerade so knapp. Oh Gott. Hier, die Gelbe hol ich mir. Boom, hab ich. Sehr gut. Auf den Blauen. Meuterei. Auf den Blauen. Meuterei. Zack. Und jetzt hier nochmal schön. Boom, ja. Auf dich. Nein, nicht auf mich. Auf dich. Jawohl, komm schon. Oh mein Gott, wo bist du? Nein, ich bin unten drunter gefangen! Nein, ich bin gestorben! Oh, jetzt wird das geholt!
Jetzt wird was geholt. Jetzt im Boot, so. Zurück auf den Boot. Oh mein Gott, jetzt wird's heftig. Nein. Jetzt wird's heftig. Jawohl. Und sie denkt sich, was ist jetzt los? Die Megabombe. Die Megabombe einfach. Hast du das gesehen? Einfach die Megabombe ausgepackt. Oh, ich sehe die ganzen Splitter. Wow, wie knapp war denn das gerade? Nein. Ey, dein Kollege ist voll gut. Ich weiß, ich habe einen Profi engagiert. Ah, und oh, bam, ich habe einen direkten Treffer gemacht. Sehr gut. Ganz wichtig. Hey, ich schieße aus Versehen meinen eigenen Weg hier kaputt, oh, ey. Oh, zack. Ey, was, ohne Spaß. Ich muss jetzt alle da holen, Blau, ne? Team Blau. Der steht ganz schnell, da. Und? Jawohl. Ey, wir haben schon 13 Eliminierungen gerade. Sehr gut. Hier, komm, nächstes Mal noch. Wo bist du jetzt gerade hin, Kaspar? Ich hab jetzt richtig... Ich fahr hier gerade rum. Ja, guck doch mal nach hinten. Weg hier. No. Ja. Trau dich doch, ey. Komm doch ran hier. Was? Ich soll mich trauen? Hau bloß ab da mit deinem blöden... Ja? Ey, Mann, ich schieße mein eigenes Boot die ganze Zeit. Ich soll mich trauen, Kaspar? Ja. Hau mal bloß ab da. Was willst du machen, hä? Du willst dich schon wieder stressen? Ey, das ist nicht dein Ernst. Nein! Ja! Ah, oh mein Gott! Oh mein Gott, das war gerade so heftig. Bist du gestorben? Nein, ich bin gerade noch runtergesprungen in der letzten Sekunde. Auf den Blauen jetzt! Jawohl! Bam! Auf den Blauen! Okay, Rot hat sogar schon 14 Eliminierungen gerade. Blaues Team wurde eliminiert. Was? Die sind komplett Schrott gegangen. Hau ab da mit deinen Schüssen, ne? Ja, pass auf jetzt hier. Wow! Bam! Da kommt Nein! Komm schon! Nein, der Ey, holt was? Mich auf! Oh, der Gelbe wollte richtig auf. Einen 30er-Move machen. Oh, was ist denn das? Der Gelbe! Der will mich holen, ich hab ihn aber. Ich hab den Gelben geholt, Kaspar. Hau ab da jetzt mit dir. Ja. Geh weg! Bam. Geh weg! Oh, pass auf, Kaspar. Ja! Selbst schuld, das hast du davon, sag mal, hä? Ja, du sagst selbst schuld. Mein Kollege ist auch nur auf K hier, den ich arrangiert habe. Ja. Pass auf, Kaspar. Ja. Attacke! Nein, hast du da? Oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt auf dich geschossen wurde. Oh, ey, die schießen alle auf mich. Ja, pass auf. Oh, da steht ein AFK. Easy kill. Nein. Easy kill. Und bam, hab die AFK da geholt. Wir haben jetzt schon 17 Kills gerade, ne? Ich muss dein Boot zerstören, hab ich das Gefühl. Ich muss dein Boot zerstören, damit du nicht mehr respawnst. Oh. Nein. Nein. Ja. Hey, hör auf! Oh mein Gott, der Gelbe macht dir die ganze Zeit Schaden! Hör auf jetzt damit! Oh mein Gott, deiner ist so ein Pro, Der das Gelbe wurde eliminiert! Ja, bam! Nein! Von oben! Uns fehlt noch ein Kill, dann hat einfach Team Rot gerade gewonnen mit einem Kill. Und den werde ich jetzt machen, Kaspar. Da ist er nämlich! Megabombe raus! Da ist er nämlich! Megabombe raus! Der auf dem Grün! Der auf dem Grünen! Ja! Guck mir dein Superlein Rot an! Das rote Team hat gewonnen! Ey! Yo. Guck mal, Kaspar! Ich hab was Neues mir gekauft! Guck mal! Was ist das? Ein Banjo! Ja! Aber das Ding ist, heute wird's leider nicht so fröhlich wie die Musik, sondern wir müssen heute die Huggy Wuggy Story spielen. Oh mein Gott, komm, wir gehen lass direkt hier rein. Lass mal reingehen, genau. Und dann. Hey, ist voll? Ist das voll? Dann lass hier links reingehen. Guck mal, lass hier links reingehen. Und dann bin ich gleich mal gespannt, ob uns wie die Huggy Wuggy Story so sein wird. Kennst du Huggy Wuggy überhaupt? Ja, wir haben ihn doch schon mal gebaut. Ja, und das ist nämlich ein ganz gruseliges Monster, was uns einfach auffressen will. Ne? Okay, dann sehen wir uns gleich, Kaspar. Bis gleich! Oh. Guck dir das mal an. Was ist denn das denn? Okay. Aber warte mal. Also alle denken, dass anscheinend der Mitarbeiter oder so vor 10 Jahren einfach so entwischt ist, aber... Wir haben neue Hinweise gefunden, Kaspar. Oh, guck mal, jetzt sind wir hier drinnen, ne? Ja. Es ist auch ganz schön dunkel, muss ich sagen. Echt voll dunkel. Guck mal, das Huggy Wuggy. Also ich glaube, dass das hier eine alte Spielzeugfabrik ist. Glaubst du ehrlich? Ich glaube ja, und wir können jetzt sozusagen hier gucken. Guck mal, das weiß ich auch. Da oben siehst du ja so einen Zug, ne? Ja. Guck mal, siehst du den? Ja. Und der hat so Farben und die musst du dir merken, die Farben, und dann musst du die so eingeben in so einen Code irgendwie. Ach, als ob, das muss man hier machen. Ja, das muss man hier machen, genau. Du musst auch. Wo weißt du das denn? Ich hab Poppy Playtime schon mal gespielt, aber nicht in Roblox. Deswegen ach so. Es kann sein, dass hier irgendwas... Oh, was passiert jetzt am Fernseher? Oh Gott. Was ist das jetzt? Ich weiß es nicht genau. Hat der das... Ich glaube, das hat schon einer aufgemacht da oder so, oder? Ich weiß es nicht.
doch schon diese Farben eingegeben. Denkst du, das ist so... Da hinten! Ich sehe, wo du die eingeben musst. Da hinten! Ja, ich sehe es auch, ich sehe es auch. Pass auf, ich diktiere dir die Farben, okay? Ah, man kann da noch nicht hin. Ah, okay. Das ist der Sicherheitsbereich. Okay, vielleicht müssen wir kurz warten. Aber die Farben haben wir ja schon mal. Guck mal, hier sind auch ganz viele Spielzeuge und so. So Roboter? Ey, warte mal, hier kann man rüber. Und hier sind auch Farben. Okay. Aber... Ich kann hier welche durchsehen. Nee, das ist was anderes. Das ist eine blaue Hand. Dann musst du mit so einer Maschine, glaube ich, ran, die dir irgendwie so eine blaue Hand gibt. Und dann kannst du da so gegenschlagen, sozusagen. Ach mit deiner so. Aber können wir uns hier irgendwas kaufen? Hier drin? Wir können uns... Was können wir hier holen? Nee, geht leider nicht. Ja, wie öffnen wir die Tür jetzt? Ja, genau. Das ist das, was ich meinte. Die wird nämlich geöffnet. Wir müssen erst in den Security-Raum rein, glaube ich. Okay. Ja, das ist guck mal, da grün, jetzt. Pink, gelb, rot. Grün, pink, gelb, rot ist sie. Oh, ich glaube, die gehen wir schon ein. Die sind schon so schnell, Ja? Grün, macht er das pink, auf? Gelb, rot? Oder geht das schon? Ich weiß gar nicht. Gibt er das schon ein? Komm, wir machen einfach. Er hat schon gemacht. Sehr gut. Okay, sehr gut. Dann das rein hier. Und hier muss... Ja, genau. Wow! Er hat schon das Gerät genommen. Ehrlich? Ja, er hat es natürlich schon aufgemacht. Guck mal da! Haki! Oh mein Gott, guck mal. Oh. Aber der sieht doch gar nicht schlimm aus. Ich muss sagen, ist er diesmal nett. Er muss ja nicht immer böse sein, weißt du? Ich kann es mir gut vorstellen, muss ich sagen. Könnte auch nett sein. Okay, dann... Nicht alles entspannt, oder? Also ich meine, der sah doch sehr freundlich aus auch. Hallo! Hallo, Hagi! Wir können ja mal gucken, ob er böse ist oder ob er nett ist oder so. Hallo, Mr. Wacky. Okay, pass auf. Mal gucken, ob wir... Okay. Da brauchen wir nochmal eine neue... Da brauchen wir nochmal so eine Hand, so eine blaue. Okay, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal rein jetzt hier. Ja. Was haben wir denn hier? Was? Hier hörst du so komische Musik. Ich bin Hagi! Hagi Wagi! Der redet, oder? Oh, guck mal, wir können hier in so verschiedene Räume gehen. In das Theater zum Beispiel. Ja, lass mal rein da. Was ist hier? Hier ist so ein Gott. Hier ist eine Hand. Oh, das ist der, den wir brauchen! Sehr gut! Was hab ich gemacht? Oh mein Gott, du machst die Tür gerade auf! LOL! Dann musst du hingehen, glaube ich, mit der blauen Hand. Ach so. Wo hast du sie jetzt aufgemacht? Aber die ist noch nicht ganz auf, die hat nur einen Stromschlag bekommen. Stimmt, hier kann man auch. Oh! Das ist die Schlüssel oben! Oh, er hat einen Schlüssel in der Hand sogar. Er hat einen Schlüssel, lol, okay. Dann lass ihn mal hin. Da! Eine Obby! Ach so, wir müssen hier hochklettern. Was passiert hier? Da macht er gerade die Tür auf, wir brauchen noch nicht mehr hochklettern. Ey, die sind voll schnell. Die sind richtig schnell, lass mal hier durchgehen jetzt, komm. Okay, perfekt, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier durch. Ist ja voll toll. Ein Stromraum, wow! Ey, es ist so dunkel hier drin. Gar nichts, hier, wie so ein Stromraum. Ja. Okay, wir müssen das Kontroll-Dings finden. Netz zu anderen. Ha. Hä? Hast du es gehört? Oh. Was war das? Ich weiß auch nicht. Wir müssen uns, glaube ich, beeilen oder so. Jetzt schnell dieses Panel da finden. So ein Stromding da. Ich glaube, wir müssen hier die Stromkabel miteinander verbinden. Ja? Oh Irgendwie Gott, wir müssen in den Keller gehen. Ist hier irgendwas anderes? Okay. Hallo? Hier, wir können hin, oder? Weiß ich noch nicht. Geht das schon? Hallo? Oh Gott. Was war das für eine Tür, die gerade zuge... Oh Gott. Oh mein Gott. Runter hier, komm. Oh mein Gott, das hört sich gar nicht gut an. Alter, ich erkenne hier gar nichts. Ich auch nicht, voll dunkel. Hörst du das alles? Hörst du das? Ja. Oh Gott, was ist das? Ich weiß auch nicht. Wir müssen schnell hier den Raum verlassen. Hier, Stromkasten. Ist aufgegangen. Sehr gut. Wir haben Strom. Okay, jetzt müssen wir wieder schnell nach oben am besten. Okay, aber ganz schnell. Let's go. Oh. Gut. Oh Gott. Leckt das bei dir auch hier so ein bisschen? Ja, so ein bisschen ist am Lecken, aber ich weiß nicht genau wieso. So, lass schnell nach oben hier gehen. Ich will hier raus. Schon ein bisschen heller geworden, sehe ich gerade. Ein bisschen, weil wir haben auch einen Strom angemacht. Vielleicht sind hier Lampen an auch und sowas. Ja. Was ist das denn? Wo ist Hagi? Wo ist Hagi hin? Hä? Das war doch eine Spielzeugfigur, der kann doch jetzt einfach nicht weglaufen. Vor allem, der war doch richtig groß, ne? Ja, der muss ja auch, wie soll der hier durch die Durchgänge durch? Der ist wahrscheinlich hier durch die blaue Tür. Komm, wir suchen mal nach. Wollen wir mal gucken, aber wir müssen eine Blume finden. Müssen wir hier nicht hier langlaufen? Doch, hier müssen wir langlaufen. Okay, warte, ich komm. Okay, warte mal, hier müssen wir, glaube ich, hingehen oder so. Können wir hier weiter, hallo? Hier ist so links ist so ein Roboter oder sowas. Ich geh mal hier rein einfach, das ist so ein Laufband. Oh, das ist ganz schön am Lecken. Vorsicht! Alles gut. Da ist jemand! Das war ein Spielzeug, das sind nur Spielzeuge, oder? Der blutet an sich dran.
Boah, da war es gar kein Spielzeug. Ich dachte, das wäre ein Spielzeug. Das war kein Spielzeug. Ich dachte, das wäre so ein Spielzeug, was von oben runterfällt aufs Laufband. Nein, das war irgendwas von Haki. Okay, guck mal, hier ist so ein Haki. Hier ist Haki, so ein Hammer. Denk dran, na, du musst richtig vorsichtig sein. Hallo? Hallo? Hier sind voll viele Spielzeugfiguren in der Ecke. Warte mal, das kenne ich, glaube ich. Ja, hier musst du jetzt so Stromkästen finden, guck mal. Siehst du das auch? Ja. Du musst so Strombälle finden oder so Würfel und die musst du dann da oben zur Zentrale hingeben. Und wo finden wir die? Die findest du überall, guck mal, hier finde ich die. Ja, ich habe so einen roten Ball gefunden. Ja, das ist das, genau. Den musst du nehmen und dann oben hinbringen zum Steuermodul. Oh. Sehr gut, du hast alle eingegeben. Es hat wahrscheinlich nur die rote gefehlt. Achso, ich hatte den roten hier, habe ich gesehen. Sehr gut, das war der einzige, der fehlt. Okay, dann lass mal durchgehen jetzt hier. Let's go! Durchgehen! Oh Gott, das ist wieder so dunkel, ne? Es ist echt voll dunkel, ne? Hallo, Haki! Ha! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Seh dich. Was? Okay. Wie, du siehst mich. Ich bin doch hier irgendwie, ich bin ein ganz netter. Hier können wir auch durchgehen, oder nicht? Nee, doch. Nee, Sackgasse. Hä? Okay, also ganz, ganz merkwürdig. Also was hier passiert gerade, oh, was ist das denn, hä? Strom, da sollen wir wieder den Strom anmachen oder sowas. Hier muss den Strom anmachen, ne? Hey, ich hab mich verlaufen, glaube ich. Nee, du musst andere Richtung gelaufen, du Dulli. Hier ist eine Hagiwagi-Figur. Okay, sehr gut. Warte mal, wie soll ich denn jetzt hier den Strom anmachen? Komm ich hier raus jetzt, hier? Du bist ja in die andere Richtung gelaufen, du Dovi. Ja, hier bin ich, oder? Hallo? Wie läufst du denn rum? Wo ich bin. Ja, jetzt ist er raus. Hättest du gerade auslaufen müssen eben. Warte mal, hier. Wieso war hier eine Hagiwagi-Figur? Kann ich das aufmachen? Nee. Ja. Ah, wir sind jetzt in der Produktionshalle. Ich kenne das. Sehr gut. Oh. Guck mal, jetzt kommen da aus den Maschinen Spielzeuge raus. Hier in der Quietschente. Und hier, die fährt jetzt rein hier. Pass auf, die fährt jetzt rein hier. Okay. Hä? Hörst du das? Ja. Die fährt jetzt rein und jetzt wird... Okay. Was wird denn jetzt aus der Ente gemacht? Die wird jetzt eigentlich eingefärbt. Wow, was ist das denn? Hä, was ist das denn jetzt für ein Raum? Kommt da jetzt das Pferd? Es kann sein... Hagi! Ah! Es ist Hagi! Lauf! Oh! Hier lang, glaube ich! Wo lang? Komm mit, hier rein! Da rein? Den kann man nicht das rein! Das geht gar nicht! Hagi! Oh, Hagi! Oh Gott! Lauf! Oh Gott! Wo ist er hin? Sieht er unten hier in der Ecke? Ich guck mal. Oh! Ah! Er jagt da jemanden! Oh Gott, wir müssen hier irgendwie... Ist offen jetzt! Komm mit! Ja, schnell durch! Ah, oh mein Gott! Oh Gott, Alter! Was? Das war ja mal mega knapp! Ey, oh mein Gott! Okay, das war echt voll knapp. Oh, schon ist ja am ganzen Rücken hier. Ja, also, das war jetzt gerade schon echt... Nein. Was ist das? Nein! Sag ihm jetzt nicht Hagi. Nein! Hagi kommt! Oh mein Gott! Ah! Lauf! Oh mein Gott! Ah, ich bin in falsche Richtung, glaube ich, gelaufen. Sackgasse. Ich bin in die richtige Richtung. Nein, Herke. Er ist hinter mir. In die richtige Richtung, ja. Er ist hinter mir. Bist du noch am Leben? Kasper ist hinter mir. Bist du noch? Dann dreh um irgendwie. Ah, wie soll ich denn hier oben drehen? Trickst ihn aus. Oh mein Gott, wo ist er hin? Ich glaube, ich hab's. Ich hab's. Oh mein Gott, ich hab den Ausgang gefunden. Oh Gott, du hast mich gerettet. Oh mein... Wow! Hä? Was war das denn gerade? Ist er gerade runtergefallen? Ich glaub, der ist runtergecrashed. Ja. Wir sind nur noch zu dritt. Oh nein, wir haben welche verloren. Oh mein Gott, ist er gerade gestorben? Ich hoffe es. Ich glaube, der ist runtergefallen. Und ich glaube, wir sind jetzt noch am... Ich glaube, wir haben überlebt. Denkst du? Ja, also... Ich weiß es nicht. Das ist doch... Hagi? Hallo, Hagi? Wir sind anscheinend so nah dran. Oh, guck mal, wo sind wir denn jetzt hier? Das scheint irgendwie so ein... Vielleicht der Raum von dem Dämon oder so? Könnte sowas sein? Ich weiß es nicht. Guck mal, hier gibt's auch so ein... Hier, warte mal. Oh, wie ist denn hier noch? Kann man da rein? Nee. Doch. Hier ins Schloss? Und was kann man mit dem Kleiderschrank machen, glaube ich? Kann man den weg... Ja, kann man den wegschieben? Geht das? Weiß es nicht. Das? Nee. Aber was man kann drauf hier? Drücken. Hier sind noch Kisten und sowas. Nee, keine Ahnung, aber warte mal. Jetzt würde ich nichts berühren direkt. Ich würde erstmal kurz gucken. Ja. Guck mal hier. Das ist so eine Puppe. Siehst du das? Lol. Die ist in der Vitrine. Jetzt nicht berühren. Nein, er hat sie berührt. Oh nein. Oh mein Gott. Oh. Okay. Das heißt, wir haben jetzt gerade Kapitel 1 geschafft und es gibt mehrere Kapitel. Alter, wir konnten vor Haki entkommen. Guck mal, du hast meine Augen geöffnet, sagt sie. Das war so eine Horrorpuppe da drin, oder was? Oh mein Gott. Wir haben überlebt, Broxo. Wir haben Kapitel 1 geschafft. Oh mein Gott. Yeah. Let's go!
Okay, aber ins nächste Kapitel. Ciao, ciao. Let's go. Hey, yo, Kasper! Was geht ab, Roxo? Guck, freust du dich schon auf den Besuch bei unserer Oma? Endlich wieder! Guck mal, da ist sie! Guck mal, warum sieht sie denn so böse aus mit dem Nudelholz in der Hand? Ja, weil letztes Mal ist sie doch schlafgebannt. Hallo, Oma, kurz ein Foto gemacht. Hey, hör auf, das ärgert sie. Verewigt einfach. Okay, wir sollen an die Tür gehen. Mann, das mag sie nicht so gern. Komm, lass mal reingehen. Na gut, wir gehen an die Tür, Kasper, okay? Ich habe nur ein Foto gemacht für die Ewigkeit, damit sie sieht, wie sie ist. Ja, okay, dann ist ja alles gut. Dann ist ja. Guck mal hier, die eklige Katze. Wie dick die ist. Guck dir die dicke Katze an, Alter. Du weißt, deswegen ist die Katze so dick, du willst aber nicht fragen, ob sie schwanger ist. So dick ist die. Ja, ist so. Stimmt auch. Ohne Spaß, wir sollen uns hier ein bisschen angucken. Guck mal hier. Siehst du das? Hier ist so ein Schloss davor. Okay, warte mal, was ist denn hier? Oh, hier ist ein Raum mit dreckiger Wäsche und sowas, okay. Oh, diese Ekelkatze, die macht mich richtig sauer. Warte mal, da muss ich erstmal hier... das Ekelding, ey. Guck hier. So eine dicke Katze zu verkaufen. Die muss ich erstmal festhalten. Hier ist eine Fernbedienung, kann man die anmachen? Hier ist ein Pin-Code. Hier kann man so Pins eigentlich... Hier ist ja ein riesiger Tresor, den sehe ich ja jetzt erst. Wo denn? Wo bist du? Ich kann hier draufklettern. Die Treppe hoch, die Treppe hoch. Hier, guck mal, hier oben. Ey, guck mal, ich hab was gefunden. Was hast du gefunden? Zeig mal. Ja, so eine Truhe mit Schloss davor. Ach, cool. Was ist... Ey, warte mal, zeig mal. Und guck mal, das Bild hat, was da drüber ist. Das Bild? Glaubst du... Es könnte auch ein Geschenk sein, oder? Sieht voll nett aus, ne? Aber das Ding ist, warum ist es dann da drin verschlossen jetzt, wenn das nur ein Geschenk... Stimmt. Hier war ich doch auch eben drin. Hier hab ich doch auch irgendwas, aber hier ist nichts. Hast du irgendwas entdeckt, oder was? Nein, hier ist nichts. Hä, warte mal. Wir müssen ein bisschen leise sein gerade, oder? Aber die hat doch voll Mucke an, oder nicht? So eine gute Party hier. Ja, ist doch eigentlich echt. Alarmanlage, die ist ja voll ausgestattet, Alter. Guck mal, Omi hat, glaube ich, einen Kuchen jetzt fertig. Ja, oder Burger? Eins von beiden. Ich weiß es nicht genau. Also eins von den beiden auf jeden Fall. Ich habe schon mega Hunger. Wollen wir uns schon hinsetzen und ein bisschen was essen? Ich würde sagen, wir können uns eigentlich hinsetzen und ein bisschen was essen, ne? Wäre nicht schlecht. Okay, was machen? Okay, aber nochmal ein Foto von Jerry. Oh. Ich sitze schon. Hey, ich sitze woanders. Wo sitze ich denn? Ey, die hat Cookies und Burger gemacht. Guck mal. Ich sitze in der Küche. Aber guck mal, wie lecker das. Nom, nom, nom. Voll lecker. Zuerst der Burger und dann der. Alter, ich krieg den Burger gar nicht auf, so groß ist der. Ich sag's dir, also. Oh, jetzt hab ich. Mal. Ich sag's dir, war ja richtig groß, der Burger. Also, wenn ich die Katze kriegt, aber keinen Burger, oder? Nein, die kriegt keinen Burger, ohne Spaß. Aber warum geht's denn nicht so gut, ist jetzt gerade die Frage. Ja, ich merk grad was. Irgendwas. Bist du auf irgendwas allergisch oder sowas? Ja, auf irgendwie so komisches Mehl oder so, aber ich weiß nicht, ob ich das drin. Oder Erdnüsse, so Erdnussmehl oder sowas. Okay, warte, hast du denn was mitgebracht dafür, falls du sowas hast? Oh, ich brauch schnell, in meinem Rucksack schnell. In welchem Rucksack? Wo? Ich hab einen Rucksack, den habe ich hier irgendwo hingestellt, ich weiß nicht, wo. Oh nein, du warst oben, oder? Ich einmal ganz kurz, schnell, Boxo, ich brauch den schnell. Schnell, ich habe 30 Sekunden Zeit. Ist echt nicht gut. Ich kann ihn nach oben, der ist nicht oben. Oh Gott, der ist bestimmt, vielleicht hast du ihn im Raum gelassen oder so. Oder so vielleicht. Da, hier ist der. Ich weiß auch nicht, wo der ist. Oh, ich hab super. Ihn, der war im Wäscheraum, du hast ihn da liegen lassen. Ich brauch den auch echt, ich brauch den. Ja, kein Problem, alles gut. Immer wieder gerne, Kasper. Oh, ich weiß nicht, was das war, Erdnüsse oder so. Ja, in so einem Burger, ich weiß auch nicht, was es da zu suchen hat. Schmeckt sowieso nicht so lecker. Ja, auf jeden Fall, auf irgendwas habe ich reagiert, ich weiß auch nicht was. Ja, du bist auf jeden Fall die ganze Zeit allergisch, habe ich so das Gefühl. Ich sag's dir, immer wenn ich irgendwo hingehe, ist da immer irgendwas, ne? Unglaublich, Alter, unglaublich. Aber das Ding ist, vielleicht sollten wir ein bisschen Süßigkeiten sammeln. Süßigkeiten sammeln? Wäre nicht schlecht, oder? Oh, guck mal, was ist denn mal. Hey, was kommt da aus dem Toaster? Was ist hier im Kühlschrank? Oh, lecker, hier! Wieso? Was ist da alles? Warte mal, da war so ein Medikit drin oder sowas, so ein Erste-Hilfe-Kit. Ja, aber ich finde, wir können auch für sie ein bisschen aufräumen, ne? Sie da. Können wir auch machen, ja, von mir aus. Durch. Oh nein. Oh mein Gott, wir müssen alles aufräumen. Schnell hier! Bam, bam, bam. Boah, hier, was ist hier alles in der Küche? Bam, bam. Hier ist gar nichts im Wäscheraum, hä? Ja, dann komm mit hier, du musst mir in der Küche mithelfen. Ach so. Oh Gott, oh Gott. Und mach den Kühlschrank doch zu, wenn du da dran warst. Ja, du warst doch da dran, da waren noch zwei drin. Du warst da auch dran. Hier, so, das noch okay. Weg. Haben wir alles fertig? Ja, sieht ganz gut aus. Glaubst du? Ich glaube, wir haben alles aufgeräumt, oder? Was ist hier noch im Raum? Keine Ahnung. Ist ja noch irgendwo. Hier, okay. Ich guck nochmal ganz kurz hier drin. Die dicke Katze muss ich nochmal festhalten. So. die muss ich auch nochmal festhalten. Haben wir irgendwas noch vergessen oder war das alles? Also ich glaube, wir haben eigentlich alles gehabt. Ich glaube, der Timer läuft einfach nur so ab. Vielleicht auch hier irgendwo. Ja, das stimmt. Hier drin? Vielleicht. Nee. Aber mach diesmal den Kühlschrank zu. Okay. Der Toaster vielleicht? Ja, dann lass einfach kurz warten. Vielleicht will Omi nochmal Kontrolle laufen. Guck mal, das hebt da richtig ab, das Toast. Yeah! Neo! Zum Beat! Boah, ich mag Toast, ich glaube, das war alles. Also ich glaube, Oma wird gleich zufrieden sein. Glaube ich auch. Alles entspannt. Wir sollten eigentlich alles sauber sein. Mal gucken. Sie kommt jetzt, glaube ich, wieder zurück, oder? Mhm. Hä? Ja, wir haben nicht alles geschafft, sagt er. Was? Hä? Ich habe Schaden bekommen. Der hat mich geschlagen. Ich auch.
Was haben wir denn vergessen? Hä, hey, ich weiß auch nicht, was wir vergessen haben sollten. Im Wäscheraum oder so vielleicht was? Ich hab geguckt, da war nix. Hä, ich vielleicht hab auch oben oder so? Gecheckt, aber ja, oben vielleicht, weiß ja. Ich nicht. Okay, ja, lass so, uns ein bisschen musste, Fernsehen gucken. Ich hab erstmal hier was Medikit reingedrückt, ey. Dann hab ich jetzt einfach volles Leben wieder. Ja, ich leider hab leider keins. So, dann mach ich den Fernseher an, ja. Die Glotze. Ja, dann komm, ey. Also wirklich, geht ja gar nicht klar hier. Echt so, was ist das denn? Also, das sah schon auf jeden Fall ein bisschen gruselig aus im Fernsehen, muss ich gerade sagen. Das kann man ja gar nicht zeigen. Muss ich auch sagen. Also, das war ja wirklich, was wurde da gemacht, frage ich mich. Also, es ist auf jeden Fall schon ein bisschen spät jetzt, Kasper. Ich finde, wir sollten eigentlich schlafen gehen, ne? Lass mal lieber irgendwie, also, nee, ich bin auch schon müde. Lass lieber mal abziehen hier. Das wäre echt zu ja. Nervig. Da kommt und so. Auf jeden Fall. Also bin ich auf jeden Fall bei dir. Dann würde ich ja sagen, lass uns wenigstens noch einmal ganz kurz warten, bis die Oma noch nach Hause kommt und dann können wir eigentlich schlafen gehen. Okay, also ich habe gesagt, auch die sollte auf jeden Fall gleich zu Hause sein und dann sollten wir auf jeden Fall auch gut ins Bett kommen. Ja, genau. Aber das Ding ist, Jerry sagt, kein Problem. Wir können ruhig schlafen gehen. Aber wir können jetzt schon ins Bett? Okay, gut, dann lass uns hochgehen. Ja, Jerry. Hier, komm, wir geben wir folgende. Hier drin, guck mal, oder was? Was ist das denn? Hä? Hä? Oh, okay, hier anscheinend. Guck mal hier. Ein Basketball. Guck mal, oh. Ei, aua! Ich bin dran. Warte. Ich bin dran, hey! Hör auf, du! Nee. Bam! Nein! Oh, der ging nicht rein. Ich zeig dir mal, wie das geht. Du hast anscheinend keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Ja, so. Du musst. Du nimmst ihn. Ja, und dann? Jetzt. Ah! Ha, oh, du bist richtig schlecht! Aber richtig knapp! Nein, nix da. Pass auf, ich zeig dir jetzt, wie es funktioniert. Von einem Dreierwurf, von ganz weit hinten. Ach, pass auf. Von ganz hinten also. Okay, zeig mal. Und? Wow! Ey! Ich mach ja hier richtig auf den Sack drauf. Ey, lass mal lieber hingehen, oder? Warte mal, was ist denn das hier noch? Ey, cool! Zum Drehen. Guck mal, ich kann auch Gitarre spielen. Oh, ich kann auch nicht Gitarre spielen, jetzt bin ich müde. Okay, pass auf, lass einfach hin. Jetzt nochmal! Ja! Wow! Oh mein Gott, High Five! Sehr gut! Sehr schön. Okay, komm, ich würde sagen, wir gehen schlafen, Kaspar. Würde ich auch sagen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Gute Nacht. Gute Nacht, schlaf schön. Gute Nacht. Wow! Hast du das gehört, Kaspar? Oh, was ist denn los? Ich bin doch voll müde, ey. Was ist denn los? Irgendwie habe ich gerade ein Fenster oder sowas. Hä? Was ist das? Schon wieder. Was ist das? Jetzt habe ich es auch gehört diesmal. Hä? Was ist hier los, Jerry? Was ist das, Jerry? Also jetzt habe ich aber gerade zwei Fenster gehört. Das sind doch voll laute Geräusche, die von unten kommen. Ja, als würde es von unten kommen, aber... Hä? Meinst du, Oma ist zurück? Als ob Oma so laut ist. Aber lass uns doch mal nachgucken. Mitten in der Nacht? Ja, komm, lass mal lieber runtergehen. Oder so, Kaspar. Lass lieber abchecken. Und die alte Göre. Könnte sein, dass die Hilfe gebraucht. Vielleicht wollte sie sich auch ein Glas Milch holen. Die war ja mit dem Nudelholz heute so aggressiv drauf. So! Ah, okay. Wir haben nichts zu vermuten. Es hört sich so an, als wäre Oma hier irgendwo, aber anscheinend doch nicht. Aber das kann doch nicht angehen. Auch in der vielleicht? Im Kühlschrank ist doch auch nichts. Nee, also, aber warte mal, dann weiß ich auch nicht, wo diese Geräusche herkommen. Oh! Oh Gott! Wow! Hä? Was ist mit Oma? Pass auf da! Oma? Was ist mit dir denn los? Oma, bist du da? Warum läuft die da so komisch rum? Omi! Nein, die ist schlafwandelt, glaube ich. Ach, dann ist sie das! Lol, was? Oh mein Gott. Okay. Was macht da Jerry? Wo ist Jerry? Hey, guck mal, hier die dicke Katze wieder am Schlafen, aber die hat die Augen auf. Ist so. Du hast so viel gefuttert, deswegen bist du noch ganz wach. Ja, guck mal, die schläft richtig auf der Seite. Ah. Was? Oh Gott. Wo ist denn jetzt wach? Die hat dich gesehen oder so. Hey, ich habe gar nichts gemacht. Warte mal. Hier. Omi, bist du? Foto. Nein, Oma. Oh. Oh nein. Ein Foto von dir, bitte schnell machen. Foto, Kass schnell. Auf. Mach schnell ein Foto. Ja. Ich hab Foto gemacht. So ist gut. Noch eins. Ich war heute schon hier. Ah. Omi, jetzt auch noch. Lass mich in der Ruhe hier, Omi. Die ist Kinderschlägerin oder sowas. Ja, Gott, oh Gott. Ich bin versteckt, Kaspar. Ich esse alle Plätzchen auf. Ich esse alle Plätzchen auf, bitte. Wie, da liegen da noch welche? Da liegen welche, da liegen ganz viele für dich. Du kannst sie alle holen, sie gehören alle dir. Ich guck hier. Wo denn? Nirgendwo. Nein. Da ist gar nichts mehr. Ich verstecke mich hier. Hier bekommen sie mich nicht. Die kriegt mich nicht, Kaspar. Wo bist du? Die kriegen mich nicht, ich bin versteckt. Ich lock sie zu dir. Omi, oh Gott. Hä? Da ist sie geht hoch wieder. Guck mal. Ey, du sagst, das ist eine alte Göre. Was macht die denn? Also, das ist ja unglaublich. Also wirklich. Ist sie da oben irgendwo wieder? Also, Jerry sagt, er hat noch nie sowas bei ihr gesehen. Aber das ist ja echt verrückt. Ja, ist klar. Also, das ist doch bestimmt nicht das erste Mal passiert, oder? Denkst du, sie ist zurück in ihren Raum gegangen? Meinst du denn, das ist ihr Schlafzimmer? Ich mach mal hier das Licht an, lieber. So, hier. Ich halte bereit. Ich mach direkt Foto. Ich halte für die Ewigkeit fest. Okay, komm. Und? Hä? Sind ich gerade reingegangen? Was macht denn? Hä? Okay, nee, sie ist anscheinend wieder ins Bett gegangen, glaube ich. Deswegen sollen wir wieder einschlafen. Ach so, na gut, dann... Nee, dann ist alles gut.
Hier, mach ich nochmal ein Foto. Auch noch ein Foto vom Raum hier, alles festhalten, ja, komm, ne? Alter, ich hab dich im Auge, Broxo. Ich hab dich im Auge. Ja, ich hab auch ein Foto von dir gemacht, keine Sorge. Ja, ich auch von dir, ne? Aber auf meinem Foto sehe ich Jerry nicht. Ich glaube, Jerry ist ein Geist. Echt nicht? Spaß. Komm, wir lassen uns zurückgehen. Lass uns zurückgehen. Lass uns folgen. Ja, okay, okay, okay. Runter hier? Jerry. Hä? Okay, was sollen wir jetzt machen? Hä, okay. Irgendwelche Holzbretter nehmen oder was? Wo sollen denn die Holzbretter sein? Ah, warte mal, hier, ich sehe ein Holzbrett hier. Wir müssen Oma einsperren oben, damit sie nicht nochmal läuft, sozusagen. Als ob, hier ist auch noch ein Holzbrett. Ja, das sollen wir hier ranbringen, bring das mal schnell her. Voll clever. Ah, okay, okay, damit sie nicht nochmal runtergeht und irgendwas so macht oder so. Hahaha, die haben wir eingesperrt. Ich glaube, da fehlen noch welche. Ich glaube, da fehlen noch welche. Wo denn? Ja, hier liegt noch eins, hier liegt noch eins. Ach so. Hier oben, ich bringe es mal ganz kurz. Oh, hier liegt auch noch eins versteckt hinten. Okay, okay, komm, die bringen wir mal kurz ran und dann waren es, glaube ich, alle, oder? Haben wir die einfach eingesperrt, ne? Müssten eigentlich alle gewesen sein. So, ran da und... Hä? Okay. Hä? Das sieht aber nicht so gut aus. Das sieht gar nicht gut aus, sieht voll kaputt aus. Hä? Wieso sieht das so kaputt aus? Ich weiß auch nicht, wieso. Sieht ja nicht so gut aus, muss ich sagen. Nee. Lass die auch noch mal gucken, vielleicht finden wir noch ein Brett hier irgendwo. Also hier ist, glaube ich, nichts mehr. Ich habe in der Küche auch noch nicht geguckt, fällt mir gerade ein. Ja, in der Küche könnte eigentlich schon eins sein, so vor allem unten. Hier, nee, gar nichts mehr. Nee, echt nicht. Hä? Dann müssen wir oben vielleicht nochmal gucken. Dann muss da vielleicht. Oder in unserem Raum noch oben oder so? Stimmt, in unserem Raum. Das scheint hier echt kaputt zu sein, oder? Ja, das sieht echt schon ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Ja, kann, also wirklich. Also in unserem Raum ist kein Holzbrett. Du hast es einfach kaputt hingelegt, du Idiot. Du hast doch deins auch da. Wo ist deins? Nein, ich hab meins reingemacht. Oh nein, Jerry, guck dir das jetzt an. Du wirst sehen, wie doof du das Brett platziert hast. Hä? Dann wäre auch vorbei. Nein. Ja, ja, alles gut, alles gut. Wir haben alles geschafft, glaube ich. Also ich glaube, wir haben die jetzt eingekerkert da. Also wirklich, ne? Ist doch alles gut. Wir können wieder schlafen gehen. Alles entspannt. Na, vielleicht sollten wir doch lieber erst entkommen oder so. Ja, weg von Omi oder was? Ja, aber diese Alarmanlage da angestöpselt. Ja. Aber wie sollen wir einfach durch die Fronttür raus, oder wie? Ja, aber das ist ja die Alarmanlage. Können wir das einfach so machen? Nee, dann wacht Omi auf und dann wird sie sauer. Das können wir nicht bringen. Die wird richtig sauer. Die wird uns verfolgen oder so. Die wird einfach wieder 30 Jahre jünger und sprintet uns hinterher. ja, genau so. Ich sehe das doch schon. Aber Oma macht doch immer abends den Alarm aus, glaube ich, oder? Ja, ich glaube ja. Aber gibt es da nicht irgendwie einen Weg, die auszuschalten oder sowas? Doch, ich glaube, es gibt einen Code, den man finden kann. Und dann kann man die ausmachen, wenn ich es richtig erinnere. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau. Glaubst du wirklich? Ja, ich glaube, also irgendwo müssen wir auf jeden Fall einen Code finden. Warte mal, vielleicht kann der Code auch in dieser schwarzen Box drin sein, die abgeschlossen ist. Aber wir müssen dafür einen Schlüssel finden. Oh, der ist wahrscheinlich bei ihrem Raum oder so. Ja, das könnte sein, dass er sich versteckt irgendwo, weiß ich auch nicht. Und dann gibt es da noch diesen anderen Schlüssel, diesen orangen, der halt wahrscheinlich den Keller aufmacht, ne? Ah, aber wo genau müssen wir hin? Ich weiß es nicht genau. Es könnte auch noch ein Ausgang im Keller sein, wenn du jetzt gerade Keller sagst, fällt mir ein. Ja, das könnte eigentlich schon passen, muss ich sagen. Aber wo genau ist auch die Frage. Also das Ding ist, auf jeden Fall müssen wir jetzt den Schlüssel finden, aber wo könnte er sein? Ja, lass mal gucken gehen. Oh nein. Was war das? Nein, nicht schon wieder. Ist irgendwie wieder ausgebüxt? Nicht schon wieder, ich guck jetzt. Ich kann nicht. Och nein, die ist schon wieder aufgewacht, warum denn? Ich glaube echt, dass die wieder ausgebüxt ist, oder? Was sollen wir jetzt machen? Mach lieber mal überall die Lichter an. Nicht mehr. Nee, jetzt sind wir... Hä? Hilfe! Sie hat Hilfe geschrien! Was? Wie sollen wir dir denn helfen, Omi? Was ist denn los? Oh mein Gott, die ist grad... super sauer! Oh Gott. Ja, aber... Hätte die doch gerade irgendwie gesagt, Hilfe oder nicht? Ja, sie hat Hilfe gerufen, aber ich glaube eigentlich, dass sie in Ordnung sein wird. Glaubst du? Ja, alles gut. Ich glaube, Omi geht's gut. Okay, dann eröffnet jetzt anscheinend ihre Tür, sagt er, ne? Er macht ihre Tür auf? Okay, zeig mal. Ja, okay, Jerry. Immer. Sonst lass mal hingehen. Mach einfach, oh Gott. Oh hier? Nein. Oh Gott, nein. Oh. Oh Gott, wir sollen uns verstecken, wenn irgendwas Schlimmes passieren sollte. Oh, Jerry. Sei bloß vorsichtig. Jerry, hör auf damit, sei vorsichtig. Aber was macht er jetzt? Jerry. Oh Gott. Oh nein, er macht die Bretter. Ich hab mit der Angst, dass Omi da jetzt... Oh Gott! Was war das für Ketten da hinten bei Omi? Sie hat da Ketten, oh! Ja, Jerry! Was? Jerry, nein! Jerry! Geh da nicht so nah ran! Jerry! Nein, wir müssen jetzt unbedingt... Okay, pass auf. Wir müssen jetzt sofort den Code finden für diesen Tresor und für diesen Schlüssel. Ja, aber wo? Also erstmal einen Schlüssel finden, würde ich sagen. Irgendwo muss der doch sein, oder? Oh, was mit Jerry denn jetzt? Ja, ich hoffe, es geht ihm gut. Hä? Vielleicht hat die Katze den Schlüssel aufgegessen, die dicke Sau. Das kann auch sein, ne? Ja, stimmt, das kann auch sein. Wir können auch oben nochmal nachgucken. Denkst du? Ich habe nochmal ein Foto gemacht, ich muss das nochmal schießen. Hä? Ja, Oma ist weg. Wie?
Ist hier der Schlüssel irgendwo unter dem Bett oder so? Ja. Ja, da liegt er doch. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber guck mal, was sind hier für Ketten und was ist das für eine Horror-Oma hier? Das ist echt voll die Horror-Oma. Aber warte mal, wo sollen wir denn jetzt lang gehen? Also den Schlüssel hast du am Start oder was? Ich kann ihn noch nicht nehmen. Okay, okay, okay. Aber gut, lass ihn gleich nehmen. Hier sind auch komische Bilder da vorne, siehst du das? Ah, die ist voll durchgedreht. Die ist voll durchgedreht. Aber gut, nimm den Schlüssel hier einfach mal. Okay, ich habe den Schlüssel jetzt erstmal gefunden jetzt. Vielleicht ist auch der Schlüssel für die schwarze Box. Könnte schon sein, ne? Also, dann nehme ich jetzt hier mal den Schlüssel, Kaspar. So, und dann können wir auch schon nach unten gehen und nachgucken. Oh, und warte mal, für welche Truhe? Ja! Und da ist der Orangenschlüssel für den Keller. Das ist echt gut, Kaspar. Oh Gott, sehr, 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 sehr gut. Oh mein Gott. Das lässt uns jetzt echt in den Keller gehen, jetzt, wenn du den hast, ne? Ja, komm, Abfahrt. Okay, und rein da. Sehr gut. Oh Gott. Das sieht gruselig aus. Warte mal, geh nicht vor. Das sieht echt gruselig aus. Glaubst du? Guck mal, wie die Katze mich umguckt. Wollen die einfach rausgehen? Die sieht hungrig aus. Die sieht irgendwie aus als... Ei! Oh Gott, oh Gott. Oh nein, vorsichtig mit den Spinnenweben. Okay, nicht die Spinnenweben berühren. Hier, was sind hier für... Jerry! Wo ist er? Da in der Ecke! Was? Wie geht's da? Jerry, geht's dir gut? Ist noch irgendwas? Hier ist ein grünes Schloss und wir brauchen einen grünen Schlüssel. Ja genau, wir brauchen einen grünen Schlüssel. Aber wo soll der sein? Er kann sich gar nicht mehr erinnern, was passiert ist. Na toll, Jerry. Ah, der wurde bestimmt betäubt von Omi. Ja, glaube ich auch in diese Spinnenweben gesetzt oder so. Ah, ja, gruselig. Also wirklich. Die hat hier anscheinend echt alles abgeschlossen, deswegen liebt die auch Schlüssel und Schlösser. Ja, also, wo ist der, soll jetzt der Grüne sein, frage ich mich gerade. Weißt du, was ich mich frage? Wo Omi ist? Die muss doch hier noch irgendwo sein, ist oder? Ist echt so? Die kann sich doch nicht einfach... Ist die durch die Tür durch? Ich glaube nicht, dass die hier unten ist, auf jeden Fall bei uns. Okay, ich glaube, die ist auf jeden Fall oben irgendwo oder draußen. Kann sein, dass die draußen ist. Okay, wollen wir jetzt lieber bleiben oder gehen? Lass uns lieber abhauen hier. Ich mag das gar nicht. Ich auch nicht. Wir gehen jetzt. Okay. Komm, wir nehmen Jerry und dann hauen wir ab. Ist so, Jerry, deine Oma ist verrückt. Die ist nicht nur schlafgebrannt, die ist verrückt. Die ist ganz balla. Die ist durchgedreht, Jerry. Glaub mir. Ist das so. Das bringt nichts mehr, hier zu bleiben. Sie ist sehr stark. Er hört die Stimme von ihr in seinem Gehirn? Oha. Kommt, Leute! Hä, was? Was will er denn? Es sind zwei Persönlichkeiten oder so. Ich habe eine Überraschung! Denkst du, Jerry ist die Oma? Ich glaube, dass Jerry kontrolliert wird von der Oma. Jerrys gehört oder so. Lass uns einfach schnell raus hier. Also es wird mir alles ein bisschen zu... Komm, lass uns Schlüssel finden. Ja, irgendwo hier der grüne Schlüssel, irgendwo hinter der Box oder so vielleicht. Ja, ich gucke auch schon, aber hier ist auf jeden Fall keiner. Wo könnte der denn sein? Hier hinten? Nee. Irgendwo muss ich dir doch verstecken. Ja, hier links oder so. Oben vielleicht? Wo soll denn der sein? Hier. Hier liegt er. Ah, super. Ja gut, dann nimm ihn hier so, und dann lass uns... Ich hab ihn. Dann mach mal auf hier. Dann würde ich sagen, lass uns raus hier, Kaspar. Und dann haben wir ihn verabschiedet. Und wir hier endlich. Alter, dann müssen wir jetzt hier noch diese Obby oder so machen. Eine Obby? Oh Gott! Was ist denn das? Das sieht auf jeden Fall echt aus wie ein krasser Oma. Oh Gott, oh mein Gott, die Segen, das drehende Brett, die Lava. Was hat Omi hier für... Also was, bloß nicht runterfallen, Kaspar, ne? Wenn du da jetzt runterfällst, dann war es das. Ich sag's dir wirklich. Ich sag dir auch, das sieht auf jeden Fall auch schon sehr verrückt aus, ne? Weil, Gott. Warum hat man sowas in seinem Keller, in seinem eigenen Haus? Also, ja, vielleicht damit halt gerade, damit, weißt du, damit du auch verdienst hast, wenn du entkommen kannst, weißt du, damit du es auch schwerer hast oder so für Oma. Also die muss ja echt komplett durchgedreht sein, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, sage ich auch. Oh nein, guck mal, wer gegenüber ist, Kaspar. Wir können da jetzt nicht rüber. Wir können da jetzt nicht rüber, wenn Omi da drüben ist. Wir können da echt nicht rüber, wenn Omi da drüben ist. Vor allem die Jerry, wie kannst du mich nur so verraten? Ist so, guck mal. Oh Gott. Sie sagt viel Glück. Darum viel Glück sagt sie uns? Da wollen wir sie uns Glück. Auch umbringen. Okay, also. Oh, jetzt okay, ist sie weg. Okay, komm. Dann würde ich sagen, Kaspar, let's go. Abfahrt! Okay. Ah, ich bin in die Säge gelaufen, Kaspar. Bist du blöd? Wieso? Pass doch mal ein bisschen auf dich auf, bitte. Ich habe nur ganz wenig Leben. Oh Gott, fall bloß nicht in die Lava rein. Nicht die Säge berühren. Oh Gott. Und hier, oh Gott. Oh, okay, ich habe es auch rübergeschafft. Sehr gut. Das war echt schwer. Lass nach oben, Kaspar. Hier geht's raus. Wie jetzt? Guck mal. Es sieht aus wie ein Ausgang. Da sind aber Autos. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht überfahren werden. Und das noch halbe Rennen. Wo ist Jerry? Jerry! Hallo! Da komm, er kommt! Er kommt? Oh, sehr gut, okay, sehr gut. Warte mal, ich kann noch den Keks essen und den Burger. Das mache ich jetzt. Bringt das Leben? Weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Guck mal, ich habe einen schwarzen kleinen Hund bei mir. Ich sehe es nicht. Hä? Ich sehe ihn nicht. Mann, du hast einen Geisterhund. Nein, der ist bei mir, siehst du den nicht?
Jetzt sehe ich ihn. Hey! Hallo. Ja! Immerhin bist du nicht dick. Wie die Katze. Nee, wie die Katze, ne? Aber der ist viereckig. Ja, der ist echt, sieht echt ein bisschen komisch aus. Also irgendwas stimmt. Warum ist das, das viereckige Katze? Hat er deinen Zauberwürfel gegessen? Ich glaube, der hat irgendwie den Zauberwürfel gegessen oder so. Okay, oh, doch, okay, doch. Kaspar, pass auf die Autos auf, ne? Aufpassen auf die Autos und jetzt darüber. Oh ja, und jetzt gibt's hier ein Labyrinth oder was soll das sein? Oh, oh Gott! Das hört sich ganz schön gruselig an. Jerry ist weg! Jerry ist weg! Wie Jerry ist weg? Ich hab echt nicht Jerry ist gerade weg! Nee, er ist hinter uns. Ah, da ist er, okay. Ich bin jetzt links gegangen, Kaspar. Ich hoffe, das war richtig. Ja, ich hoffe auch hier links lang, dann hier rechts. Oh, das sieht nicht richtig aus. Oder? Doch, doch, doch. Glaub mir, das ist hier richtig. Hier ganz außen lang, komm. Glaubst du? Hier sind Bäume. Hauptsache nach vorne. Ja, doch, das sieht gut aus. Das könnte sein. Das ist ein Baum. Das könnte es sein. Ja, stimmt, stimmt. Oha, nein, es geht hier lang. Oder? Doch, doch, das ist richtig. Ich sag's dir, es ist richtig. Glaubst du, das ist richtig? Ja, hier geht's raus irgendwo. Ich weiß aber nicht genau wo. Oh. Oh Gott, ich dachte, wenn eine Sackgasse. Oh, das ist echt gut. Ich dachte auch gerade, das wäre eine Sackgasse. Mm, aber wir kommen gut durch gerade, ne? Wir kommen richtig gut durch, als ob das jetzt hier eine. Oh nein. Links ist hier lang würde ich sagen. Nein, 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 hier müssen wir lang. Oh mein Gott, aber wo müssen wir lang? Ja, ich laufe gerade den Weg. Ich glaube, das ist richtig hier. Oh Gott. Ja. 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 Okay, ich komme auch mal lang. Ja. Ja, läuft sieht gut aus, oder was? Bist du in diesen kleinen Gang rein oder wo bist du hin? Sackgasse! Was? Schon wieder eine oder was? Mann, ey! Warte mal, hier lang, hier lang, hier lang. Ach, da links lang? Ja, hier ist ein Baum, hier ist ein Baum. Stimmt. Ja, hier geht's raus! Ja? Hier ist der Ausgang, Bronzo! Juhu. Juhu! Sehr gut! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft, schön. Wir sind da oben entkommen! Let's go! Let's go! Ah! Oh Gott, oh nein. Gott! Nein! Was ist denn jetzt los? Wir haben es doch nicht geschafft, ey. Doch, wir haben es geschafft, aber sie hat Jerry genommen und will Jerry behalten. Oh. Nach Hause jetzt. Wir müssen unbedingt abhauen. Tschüss jetzt. Kaspar, guck mal. Lass mal hier reingehen. Oh mein Gott, okay. Hier ab in die... Oh Gott, ist das ein Trecker? Heute werden wir Farmer. Yeah, ich wollte schon immer mal Farmer werden. Ich auch. Boah, guck dir mal die große Scheune an. Wie cool. Und auch hier überhaupt, wie das aussieht. Der ganze Bauernhof und so, ne? Das da ist hinten voll noch krass. So Getreide und sowas. Und hey, howdy. Judy. Hey, Mensch, ey. Ey, die ist da richtig. Judy, was geht ab? Hallo. Ich glaube, die zeigt uns hier. Hallo. Ah. Hallo, ich bin. Hallo. 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 Ja gut, okay. Was denkst du, die zeigen uns jetzt ja alles, oder was? Ich glaube, die zeigen uns heute alles, wie überhaupt das Farmleben so funktioniert. Das weiß ich nämlich gar nicht. Boah, die Farm von der ist ja echt mega cool. Auch voll viele Heuballen und sowas. Ist es so ein Heuhotel hier oder so ein Schmuck? Ich bin versteckt, Kaspar, du findest mich nicht. Okay, warte mal, ich sage, du bist hier hinter hier rechts. Und? Nein! Nee. Bist du hier in dem Haufen drin? Ja. Du bist doch hier drinnen, das Nein. Muss ich doch ganz genau. Nein! Ist klar, Nein. Ich hab's doch genau gesehen. Manu! Oh, hier, was ist da noch so ein Ausgang? Ja. Okay. Und guck mal! Wow! Oh mein Gott, das finde ich ja voll guck cool. Guck mal, ich bin Farmer. Ja! Du hast schon so ein cooles Outfit, sag mal. Guck mal, ich will Partnerlook mit das dir. Hier. Ich will das hier. Oh, guck mal. Du siehst ja richtig cool aus. Howdy, ja du auch. Howdy. Ja, was geht ab? Alles gut oder was? Ja, sieht echt gut aus, muss ich sagen. Ja, jetzt sind wir schon, ich meine, das ist schon mal der erste Schritt. Oh, guck mal! Hier können wir sogar betten, dass wir schlafen können und so sowas. Hochbetten. Ich gehe hier mal nach oben und hau mich hier mal, glaube ich, hin. Ich bin nämlich schon ein bisschen müde, muss ich sagen. Bist oder jetzt schon rumgucken? Müde? Also ich glaube, wir noch ein bisschen rum und gucken wir mal alles an. Dann hier. Lass noch ein bisschen, ich wette, du findest mich nicht. Ich wette, du findest, ich bin noch in dem Raum Bett? Drin. Ja, du bist im Bett. Nee, bin ich nicht mehr. Ich wette, du findest mich hier nicht mehr. Ich guck jetzt mal. Ich werde dich bestimmt das finden, das krasseste Kaspar. Versteck. Ein Kleiderschrank. Mann, nein! Ja, ich wusste es. Ey. Gut gesehen, gut Ja gut, gesehen. Aber Judy will jetzt irgendwas. Wir müssen jetzt nämlich hier an die Arbeit. Das ist nämlich hier Arbeitsplatz. Oh, ja, wir haben schon wieder viel zu viel Spaß. Hier das Lachen gehört. Mann. Okay, Judy, sag mal an, was müssen wir als allererstes mal machen? Was ist unser erster Job? Ja, anscheinend sollen wir jetzt hier die Äpfel vom Baum pflücken. Oh, okay. Ja, das... Oh, Alter. Schöne rote Äpfel, ne? Ja. Aber sind eigentlich die Äpfel nicht gut, wenn die erst auf den Boden von alleine fallen? Das heißt, die kriegen doch dann so Druckstellen und so. Nein, nein, nein. Oder die fallen doch, sogar. Du hast recht. Du hast recht. Okay, schnell einsammeln alle. 12 Stück insgesamt. Boah, ich hab auch schon... Noch. Ich hab noch... Ey, der klaut mir einen Apfel. Ach, Mann, der hat mir einen Apfel geklaut. Oh, der letzte, den krieg ich, den krieg ich. Nein! Ach, Mann. Oh Gott, da liegen ja noch zwei. Oh Gott. Nein! Ja, ich hab den... Manu! Oh mein Gott. Fast vorbeigelaufen.
Ich hab's gesehen. Aber immerhin haben wir alle 12 eingesammelt, die wir einsammeln sollen. Sehr gut. Ich habe. Ja, ist nicht schlecht. Hast du einen genascht? Nein. Ich glaube, du hast auch einen genascht da eben. Ich habe ihn sehen. Nein. Okay, dann ist gut, dann ist gut. Oh, oh. Guck mal, so ein, was ist das, so Weizen oder sowas? Das ist so ein Getreidefeld, glaube ich, oder so, ne? Und müssen wir das jetzt abmähen oder so? Ich glaube, das müssen wir jetzt ernten. Okay, aber wie am besten? Sie sagt ja, viel und Glück. Ah, hiermit. Müssen wir hier einmal alle rein ablaufen oder was? Mann, wo ist denn meine. Ist das eine Spitzhacke oder was? Hä? Guck mal, da hinten, Leute! Guck mal! Was, hast du da was entdeckt, oder was? Yeah, 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 hier liegt was, hier liegt was, hier liegt was. Komm schnell her, komm schnell her. Wo denn? Komm schnell, ihr müsst zu mir kommen. Wow! Oh Gott! Was? Eine gruselige Vogelscheuche da hinten. Hä? Oh mein Gott. Was ist hier jetzt auf einmal los gerade? Oh, lauf! Wie? Oh mein Gott. Wie, kann die laufen, oder was? Die ist nicht von Judy, die ist nicht von Judy. Die ist irgendwie, hat die jemand hingestellt. Lauf weg, Kaspar. Judy, ich versteck mich hinter Judy. Oh. Hä? Okay, ey, doch die nicht. Die hat gar nichts gesehen. Die hat gar nichts mitbekommen. Ey, und wir laufen hier vor so einer Kreatur weg. Ich hatte doch auch, die sah doch lebendig aus eben, oder nicht? Jetzt sieht die nicht mehr lebendig aus. Ey, ich glaub's ja nicht, Alter. Hä, wieso lacht denn ihr? Sagt sie, okay. Ja, ist so, das ist eine Vogelscheuche, sagt sie nur. Aber was? Das ist es gar nicht. Okay. Sie war böse. Ich wollte gerade sagen, das war so ein Horrormensch oder sowas. Aber gut, hat die jetzt... verfolgt uns das ja nicht, ne? Ihr. Okay, für die Vögel benutzt sie die, okay. Aber warum ist es denn so gruselig? Ja, gute Frage, ey, das kannst du uns mal sagen, Jody Mensch. Ah, wenn die nicht gruselig wären, würden sich natürlich die Vögel davor auch nicht beängstigen, ne? Ja, du hast recht, stimmt. Ja, okay, das macht Sinn, aber okay, also komm, ich glaube, wir müssen jetzt hier ein bisschen arbeiten, wir haben uns hier schon wieder zu viel ablenken lassen, okay? Ich glaube auch, okay, ran an die Arbeit, Kaspar. Let's go, okay, so, schnell, wir sollen die ganzen Sachen einsammeln, erstmal hier, zack. Ah, der klaut mir alles. Und zack, oh Gott, der klaut mir das auch hier, nein. Zack. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Zack. Oh. Nein. Ja. Nein. Oh. Dann egal, wir haben alle eingesammelt. Nicht schlecht. Sehr schön, sehr schön. Das haben wir alles geerntet hier, ne? Die ganzen Felder. Ja, haben wir alles gemacht jetzt hier, ne? Ja, sehr gut, sehr gut. Okay, dann haben wir jetzt anstatt direkt schon wieder den nächsten Job, den wir erfüllen müssen. Ah, let's go! Ich bin mal gespannt, ist ja. Nein. Hä? Essen kochen oder was? Ich habe auch schon Hunger bekommen. Judy, vielen Dank, dass wir hier irgendwie. Vielen Dank, dass wir bei dir sein dürfen überhaupt. Guck mal, das ist Judys Ehemann hier oben. Ey, der sieht nett aus. Gabe, oder was? Ja, ja. Okay, dann lass mal hier ein bisschen Burger essen oder sowas, ne? Ich setze mich hier mal hin. Okay. Ich mag dich nicht! Nein! Hier rüber! Ha. Nein! Oh mein Gott, wie viel Burger! Alter, die hat hier mal im ganz großen Stil aufgefahren. Ich will die alle essen, Alter. Die hat so richtig ihren Stil aufgefahren. Alter, warte mal. Ich nehme mir einfach mal auf Undercover 3-4 Stück mit hoch nachher. Ja, ja, ich nehme mir direkt mal hier die Hälfte mit gleich. Hier von der Seite nasche ich auch nochmal. Ja, ich auch. Und von hier auch nochmal ganz kurz. Zack, also ich laufe über deinen Ekelburger. Ich trampel da rum, wie ich will. Nom. Ich muss schon sagen, Broxo, ich bin schon ziemlich müde geworden. Es wird auch schon dunkel draußen. Lass echt mal pennen gehen jetzt. Okay, dann würde ich sagen, legen wir uns mal ganz kurz hier hin. Sag mal, liegst du unter mir hier? Nein, oder? Will ich nicht. Ey, darfst du auch nicht. Die coolen liegen oben. Hast du nur vergessen beim Hochbett, ja? So. Die coolen liegen oben. Ich guck dich gar nicht an. Ich guck mit dem Rücken zu dir. Du hast doch gerade gepupst. Gar nicht. Du hast gerade gepupst. Ich hab das genau warst gehört. Du. Ich hab das genau gehört, dass du gepupst hast. Nein. Dann lässt er hier noch einen fahren. Ja. Oh. Alter. Was war das denn? Hast du es gehört? Was war das gerade? Ich hab so ein kaputtes Fenster gehört oder sowas. Ich hab das gerade gemerkt. Oh mein Gott. Was ist gerade los? Hier! Das Fenster? Nee. Ich dachte gerade. Guck mal, hier draußen leuchtet irgendwas. Hallo? Ja, ist das eine Fackel oder sowas? Judy, bist du da? Es fehlt jemand! Wie, es fehlt... Nee, da oben, der pennt noch! Hey, hallo, aufwachen! Aufwachen, das Glas ist kaputt gegangen. Steh auf! Hallo. Hä, der bekommt es ja nicht mal mit. Ist so, Alter. Also eine Maus ist auf jeden Fall nicht so laut, ne? Das kann nicht ein Tier gewesen sein, das muss was Menschliches gewesen sein. Ich glaube auch, vielleicht denkst du, es ist die Vogelscheuche oder sowas? Judy hat gesagt, die Vogelscheuche ist nett.
Also ja, sieht böse aus. Vielleicht kann die auch irgendwie verflucht werden oder sowas. Oh mein Gott, stell dir das mal vor, dass die hier rumspukt oder so. Das wäre gar nicht cool, so eine verfluchte Vogelscheuche oder sowas. Na gut, komm, lass einfach hinlegen, ey. So, komm, lass mal rausgehen hier. Ich will wissen, was abgeht. Oh mein Gott, hier liegen ganz viele Scherben. Du bist der Nächste, steht hier. Und okay, zeig mal her, was ist hier draußen? Oh, okay. Oh mein Gott. Das ist ganz schön gruselig, muss ich sagen. Was ist hier passiert? Hier, guck mal an der Wand, da steht, du bist der Nächste. Okay. Ich glaube nicht, dass das eine Maus ist. Nee, geht nicht. Ja, ich glaube auf keinen Fall, dass das eine Maus ist. Das ist ja fast mit Blut geschrieben, ne? Ey, das ist ja richtig unnormal. Du findest mich nicht, du findest mich nicht. Ich sag dir, du wirst nie sein. Nee, ich bin nicht bei dem Runden in der Ecke. Echt nicht? Nee, ich bin woanders. Da auch nicht. Hey! Da auch nicht. Hä? Ja. Da auch nicht. Bist du denn? Ja. Ey, ich war da doch schon. Ey, wie bist du blind? Ich bin von hier gerade rübergelaufen. Wir sind eingesperrt, Kaspar. Oh nein. Oh nein. Die Vogelscheuche oder was? Was ist das? Der Besitzer von der Vogelscheuche oder so? Die ist jetzt lebendig. Oh mein Gott. Ist das ein Geist? Könnte auch ein Geist, ja. Oh, hallo, Mr. Geist. Ihr habt mein Leben ruiniert. Was? Nein, haben wir gar nicht. Oh mein Gott. Die Vogelscheuchen, Kaspar. Nein. Wie komm? Verstecken, schnell. Find mich nicht, die finden mich nicht. Die finden mich auch nicht. Oh mein Gott. Die sehen echt so aus wie die Vogelscheuche, die auch draußen stand eben, ne? Oder heute Mittag. Oh, ich hoffe, die finden mich hier nicht drin. Okay, wir müssen irgendwas finden, schnell. Oh Gott. Guck mal, der schreibt da meinen Namen. Oh Gott. Hier liegt ein Stock. Oh Gott, schnell. Lauf weg. Ich knack die ab. Los. Oh mein Gott. Schnell. Ich muss die Axt holen. Okay. Okay, wir haben alles. Alles entspannt. Wir haben die besiegt, die Vogelscheuchen. Ah. Ich geh mal wieder hin. Oh Gott, was ist hier los? Hä? Hast du die mal... Der schlitzt hier rum. Was macht denn der da, hä? Der schlitzt ihn ab. Mach die Tür auf! Oder was? Mach mal auf! Mach die Tür auf jetzt hier! Auf da! Mach auf! Wir haben es geschafft, sehr gut! Oh. Der euer Ernst? Ah. Wieso seid ihr so unbrauchbar? Hahaha, wir sind nur halt nur Vogelscheuchen, ne? Ja, okay, jetzt muss er es selber erledigen, sagt er. Oh Gott! Oh mein Gott! Macht er jetzt? Oh. Da ist er! Schnell. Okay! Oh Gott. Wir müssen vorhin weglaufen, schnell. Hier im Haufen. Versteck dich. Ich bin nirgendwo. Deine Axt kommt raus. Ich kann die nicht wegstecken. Oh. Doch jetzt. Okay, alles gut. Guck mal, der wird dich ganz verfolgt, der Arme. Gott. Noch 15 Sekunden. Er lockt dich genau zu uns. Das macht er mit Absicht. Hätt's mit Absicht gemacht. Ich geh wieder rein in den Haufen. Jetzt verfolgt die mich. Guck so. Hilfe. Ich muss meine Axt rausholen. Ja. Bam, okay, jetzt, oh Gott, was ist denn jetzt los? Oh mein Gott. Hä, war das ein Traum? Auf einmal ist wieder Tag. Ich habe keine Axt in der Hand. Hier, guck mal, da ist die Pyjama. Stimmt, Judy mit ihrem Erdbeer-Pyjama. Sieht cool aus, sie ist ganz unglücklich. Was denn los? Hä, wo sind die Scherben hin? Stimmt, es ist irgendwie, auf einmal ist es immer noch nachts. Hä? Die würden jetzt locker nicht glauben, dass wir attackiert wurden von lebendigen Vogelscheuchen. Ja, ist so. Irgendwie immer, wenn sie kommt, sind auf einmal die Geister wieder weg. Mann. Hä? Anscheinend ist sie wieder ins Bett gegangen jetzt gerade. Ja, einfach so. Warum jetzt gerade? Sie hat es nicht geglaubt. Hey. Ich fühle mich hier auch nicht mehr sicher. Ich mich halt irgendwie auch nicht, Kaspar. Mann, ey. Was sollen wir denn da jetzt noch am besten machen? Ja, wir können auch nicht abhauen hier. Die ist doch so weit entfernt von der Stadt hier, diese blöde Farm. Ist ja wirklich alles zu hier, ne? Ja. Weißt du, was ich mich frage? Was denn? Wer der Geist ist und was der von uns will? Gute Frage eigentlich. Denkst du, Judy hat hier vielleicht irgendwie mal umgebracht? Oh mein, stell dir das mal vor. Also ich weiß auf jeden Fall, der hat gesagt, irgendwie ihr habt mein Leben zerstört. Vielleicht hat er uns auch irgendwie verwechselt mit ihr oder so. Stimmt. Oder vielleicht haben wir irgendwie so einen Apfel oder so von ihm gegessen. Stimmt, das kann auch sein, dass es gar nicht real war alles, ne? Ja. Aber immerhin haben wir überlebt. Oh, okay, lass mal wieder ins Bett gehen, Kaspar. Ich hau mich wieder auf die Ohren, ey. Ich sag ganz ehrlich, ich muss hier pennen gehen jetzt. So, jetzt gucke ich dich aber an. Zeig mal. Ich hab voll gepupst. Ja, geh doch mal ins Bett da. Nein, geh weg da. Geh.
Hey! Ja! Oh. Oh. Oh, schlaf gut, Bloxo. Gute Nacht, Kaspar. Gute Nacht. Hä? Schlaf gut. Hörst du das? Was ist das? Der Geist. Das oh mein Gott. Er kommt am Morgen zurück zu uns, nein, oder was? Nein. Nein! Das kann ich doch gar nicht glauben. Ich auch nicht. Wir spielen heute wieder eine Story und zwar in einer Factory, Freunde. Und zwar ist es irgendwie Us Are Toys. Es gibt ja Toys der Us von früher. Und das ist jetzt irgendwie Us Are Toys, wo wir irgendwie zwischen ganz, ganz vielen verschiedenen gruseligen, irgendwelchen verrückten Spielzeugen sind, Freunde. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von der Messe möchtet. Dreht einmal ganz unser Handy, drückt nur auf die Glocke und jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh mein Gott, wo sind wir denn hier, Freunde? Guck mal, das ist die Fun Factory. Oh mein Gott, okay. Ich muss schon sagen, es sieht alles sehr, sehr krass aus. Wir können auch zum Beispiel hier so die Pflanzen und sowas einsammeln. Ey, hallo Leute, was geht da bei euch? Warum ist das hier so dunkel? Hä? Warum kann der Typ reden? Okay, ich bin mal gespannt, was wir jetzt hier bei dieser Fun Factory haben werden, Leute. Oh, Leute, das ist Billy der Hase. Guckt euch das mal an. Der redet anscheinend mit Kindern und sowas, ne? Oh, wir müssen auf jeden Fall aufpassen auf so Löcher und sowas, Freunde. Sonst landet man... Oh mein Gott, sonst wird man hier einfach geschreddet. Okay, Freunde. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon mal eine kleine Mission. Wir müssen nämlich anscheinend hier irgendwie jetzt mal so ein bisschen das alles hier erkunden. Denn der Manager... Wow. Das sieht ja richtig cool aus, Freunde. Das ist ja fast wie... Ey, das sieht ja unnormal aus, Leute. Auch hier... Oh nein, da ist rechts... Ach, die Maresen mähen auch Rasen und sowas. Warum ist das hier so dunkel, Leute? Alter, okay, ich würde mal sagen, wir gehen mal ganz kurz hier weiter. Wow, wo sind wir denn jetzt hier? Okay, ist anscheinend gerade Weihnachten oder sowas, ne? Ey, das ist aber halt voll dunkel, Freunde. Ich hoffe, es wird auf jeden Fall gleich noch ein bisschen heller, wenn quasi hier der Einkaufsmarkt aufmacht, Freunde. Wir sind nämlich hier anscheinend in so einem Einkaufsmarkt drin. Oh, wir müssen anscheinend gucken, dass wir... Oh, wir müssen dieses Kabel verfolgen, Leute. Denn die Tür ist gerade noch verschlossen. Das Kabel führt jetzt hier anscheinend irgendwo hin, ne? Es geht hier hin, hier hin, hier hin. Und dann bis zu dem Stromkasten. Okay. Und oh, der Weihnachtsmann, was macht der? Er läuft oder so, ne? Hä? Ah, er hat eine Kettensäge. Hilfe. Okay. Hä? Okay, ich würde mal sagen, wir laufen jetzt mal weiter durch, Freunde. Wo sind wir denn jetzt hier? Hier sind so Raketen und sowas, Freunde. Wow. Ey, wir sind in so einem richtig komischen, verrückten Spielzeugraum oder so, ne? Ist halt zwar voll dunkel hier drin, aber sieht auf jeden Fall echt krass aus, ne? Boah, mit so Asteroiden und Planeten und sowas, Leute. So, wo müssen wir jetzt hin? Müssen wir... Ich denke, wir müssen irgendwo gleich da oben hin, ne? Ich glaube... Seid ihr bereit, Leute? Hä? Wow! Okay! Oh mein Gott! Ich muss quasi auf dem Asteroid bleiben und dann auf den nächsten springen, ne? Ey, nein! So, jetzt sollten wir eigentlich die Asteroiden mitnehmen. So, und rüberspringen. Ja, und rüberspringen. Oh mein Gott. Oha. Lol, wir sind jetzt... Wow, der ist explodiert. Okay, pass auf. Wir müssen jetzt irgendwie gucken. Wir sind jetzt hier auf der Erde, glaube ich, gerade drauf. Wir müssen hier vorne zum Mond. Ja, ich bin hier oben, Leute. Ich habe es geschafft. Wir sind oben. Und was jetzt? Müssen wir auf die anderen noch warten? Ich glaube, wir müssen noch auf die anderen warten. Okay, dann laufen wir mal ganz kurz hier rüber. Und jetzt sind wir sogar schon in einem neuen Raum, Freunde. Und was passiert denn jetzt? Ach, hier werden alle so Sachen hergestellt, ne? Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Wow, okay. Hier ist anscheinend so ein bisschen der Gruselraum oder sowas. Oh, ist da gar nicht so unheimlich hier, ne? Wir müssen anscheinend jetzt hier ein bisschen was essen oder so, ne? Wer sind denn Sie? Hallo? Hallo? Okay, ich glaube, wir müssen da vorne hingehen und uns was zu essen holen oder so, ne? Oder hier, das Trinken, Freunde. Hier, ich trinke jetzt auch mal ganz kurz. So, okay. Und jetzt müssen wir anscheinend hier... Oh, Leute, nachdem ich so viel getrunken habe, muss ich jetzt einfach auf Toilette gehen. Ne? Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal ganz kurz auf Toilette und gucken, ob wir jetzt mal ordentlich einen reinsemmeln können. So, gehen wir mal hier ganz kurz auf Klo. So, wo seid ihr? Okay, da sind noch die anderen sogar und... Das, was? Er warnt uns, Leute, dass anscheinend jemand... Er sagt, das ist hier ein ganz verrückter Ort oder sowas, ne? Okay, ich wollte nur auf Toilette gehen. Hä? Okay, das Ding ist, er sagt jetzt, Leute, wenn wir hier nicht entkommen, werden wir einfach zu einem Spielzeug verwandelt. Okay, das wollen wir natürlich nicht. Deswegen, lass ganz schnell hier entkommen. Los, so schnell. Ich würde sagen, können wir nicht einfach hier durchgehen oder sowas? Nee, ne? So, okay, dann
Können wir durchgehen? Nee, dann müsst ihr, glaube ich, woanders lang gehen, ne? Wisst ihr, wo lang es geht? Oder vielleicht irgendwie eine Toilette runter oder sowas? So, er weiß vielleicht, wo lang es geht, oder? Oder müssen wir da durch? Ich glaube, wir müssen hier... Komm mal mit hier. Wo warten die denn? Gehen wir mal hier ganz entspannt raus aus dieser Factory, Freunde. Oh, nein! Oh mein Gott, der Hase! Oh, er verfolgt uns! Oh, er ist hinter uns! Okay. Ich würde sagen, schnell hier hoch. Wow! Oh mein Gott, wir müssen aufpassen. Sollen wir da rein? Wow, der Hase! Er kommt hoch! Oh! Okay. Verdammt, jetzt sind wir ja gerade irgendwo. Jetzt müssen wir irgendwo einen Weg rausfinden, ne? So, ich nehme mal ganz kurz das hier, das Ding jetzt hier. Kann ich hier noch irgendwas nehmen? Nee, ne? Okay, dann müssen wir jetzt mal... Wow! Bam! Okay, kaputt gehauen jetzt hier. Sind hier noch mehr? Boom! Alter! Was denn das jetzt hier alles? Okay, wo sind wir jetzt hier gelandet, Freunde? Das ist mir alles nicht so geheuer, muss ich sagen. Hier können wir auch Upgrades durchführen. Aha. Ah, dann können wir unseren Juice upgraden. Ah, okay. Dann müssen wir aber anscheinend... Oh, wir können auch hier... Aha, ein bisschen... Okay. Ich glaube, wir müssen mehr von diesen Krabbeltierchen finden. Hier irgendwas? Ich sehe gar nichts. So dunkel hier. Siehst du irgendwas? Nee. Ist das da nicht der Hase? Okay, warte mal ganz kurz. Wir müssen mal hier ein bisschen rumgucken. Also hier... Was ist denn das jetzt hier noch alles? Hier ist nichts. Wo ist denn der andere? Hallo? Wo seid ihr denn alle? Was ist denn das hier? Oh, eine Taschenlampe. Wichtig, Freunde. Jetzt können wir nämlich mit der Taschenlampe... Ja, jetzt können wir nämlich durchgehen, Freunde. Mit der Taschenlampe. Und dann werden wir mal ganz kurz... Oh, okay. Dann werden wir jetzt mal ganz kurz hier alles abchecken. Und... okay. Roboter-Skelette. Was? Okay. Wir müssen auch noch mal ganz kurz den holen. Wow. Bam. Und... Bam! Okay, den war noch kaputt gehauen. So. Ey, was sind das für verrückte Leute hier, ne? Hallo? Ist hier ein Laptop? Aber der funktioniert nicht. Ist hier jemand? Hallo? Wow! Okay, den müssen wir ganz kurz wieder kaputt hauen, Leute. Zack. Zack. Aua. Ah, ich bin fast tot. Ich muss was trinken. Okay. Und jetzt muss ich die wieder kaputt hauen, ne? Ey, die wurden jetzt schon alle kaputt gehauen. Oh, wir können hier... Ah... Hier können wir uns auch heilen oder so, glaube ich, ne? Kann das angehen? Oh, die können wir mitnehmen, Leute. Die ganzen Eingeweide hier. So, alles mitgenommen. Bist du noch irgendwo weiter? Ist hier... Oh, hier geht's noch weiter. Was denn hier alles? Hallo? Ist hier irgendwas? Hallo? Oh, hier können wir doch durchgehen, ne? Waren wir hier schon drin, Leute? Anscheinend. Waren die hier schon drin? Ich weiß gerade gar nicht. Wo sind jetzt hier die anderen jetzt alle hin? So, müssen wir hier durch? Oh, was denn hier? Aha, hier können wir unseren... Okay, dann können wir anscheinend unseren... Warte mal, wir können hier was trinken. So, und dann können wir den wieder nachfüllen. Ah, okay. Sehr gut, gut zu wissen. So, sind die anderen jetzt hier zurückgegangen oder was? Hallo, wo sind die jetzt hier die anderen hin? Seid ihr wieder zurückgegangen? Oder wo seid ihr? Können wir jetzt hier zum Beispiel noch unsere Sachen upgraden? Ich glaube schon. Wir können zum Beispiel hier für 100 Guts... Habe jetzt einfach mal ganz kurz meinen Juice geupgradet. Das ist anscheinend noch mal ein bisschen besser oder sowas, ne? Auch nicht schlecht. So, komm, ich würde mal sagen, wir laufen jetzt mal ganz kurz hier weiter, Leute. Und gucken mal, ob wir jetzt hier wieder irgendwas Neues finden. So, hier ist anscheinend gerade nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ganz kurz hier weiter. Was war denn da hinten? Um die Ecke. Nämlich, da waren wir nämlich noch nicht, Leute. So, hier ist anscheinend noch irgendwas. Was haben wir hier um die Ecke? Ist hier irgendwas? Oh, der Weg ist versperrt. Okay. Oh! Hey, hier ist so ein großer Roboter. Hilfe! Ey, ihr müsst mir helfen, dass und... Warte mal, werden die anderen jetzt erfolgt? Oh, der Roboter! Aua! Okay, hau ihn! Aua! Hau ihn! Hau ihn, bam! Und bam! Okay, und... Oh, er wurde... Wir haben ihn kaputt gehauen, ne? Sehr gut, Freunde. Okay, dann würde ich mal sagen, laufen wir mal ganz kurz hier weiter ein bisschen durch. Wow, da sind ja noch mehr! Okay, ich... Oder so... Wollen wir den holen? Seid ihr bereit? Komm, wir holen den! Bam! Aua. Hau auf ihn weiter ein. Hau auf ihn weiter einhauen. Zack. Okay, wir haben ihn auch geholt, Leute. Wichtig. Bisschen was nachtrinken. So, das müssen wir irgendwie hier durchgehen, ne? Aha. Müssen anscheinend jetzt diese Karte finden. Ist hier vielleicht hinter versteckt? Ne. Müssen diese Karte finden für die Tür, Freunde. Und mal gucken, ob wir die Karte... Ist da nicht irgendwas auf dem Tisch? Toilettenpapier. Na toll. Okay, dann würde ich mal sagen, laufen wir mal ganz kurz hier weiter, weil von da kamen gerade die anderen Monster. Bam, okay, hat den kaputt gehauen. Hier ist auf jeden Fall keine Karte. Hier ist... wir können hier wieder was mitnehmen, ne? Und mitgenommen wieder ein bisschen. Okay, dann würde ich mal sagen, laufen wir mal ganz kurz hier weiter. Wer bist denn du, Kollege?
So, wow, okay, pass auf. Den haben wir wieder ganz kurz, zack. Bam. Und bam. Okay, den haben wir auch kaputt gehauen, Leute. So, hier sind noch anscheinend, so eine Gewichtsstange, ne? Ist hier noch irgendwas? Oh, hier können wir auch wieder was mitnehmen. Glaube ich, oder? Nee, hat er schon mitgenommen, ne? Hier können wir wieder Sachen upgraden. Unseren Juice für 200. Das habe ich aber leider gerade noch nicht. Oh, hat er die Karte? Leute, ich glaube, die haben die Karte gerade gefunden. Wir sollten jetzt eigentlich wieder rausgehen können. Also sieht auf jeden Fall gerade so aus, als hätten die Karte, weil sonst würde es auf jeden Fall keinen Sinn machen, dass sie jetzt hier zurücklaufen. Und wir haben die Karte bekommen, Freunde. Wir sind jetzt einfach hier eine Stufe weiter. Und wer bist du denn? In welchem verrückten Toys R Us sind wir denn hier gelandet, Leute? Das ist ja mega verrückt. Oh nein, Freunde, wir müssen uns hier am besten uns jetzt hier verstecken irgendwo, ne? Weil jetzt kommt anscheinend dieses kleine Gerät, was wir gerade gesehen haben. So, das heißt, oh nein. Okay, Licht ist aus. Los, lauf! Nein! Hier, irgendwo ist der. Irgendwo ist der. Wow! Er sieht uns nicht. Er sieht uns nicht. Das ist gut. Er hat uns nicht gesehen. Aha. Muss irgendwo der Stromkasten sein. Hallo? Ist er noch hier irgendwo weiter am Laufen? Ich glaube schon, ne? Er kommt wieder! Lauf! Lauf so schnell, wie ihr könnt! Oh mein Gott, der ist hinter... Oh! Wow! Oh nein, wir sind gestorben, Freunde. Ey, das hätte man doch gar nicht schaffen können. Heute fliegen wir in den Urlaub, Freunde. Ja, wenn ihr auch so gehypt seid wie ich auf den Urlaub, verprügelt jetzt mal den Like-Button und den Abo-Button. Auch wenn ihr allgemein mehr Stories in Roblox sehen wollt, guck mal hier. Unser Flug geht jetzt nämlich gleich los, Freunde. Wir müssen uns jetzt ganz schnell nochmal hier zu Gate B begeben. Ich werde aber vorhin mal ganz schnell hier die Taschenlampe kaufen für 30 Robux, Freunde. Ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und falls wir nachher wieder irgendwie das Monster so haben sollten, wie in der letzten Story, Leute. Also falls ihr die letzte Story nicht gesehen habt mit der Kindertagesstätte, müsst ihr die unbedingt angucken. Dann brauchen wir auf jeden Fall auch das Medikit. So, und ich würde jetzt mal sagen, Medikit haben wir, glaube ich, jetzt gekauft, oder? Haben wir jetzt das Medikit gekauft? Ich glaube schon, oder? Passt auf. So, wir gehen jetzt hier Gate B rein hier und setzen uns rein. Und dann heißt es Abflug, Freunde. Oh, angekommen im Flugzeug, suche ich mir noch mal hier einen ganz guten Platz aus. Ich würde mal sagen... Oh, Kapitän. Hallo, Ladies and Gentlemen. Hier ist euer Kapitän am Sprechen. Alles klar. Ich setze mich auch schnell hier irgendwo hin. Wir fliegen jetzt los. Okay, warte mal. Ich gehe mal dann zu dem Pfeil hin. Weil der Pfeil... Vielleicht ist hier der sicherste Platz oder so, Leute. So, okay. Sagt, am wichtigsten ist es, dass wir unseren Flug genießen sollen, sagt sie. Okay, sehr gut. Finde ich sehr gut. So, also wir müssen uns jetzt hinsetzen, bevor der Flug losgeht. Und ich würde mal sagen, wir setzen uns hier hinten hin. Oh, es geht los, Freunde. Wir fliegen los. Ja. Oh mein Gott. Okay. Also, wir sitzen zwar leider alleine. Keiner wollte sich unbedingt mit zu uns hinsetzen. Aber jetzt heißt es hier richtig im Flugzeug abdrehen. Yeah. Hallo, Passagiere. Wir sind jetzt einfach auf einer guten Flughöhe. Das heißt, hier kann man jetzt nicht abschnallen und ein bisschen rumlaufen. Okay. Wir dürfen jetzt hier auch aussteigen und ein bisschen das Flugzeug so angucken. Guck mal, wir können mal rausgucken. Da sind wir wirklich... Alter, wir sind ja hier mitten in der Nacht unterwegs. Holy moly. So, gehen wir doch mal hier hinterher. Was möchte sie denn hier so machen? Können wir auch durch die Türen reingehen? Ich glaube nicht. Ne, hier ist, glaube ich, der Kapitän am Fliegen. Aber es scheint ein ganz gutes Flugzeug zu sein, Freunde. Wo wir auf jeden Fall allgemein einfach ganz normal im Flugzeug drin sind. Ich habe nichts gesagt. Aber es sind einfach die Lichter ausgegangen. Ladies and Gentlemen. Ich glaube, wir haben einen, Kurzschluss. Alles klar? Ja, Freunde. Anscheinend ist der Strom ausgefallen. In einem Flugzeug. Sehr beruhigend. Okay. Wir sollen uns anscheinend beruhigen, bis sie die Situation behoben haben. Ja, ich bin aber nicht beruhigt. Wir sind hier in einem Flugzeug, wo der Strom nicht funktioniert. Hallo? Oh mein Gott, da ist etwas auf dem rechten... Was? Nein, das Monster! Was? Irgendwas ist da. Leute, irgendwas ist da. Am rechten Flügel. Nein, Leute, wir werden sterben. Da, das Monster. Wow. Nicht schon wieder. Oh, 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 das ist hinter mir. Leute, es verfolgt mich. Es verfolgt mich. Oh. Wow. Wow. Okay, pass auf. Wow. Wow. Oh, wo ist es hin? Da ist es. Ich mach die Taschenlampe an. Leute, wo ist es hin? Leute, es verfolgt mich schon wieder. Es verfolgt mich. Geh auf Brigitte, nicht auf mich. So. Wow.
Okay. Okay, es ist weg. Es ist, glaube ich, weg. Es hat, glaube ich, keinen Bock mehr. Oh, es ist wieder da. Wo ist es jetzt? Leute, wo ist das Monster hin? Ich sehe es nicht. Hallo? Monster! Oh, da ist es, Leute, links neben uns. Los, geh auf die Blonde. Nicht auf mich. Oh. Wow. 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 Okay. Perfekt. Wir haben alle Probleme gelöst. Tut uns auf jeden Fall leid, ja? Kapitän, da war ein Monster. Da war ein Monster einfach im Flugzeug. Wir werden jetzt ein bisschen Essen servieren. Und zwar Pizza. Yummy, yummy. Okay. Dankeschön für die Pizza. Ja, Natascha sagt, hey, da war ein Monster, was uns attackiert hat. Ja, das habe ich auf jeden Fall auch bemerkt. Guck mal, wir haben sogar noch 20 Leben. Wir haben 20 Leben verloren. Und die sagen, ach, was laberst du? Sei doch nicht albern. Tja, Leute, komm, wir essen jetzt mal hier ein bisschen die Pizza. Yummy, yummy, yummy. Auf diesen Chock erstmal ein bisschen was in den Magen reinhauen. Anscheinend gehen wir durch einen Sturm und werden Turbulenzen haben. Oh, Manno. Warum muss immer sowas Blödes passieren? Das kann doch nicht angehen. Oh, wir sollen uns hinsetzen. Okay, er sagt, wir sollen uns hinsetzen. Gut, ich setze mich hin. Kein Problem. Mache ich natürlich gerne. Bei einem Sturm, Leute. Oh, man sieht es. Ja, sind schon die ersten Turbulenzen am Start. Ey, du, setz dich hin, du Idiot. Kollege, jetzt setz dich, Mann. Oh, 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 den hat zwei gegen die Wand gehauen. Ich hab doch gesagt, setz dich hin. Oh, nein. Wow, wow. Die eine Turbine ist, die brennt. Leute, die brennt. Feuerlöscher, 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 Feuerlöscher. Wo ist der Feuerlöscher? Feuerlöscher. Oh, oh, wow, wow. Wir sollen hier Westen... Oh nein. Leute, wir sollen Westen anziehen? Oh mein Gott, wir werden abstürzen. Leute, wir werden abstürzen. Hilfe? Haben wir Fallschirme? Ah, Natascha wird in Ohnmacht fallen. Natascha nicht in Ohnmacht fallen. Bitte nicht. Natascha, bleib stark. Oh mein Gott. Ah, oh, wir werden ganz schnell. Wow. Oh. Wow, wow, nein, Mist, wir sind abgestürzt. Leute, ich verliere, oh mein Gott, wir müssen auf die Plattform rauf. Ich verliere Leben, schnell. Oh, wow, aua. Ja, also die West hat uns irgendwie das Leben gerettet. Ey, komm ins Wasser. Oh mein Gott, ich glaube, der hat es nicht überlebt, Freund. Doch, er lebt noch. Iban, komm schnell ins Wasser. Hier rauf. Der ist weg. Was ist das für ein Geräusch? Da frage ich mich auch. Scheint nach einem komischen Geräusch zu sein. Ich höre nochmal, Leute. Hört sich komisch an. Ein Hai? Wo? Wo? Geh doch nicht ins Wasser. Wo ist der Hai? Leute, wo ist der Hai? Oh! Oh! Nein! Der Hai ist vor uns! Ey, Leute! Könnt ihr jetzt mit auf den Flügel kommen? Ja, okay. Leute, der Hai ist direkt hinter uns. Der Hai ist hinter uns. Nein, die werden das da vorne nicht überleben. Es wird hier schon wieder so eine Love Story sein. Nein, der Hai wird sie essen. Der Hai wird sie essen. Oh mein Gott. Oh, was habe ich da gerade gesehen? Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Schwimm um dein Leben. Hey, Miraculous, geh nicht ins Wasser. Schwimm um dein Leben, du schaffst das. Ein paar Meter nur noch. Ein Meter. Ich glaube an dich. Spring. Ja, Natascha und Miraculous. Mit denen sind wir jetzt auf einer einsamen Insel gefangen. Hoho. Oh, das ist aber blöd gelaufen, meine lieben Damen. Was machen wir jetzt? Wollen wir mal ein bisschen die Insel erforschen? Also, wir müssen auf jeden Fall was zu essen finden. Und eine kleine Hütte bauen. Oder wenigstens ein Lagerfeuer, ja? Also, Mädels, suchen wir nochmal was zu essen. Ich würde mal nach hier oben gucken, ne? Leute, aber diesmal werden wir nicht den Apfel sofort essen, wenn uns hier jemand einen Apfel oder so gibt. Nachher werden wir ja schon wieder absolut vernascht oder so. Okay, haben wir hier irgendwas zu essen, Leute? Ist hier irgendwo ein Apfelbaum? Irgendwo eine Kokosnuss an der Palme? Bis jetzt sehe ich hier gar nichts. Doch, da vorne. Da vorne ist ein Apfelbaum. Aber ich werde diesmal nicht von dem Apfelbaum naschen. Auf diesen Trick fahre ich nicht nochmal rein. Ich habe ein paar Äpfel gefunden für uns zum Essen. Die werde ich nicht essen, Leute. Da esse ich lieber ein bisschen Gras vom Boden hier. Was ist mit diesem Monster, das uns gesehen hat? Was ist, wenn es hier ist? Das wäre natürlich nicht so gut. Mit uns?
Also Mädels, was machen wir jetzt? Was ist unser Plan? Ich würde sagen, wir bauen uns auf jeden Fall eine Hütte oder sowas. Der muss da auch in die Hütte reinkommen. Was hast du denn hier gefunden? Ein Baumstamm? Oh, nein! Es regnet! Nein! Es regnet! Ein Sturm! Boah, ist hier eine Höhle? Wo müssen wir hin? Mädels! Mädels, Mädels! Wo seid ihr? Wo war... Hey! Wo war denn die Höhle? Ist die Höhle hier irgendwo? Nein, die liegt schon auf dem Boden! Okay, warte, wir müssen ganz schnell... oh mein Gott! Natascha Miraculous! Leute, wir nehmen ganz schnell hier... So, Medikit. Müssen wir hier irgendwo rein? Oh! Leute! Was ist passiert? Ich bin ohnmächtig geworden. Wo bin ich? Oh mein Gott, ich muss schnell aus dieser Höhle raus. Okay, warte mal. So, hier runter. Spring, spring, spring. Oh mein Gott, Freunde. Spring, 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 spring. Da, 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 da. Okay. Wir müssen schnell hier raus, bevor die Höhle zusammenbricht. So, spring, weiter, weiter geht's. Wir sind nur alleine am Start. Miraculous und Natascha haben leider nicht überlebt, Leute. Okay. Also, spring. Alles entspannt, Leute. So, nein. War das falsch herum? Oh mein Gott, das war falsch herum. Nein, wir müssen in die Richtung. Ich Idiot. Leute, ich Idiot. Okay. Schnell. Oh mein Gott, was mache ich denn? Ich bin so ein Idiot. Okay, warte mal. Hochspringen, 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 hochspringen. Okay. So. Und zack. Wir sind raus. Ich glaube, wir sind raus, oder? Haben wir es geschafft? Leute, ich glaube... Oh mein Gott, was passiert in 5 Sekunden? Nein, wir müssen, glaube ich, da raus, oder? Nein, Leute, wir müssen hier raus. Ich weiß es nicht. Wow. Okay, gut, dass wir nicht da drin waren. Gut, dass wir nicht da drin waren. Ich wollte erst wieder reinlaufen. Oh, ich habe einen Ausgang gefunden. Aber ich habe das Gefühl, dass ich beobachtet werde. Oh nein, ich bin ganz alleine. Leute, ich bin ganz alleine. Keine Natascha und keine Miraculous. Lauf. Ich laufe schnell in die Höhle rein. Leute, oh, es ist hinter uns oder so. Oh mein Gott. Nein, ein Labyrinth. Oh, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie geht's hier lang? Geht's hier raus? Bin ich hier sicher? Ist das hier der Ausgang? Okay. Oh. 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 Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, das ist Monster. Oh. Okay. Also, das Labyrinth ist gerade zusammengebrochen. Habe ich es geschafft? Was mache ich denn jetzt? Ich bin ganz alleine. Hallo. Ist hier irgendeine Natascha? Miraculous? Warte mal eine Minute. Die Äpfel von vorhin waren verrotten. Gut, dass ich sie nicht gegessen habe, Leute. Ich wusste es. Wow. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall ein Feuer. Weil es wird in der Nacht wirklich sehr, sehr dunkel und kalt. So, und dann sollen wir anscheinend oben auf dem Berg ein Feuer machen. Alles klar. So, einmal hier. Den schnappen wir uns. Da vorne ist auf jeden Fall auch noch ein Baumstamm. Vielleicht ist Miraculous irgendwo unter der Erde oder so. Alles klar, wir haben jetzt hier 3 Baumstämme. Und mit diesen 3 Baumstämmen sollen wir anscheinend oben ein Feuer machen. So, dann werde ich das ganze Feuer mal hier anzünden. So, zack, Leute. Hop. Warte mal. Warte mal. Was ist jetzt? Leute, was ist jetzt? Oh. 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 Nein, das Monster. Oh, das Monster. Oh mein Gott. Wow. Das Feuer verbreitet sich. Was? Wow, die Bäume. Die Bäume. Ah, ich laufe doch schon. Hilfe. Oh, ich muss weg von den Bäumen. Oh, ganz schnell weg von den Bäumen. Was? Wow. Wow, 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 wow. Oh mein Gott, die ganze Insel ist abgebrannt. Was? Was? Oh mein Gott, das Feuer gerät außer Kontrolle, Freunde. Was können wir jetzt gegen dieses Feuer machen, Leute? Ich weiß es echt nicht. Oh, hey, 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 da ist ein Helikopter. Hey, hier unten, bitte helfen Sie mir. Hilfe, es brennt komplett. Oh mein Gott, kommen wir überhaupt durch? Hier unten, hier ist der Helikopter, bitte. Könnt ihr nicht den Rauch sehen? Doch, ich glaube, sie sehen mich, Leute.
Ich glaube, sie sehen mich. Ja! Juhu! Rettung! Bitte rettet mich! Es brennt hier überall. Wie soll der Helikopter bitte schon hier landen? Okay, da ist ein Seil. Ich muss irgendwie zu dem Seil hinkommen, Leute. Ja! Ich glaube, hier durch. Und dann nochmal hier links. Ja! Ich glaube, das ist... Ich glaube, das ist unsere Rettung, Freunde. Das sollte unsere Rettung sein. Ja, ich komme. Das ist ein Monster. Ich habe 3 Tage nichts gegessen. Und ich muss dringend aufs Klo. Oh mein Gott. Oh, ich kletter hoch. Oh. Ja. Ja. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben den Urlaub überlebt, auch wenn wir es nachher alleine geschafft haben. Aber anscheinend soll es sogar 4 verschiedene Enden geben, Leute. Und wir hatten jetzt logischerweise 1 davon. Also wenn ihr davon vielleicht noch einen 2. Part sehen wollt oder allgemein neue Roblox-Stories, dann verprügelt auf jeden Fall den Like-Button und den Abo-Button und checkt 1 von diesen beiden Videos aus. Und checkt auf jeden Fall die anderen Roblox-Videos aus, Leute. Und übrigens abonniert diesen Kanal. Hier kommen nämlich täglich Roblox-Folgen extra für dich.